Ja, sie muss echt logisch Ich dachte, denken. dein Name ist Programm, aber man merkt, dass da eigentlich Kamelori dahinter ist. Naja, alles Geschichten, mein Lieber. Auch Alles Geschichten. Geschichten, alles. Naja, seid ein bisschen Alles Geschichten. intelligent. Was? Ihr seid doch Was, intelligente Bruder? Menschen. Was, Bruder? Was, Bruder? Wie kann man wirklich Geschichten glauben, ehrlich jetzt, so Ja, aber allgemein? du bist doch im Zeitalter des Internets, mein Lieber. Du kannst doch 5 Minuten googeln und herausfinden, ob die Bibel die Wahrheit Aber ist, wie woher perfekt der kommt Text das? überliefert Guck wurde, wurde mal, Jesus Christus gekreuzigt und ist er auferstanden. Du siehst doch, dass es dafür absolute atemberaubende Beweise gibt. aber du bist doch Ex-Moslem, ne? Ja, genau deswegen bin ich ja Ex-Muslim und habe zu Jesus Christus gefunden. Ja, aber es gibt doch 5000 Religionsrichtungen. Du kannst doch nicht einfach davon jetzt ausgehen, nur weil du zwei Religionsrichtungen kennst, dass es richtig Ja. ist. Ja gut, die Religionen sagen etwas und der Gott der Bibel macht etwas. Die Religionen sagen, dass du zu Gott kommen musst und der Gott der Bibel hat bewiesen durch sein Wort und durch seine Prophetien, dass er der wahrhaftige Gott ist. Zu wem wollen wir jetzt? Zu den 5000 Religionen oder zu dem Gott, der über Raum und Zeit verfügt? Ja, aber ganz, hast du mal Buddhismus gelesen, durchgelesen? Buddhismus ist leere Philosophie, brauchen wir nicht. Der Hast du Apostel das Paulus gemacht? sagt, lasst euch nicht auf leere Philosophien ein. Ja, aber du musst erstmal alles erkundigen, weißt du, mein Lieber? Und danach kannst du entscheiden. Ich hab mich doch auseinandergesetzt mit verschiedenen Glaubensrichtungen, verschiedenen Ja. Religionen und niemand bietet dir das, was der biblische Gott dir bietet. Das war's. Ich glaube dir ja, aber hast du schon mal nachgeforscht, dass diese Wenn ganzen du mir Geschichten. glaubst, dann sag doch nicht aber. Hör mal zu, die ganzen Geschichten kommen ja von den Sumerern. Das weißt du doch. Die Sumerer, die gab es ja schon vor Moses, gab es sie ja schon. Ja, Und so, das aber ist das der Beginn Gleiche. unserer Zeit ist mit Adam und Eva. Das musst du doch ein bisschen bewusst. Guck mal, das ist das Gleiche. Die haben nur mehrere Götter gehabt. Und ihr habt das dann in einen Gott Ich gefasst danke gehabt. dir von ganzem Herzen für Kamelorin. Vielen Dank. Gott segne dich, mein Lieber. Hä? Gar keinen Nerv auf sowas, Mann. Wie oft haben wir denn die sind nicht mehr normal, ne? Einfach mal 5 Minuten googeln, einfach mal eine Stunde Zeit investieren, das möchten sie alle. Ich möchte einfach nur diskutieren. Ist nicht normal. Reza! Reza, die wollen diskutieren. Reza! 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 Reza, die wollen diskutieren. Toni! Halt, stopp! Jetzt Halt, rede stopp, jetzt ich! rede ich! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Amir, lass doch mal die Leute einfach in Ruhe. Also Lass kannst du doch mich den Manuels, der kann schon nicht mehr schlafen, der Arme. Manuels mit Ananas und wie die alle heißen. Jezza, das ist krass, ne? Da nimmt der wirklich Geld. Habe ich das nicht gesagt? Habe ich das nicht gesagt? Ja. Aber der will Aha. das Geld für arme Leute an mir. Ja, natürlich, das Geld ist für arme Leute. Anstatt Genau. die selber alle, der braucht doch kein Geld für eine Frage zu stellen. Der kann dann sagen, Leute, lasst uns mal alle zusammenschmeißen und wir wollen ein Projekt starten. Und dann nimmt der einfach für Fragen Geld, Jezza. Siehst du, wie Ja, unehrlich der Typ ist? wer ist denn schon so naiv wie du, der nicht für Fragen Geld nimmt? Wer ist schon heutzutage so doof, dass er einfach so irgendwas macht, umsonst? Nur die wiedergeborenen Christen sind so naiv und machen alles umsonst aus Liebe für andere Menschen. Ja, heftig. Du glaubst ja wohl nicht, dass Muslime kein Geld nehmen. Was war mit ihrem Propheten? Hat er nicht Geld genommen, wenn er irgendwas machen musste? Natürlich, sogar Wie viel? 48,12. Ja, wenn ihr Prophet, wenn ihr Vorbild schon so ist, warum sollen die denn selber nicht so sein? Es läuft also alles nach Plan. Unser Vorbild hat gesagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Der Mohammed hat für Fragen und Antwort 4 € genommen damals. Und so machen das auch an das Islam und seine Nachfolger. Das ist der Unterschied. Das ist der kleine, aber feine Jeder aber Unterschied. feiner Unterschied. Genau, jeder nach seinem Vorbild. Jeder nach seinem Vorbild. Ja, danke schön, danke.
Heimat. Ah, der ist gar nicht da. Da hat Camelo Reinleitung gesagt. Ja. Das Beste war, wo Manuelsen zu dir meinte, ja, okay, lass uns jetzt diskutieren. Und dann sagst du, okay, lass uns diskutieren. Und man sagte, nee, ich will nicht diskutieren. Das ja. war das Heftigste. Das ist krass, ne? Ja, ja. Das war auch das Traurigste. Die Leute sind gar nicht mehr hier. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, im Roten Meer. Im Roten Meer hat man ja diese Überbleibsel von den Rädern, von den goldenen Rädern und so weiter, wie sie so im Sand stecken. Ja. Die haben wirklich die Form von diesen goldenen Rädern und weil das schon so alt ist, das Ganze so alt ist und marodiert ist alles, also und alles kurz vor dem Zerfall ist, wenn du das kurz nur berührst, dann zerfällt das alles. Deswegen berühren die Wissenschaftler die Sachen nicht. Ja. Ja. Deswegen lassen die das einfach so stehen da. Hallo, wer ist mit uns? Hallo? Ja? Sei gegrüßt. Was? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, mein Kleiner. Sei gegrüßt. Ich bin ein Mädchen. Ah, du bist ein Mädchen. Sei ja. gegrüßt. Wie so Ritterzeit. Mittelalter. Da sei gegrüßt. Oh, oh. Sei gegrüßt. Balduin, Balduin. Was kann ich denn für dich tun? Ich wollte nur was zu diesem Mann sagen, der mit dem Arm, wo er gesagt hat, dieser verkrüppelte Arm, der wurde geheilt. Ja. Und zwar wollte ich einfach nur sagen, dass so solche Begegnungen, die gibt es ja im Islam gar nicht. Also, die haben ja sowas nicht, dass sie beten und dann geheilt werden. So eine Erfahrung haben die ja nie gemacht. Ja, weil der Allah ja nicht Heiler ist. Ja. Der Allah existiert ja gar nicht. Der Einzige, der heilt, ist Jesus. Genau, und deswegen sind die auch da so abwertend gegen und sagen, ja, ihr seid verrückt, ihr bildet euch irgendwas ein. Ja. Weil ich habe das auch selber erfahren und habe zu Jesus gebetet und der hat dann auch, also ist in mein Leben getreten und ich habe auch viele Menschen, die diese Erfahrung auch gemacht haben, getroffen. Und ja. Wenn man das mit dem Islam vergleicht, da gibt es sowas ja gar nicht. Also solche Begegnungen oder dass die irgendwie Träume haben von Jesus, sowas haben die ja überhaupt nicht von ihrem Propheten. Ja, es gibt bestimmt weltweit Muslime, die da von Mohammed da träumen oder was. Ne? Aber ja. Es gab zum Beispiel ein Mädchen bei TikTok, die hatte... Die hat ein Video gemacht, wie sie geträumt hat und Jesus zu ihr gesagt hat, er kommt bald wieder. Und die Muslime haben ja sofort gegen sie geschossen, haben gesagt, sie ist verrückt, die gehört in eine psychiatrische Anstalt und die kann man nicht für voll nehmen und haben sich über sie lächerlich gemacht. Ja, aber warte mal, der Allah sagt doch selber, dass Jesus zurückkommen wird. Ja, also ja, die haben halt alle gesagt, sie ist irre. Auch. Ja, dann sind die Muslime, die sie anmachen alle. Da weiß schon was. Ja. Okay, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Ja, Gott segne dich auch. Ciao. Ciao. Die sind alle schon weg. Alle schon weg. Alle schon. Entrückt oder verrückt? Alle schon über alle Berge, ist er. Alle schon in alle Berge drin. Aha. Aha. Put your hands in the air. Come on, come on. Danke, danke schön. From left to right, from Hello? Side to side. Ich wollte was fragen. Ja.
Und zwar warst du im Knast, weil du Kamelurin geklaut hast? Ja, ich habe sehr viel Kamelurin geklaut und habe ich das verkauft. Oder ich war Kamelurin-Dealer. Hat Alazi gesagt, dass du 50 Mal Honig nehmen sollst? Ja, das hat er auch gesagt. Deswegen kam auch das Lied. Nimm noch einen Schluck von Kamelurin auf Kombi und Zehner. Nimm mir sofort. Ja, die Amerikaner nennen ja immer Öl flüssiges Gold. Das ist ja eigentlich das flüssiges Gold. Auf Kombi kriegst du, kein Problem. Ich verstehe auch die Muslime nicht, warum die nicht einfach dieses Kamelurin importieren, damit sie halt sich eine goldene Nase verdienen. Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Wollen wir drei vielleicht Business aufmachen, dass wir zusammen Kamelurin verkaufen? Ja, wenn ich das machen würde, dann würde ich natürlich Multimillionär werden, ne? Nein, direkt Kamel züchten und verkaufen. Dann hast du beides in einem. Nein, also jetzt ja ernst. Also wenn man Bibel lest, anfängt zu lesen, also wenn man die Bibel anfängt zu lesen, dann soll man ja erst die Evangelien anfangen zu lesen. Soll man danach weiter das Neue Testament lesen oder dann erst mit dem Alten Testament anfangen? Nein, es ist eigentlich egal, mit welchem Buch du beginnst. Wenn du natürlich wissen willst, wie alles entstanden ist, ja, natürlich dann mit dem ersten Buch Mose, ja. Die Entstehung des Universums, die Entstehung von Adam und Eva, die Tiere, die Pflanzenwelt und wie der Sünde in die Welt gekommen ist, durchgedrungen ist, zu den Menschen und zu den Tierwelt und zu der Pflanzenwelt, also alles, die Sünde in die Welt gekommen ist. Oder du willst direkt halt mit dem Neuen Testament beginnen, wenn du wissen willst, wer der Herr Jesus ist, was er getan hat, gesagt hat und so weiter, ja. Also eigentlich ist das egal, aber ein bisschen vom Alten Testament, ein bisschen vom Neuen Testament täglich, das ist immer am besten. Okay, Dankeschön. Ja, mein Lieber, nicht zu danken. Arno will rein. Ich dachte, der ist tot, der Arno Diebel. Arno Dübel, der hat es auch geschafft. Ne? Der hat es geschafft. Ex-Moslem! ABK Army! ABK Army. Rami, bist du da oder bist du nicht da? Ich bin hier, Mann. Ich muss nur ganz kurz hier aus dem Auto raus. Ach so, okay. Jetzt kommt Don Giovanni, ne? Ich muss hier in die Don Stadt. Giovanni, der Frauenverführer. Der Don Johnson. Der Don Johnson von Spanien. Casanova und Don Giovanni. Don Juan de Marco. Also nee, der hieß Don Juan, der andere, ja, stimmt. Don Juan. Aber Don Juan. Ja, es ist er, Don Juan. Hallo, mein lieber Gabriel, ja. Don Giovanni. Ja. Reden ist Gold, Schweigen ist Silber. Schweigen ist Florian Silber. Schweigen ist. Ich muss diesen Amo einmal blockieren. Amo wird jetzt blockiert. Der ist mir zu sehr auf den Sack gegangen. Nein, Ami. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, manchmal kommt das auch aus mir raus. Ich kann nichts dafür. Wer hat denn gerade die Frage von Dr. Fisch? Ist das schon wieder ein Fake? Jetzt hast du jetzt letzte Zeit versuchen, die ganzen Fakes. Die ganzen Brüder und Schwestern ihre Fakes, also ihre Dingens zu faken, ihre Profilbilder. Und dann kommen die hier rein, um zu trollen. Um so Fangfragen zu stellen, damit du fällst. Und die denken, ich würde jetzt was verstecken, was ich so in der WhatsApp-Gruppe sage und nicht in der Öffentlichkeit. So Banane sind die. Die kennen mich immer noch nicht. Die wissen, dass ich kein Blatt vor dem Mund nehme, egal wo ich bin. Ob ich jetzt in der WhatsApp-Gruppe rede oder hier draußen. Das ist dasselbe. Ich weiß noch, ja, die verstehen nicht, dass du genau den Ja, die denken, die sind alle wie diese Leute in Brüdergemeinen, dieses Doppelgesichtige. Ja? Ja, nein. Mit mir und so und mit mir und Amir ist nicht zu verhandeln.
Ja, das, was ich öffentlich sage, ist auch das, was ich im Geheimen sage. So wie der Herr Jesus sagt, ja. Nicht verhandeln. Das, was ich im Geheimen sage, das müsst ihr verkünden aus allen, von allen Dächern. Und dafür ist Abi Reza. Abi Effa. Hallo, Abi. Abi Amir. Hast du denn heute vernünftig gehetzt schon? Ja. Oh, jetzt Abi kommt die ganze Hetzerbande. Abi Hetzerbande hier drin. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mit ganz manuell rein, damit man nur sagen kann, erklär mir was, dass das der Ex-Muslim jetzt hier drin ist. Das kann doch nicht wahr sein. Abi Reza? Ja, Abi Effa. Abi Amir geht's immer gut. Ich habe gestern gesehen, Manuelsen. Ja, ich habe das mit Manuelsen verpasst. Ich hatte aber Videos nachgeguckt. Der Manuelsen Beste. Komm, wir reden jetzt darüber. Ja, okay, wir reden jetzt darüber. Ja, okay, geh jetzt beiseite. So, der hat fertig geredet jetzt und der so, ja, nee, ich will nicht mehr drüber reden. Ich weiß nicht, was. Amir, aber eine andere Frage. Was hat denn überhaupt Manuelsen mit dem Anas Islam und mit diesen ganzen Leuten zu tun? Ja, der will sich ein bisschen da einschleichen, ne? Keine Ahnung. Ja, ich habe das Gefühl, aber das sind dann andere. Bitte umhängen. Einer hier stummeln, wer ist da? Danny. Der Evangelist ist zu laut. Oder der Pavlos. Nee, der Evangelist. Der ist schon wieder im Restaurant. Der ist schon wieder im Restaurant. Der ist wieder am Essen. Das kann nicht wahr sein. Der Danny, das ist doch nicht mehr normal. Wie viel Geld hat der auch, sich die ganze Zeit Essen dazu leisten? Aber Danny, ist das so laut bei dir? Danny, hör auf mit dem Quatsch, Mann. Das ist so wieder was. Unglaublich. Der muss immer sein Essen präsentieren. Als ob der so für schlimme Zeiten in seiner Höcker speichert wie Kamel. Damit er überlebt. So 3 Jahre oder 30 Jahre überlebt. Bei dem, was er speichert in seinen Höcker, wird er auch einen Atomkrieg überleben. Aber wir haben hier, der Danny will mal Kamelurin trinken. Der will wissen, ob das gut ist. Ja, muss er den Arzt anschreiben, ne? Dann kriegt er da eine gute Empfehlung, ne? Der probiert das, glaub mir. Ich mach ein Video, so eins, Skala 1 bis 10, wie das schmeckt. Irgendwann bringt er das, ehrlich, der macht noch Kochvideos raus. Aber Bruder Amir, hat der anders ihm was gesagt? Hat er ihm was Wichtiges gefragt oder hat er nur geschwiegen? Ja, ich hab den gefragt, wegen 4 Euro, meinst du, du Gauner? Hat er gesagt, ja. Das haben wir damals gemacht, ne? Ja, hat er da zugegeben, ne? Da sagt er, ja, wir haben das aber für Sachen investiert. Meinst du, ach so, ihr könnt also nicht sozusagen, hab ich dann gedacht, ihr könnt also nicht zusammen irgendwie was schmeißen, da musst du Geld für Fragen nehmen, ne? Ja, klar, natürlich. Aber wehe, wenn ich das mache, wenn Ex-Muslim das macht, da siehst du, wie alle Muslime auf einmal Videos drehen und sagen, guckt euch den Amir an. Der nimmt Geld für eine Frage, aber wenn es anders ist, dann bleibt das in der Familie und wird unter den Teppich gekehrt. Wahnsinn, ne? Ja, der Satan greift ja nicht den Satan an. So sieht das aus. Leute, ich komme gleich nochmal rein, weil ich bin im Restaurant, das ist sonst zu laut. Okay, ciao. Okay. Ciao. Ah, das ist schon heftig, ne? Und was war mit Manuelsen? Wie ging das eigentlich weiter, wo er gesagt hat, so, ich will jetzt nicht mehr, Armee weg jetzt? Und wo er gesagt hat, lass mal darüber reden. Ja, es ging um diese, der meinte am Tag des Jüngstgerichts, lass uns lieber über den Tag des Jüngstgerichts reden. Da habe ich den direkt gefragt, ja, wer ist denn der Richter am Tage des Jüngstgerichts? Und dann hat er auf einmal kurz gestottert, hat er gesagt, okay, mit dir rede ich nicht mehr. Ja, der Manuel hat ja wirklich null Ahnung von Islam. Ja. Und wie war Islam? Ich habe den ja auch schon mal widerlegt. Wie war der so? Islam war auch sehr, sehr nervös. Ne? Also ich glaube, alle von denen waren so ein bisschen nervös. Ne? Sehr, sehr nervös. Ja. Yeah. Der Isan kannte mich damals nicht, ne? Ist ja klar, wer bin ich ja? Und dann habe ich eine Frage gestellt und dann war er richtig nervös und dann war vorbei. Ich habe das sogar gepostet, da war er mundtot, weil er selber dann zugegeben hat, ja okay, keine Prophezeit halt Koran, Mohammed und so weiter. Die geben das dann am Ende zu, wenn man aber drauf pocht, ne? Halbe Stunde hat er gebraucht, meine Frage zu beantworten. Ja. Isams Stimme hat mega gezippert. Ja, heftig. Gottes Segen euch allen. Ja, Gottes Segen. Bruder Ami, ich wollte nur sagen, der Manuelsen heute Morgen hat einen Stream gemacht. Ich weiß, habe ich gesehen.
Mit Ölmen hat er auch geredet. Nee, nicht mit Ölmen. Ohne Ölmen. Der hat alleine einen Stream gemacht. Allein heute Morgen war das. So Mittagszeit. Ja. Ja. Da hat er live gesagt, so, weil ich gesagt habe, Ex-Muslim hatte ich widerlegt. Da hat er gesagt, so, lass mich in Ruhe mit diesen Ex-Muslim. Lass mich in Ruhe. Der hat keinen Bock mehr auf dich. Lass mich in Ruhe mit Tyrannosaurus Rex-Muslim. Aber wisst ihr, was legendär war? Wisst ihr, was echt legendär war? Ganz am Ende, ich bin ja da noch drin geblieben, ist Isan Bayans Gesicht eingefroren in so einer unkomfortablen Position. Dann ist der andere eingefroren, dann der andere und dann war nur noch rechts dieser eine komische Typ und hat die ganze Zeit gesagt, ist hier jemand noch im Stream? Weißt du, weil alle zeitgleich irgendwie eingefroren waren. Und der Typ redet so die ganze Zeit quasi alleine mit sich selber. Ist hier noch jemand? Hallo? Ja, das war echt lustig. Ey. Ja, der Isam, der ist einer, wo ich bei denen live war einmal, ne? Das war ja etwas her. Und da hat er immer sein PC angemacht. Ist so, musst du jetzt googeln für Bibi, wie du sprichst du eben, was du da für deine Antwort. Der googelt das und ich denke so, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und dann habe ich ihm drauf geantwortet und da habe ich gemerkt, nicht mal er. Die haben alle keine Ahnung, alle gleich. Er hat doch vor Gericht verloren. Shalom. Kuchen-TV. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, euch auch. Wie kann ich dir helfen? Oder wie können wir dir helfen? Ich habe mitbekommen, also ich habe irgendwie gesehen, es war wer auf TikTok live und hat angeblich über die erste Frau Adams gesprochen, dass die Lilith angeblich heißt. Ich habe mir jetzt gedacht, ich frage euch, vielleicht weiß Reza oder du irgendwas darüber, stimmt das oder ist das... Nein, Lilith ist in der mystischen Geheimschrift der Juden, die sogenannte Kabbalah, wird sie dort so beschrieben. Und wir wissen ja, dass die Kabbalah nichts anderes ist als ein Hexenwerk. Ja? Die ganze Elite, die sind alle Kabbalisten. Okay, und das ist das Dämonische. Ja, genau. Das hat also nichts mit unserem Glauben zu tun. Nein. Das ist nicht biblisch. Nicht biblisch. Genau. Okay, und verstehe. Deswegen muss man von sowas immer sich in Acht nehmen. Ne? Die Juden sind halt darauf reingefallen mit diesem jüdischen Mystizismus, Kabbalah und die jüdische Geheimschrift, Geheimlehre vom Baum des Lebens etc. Das ist alles esoterischer Satanszeugs. Worauf aber viele Juden, vor allen Dingen die sogenannten Chassidim, die Ultraorthodoxen, da hatte Satan die richtig mit diesem Kabbalah richtig im Griff. Ja, sein Argument war halt von dem Typ, also wo ich das Video gesehen habe, dass eben ja Eva aus der Rippe stammt von Adam. Ja. Und dass Gott aber davor gesagt hat, er hat die Menschen gemacht und also in Mehrzahl geredet. Dass er aus, sozusagen aus Erde die Menschen und nicht den Mensch gemacht hat. Und irgendwie war das sein Argument, aber ja, ich habe mir gedacht, ich gehe da nicht weiter drauf ein, ich frage euch. Ich weiß, da hat der Reza mehr Wissen dazu und der Amir auch. Ja, genau. Also Lilith ist nichts anderes als ein Dämon. Also es ist eigentlich nicht eine andere Bezeichnung, zum Beispiel für Ishtar oder Ashtor oder Ashtoret. Das war halt so eine Göttin, die auch verehrt wurde in den antiken Völkern. Das ist aber eigentlich ein Dämon, ja, der eben durch Opfer Verehrung angenommen hat. Durch Menschenopfer. Ja. Okay, liebe Brüder, dann sage ich mal vielen Dank für eure Zeit. Wünsche euch noch einen gesegneten Livestream und ja, vielleicht hören wir uns ja noch später oder so. Ja, alles klar. Das ist gut. Danke euch. Ciao. Ja, ciao. Amir, eine Frage noch. Dieser Hamdi sich dann noch mit allen da im Stream gestritten hat. Das hatten wir auch irgendwie erzählt. Der ja später hochkam. Der hört dich nicht. Ex. Ja. Das Hamdi sich nachher noch mit allen da im Stream gestritten hat. Ja, haben die oder haben die nicht? Haben die oder Flick. Haben die nicht? Haben die Flick. Der Name anhört, wenn man den schnell sagt, ne? Haben die oder haben die nicht? Oder haben die doch?
Aber heftig, ne? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur im Chat gelesen, dass der da irgendwie eskaliert ist und sich dann noch mit den ganzen anderen da im Stream gestritten hat. Mein Gott. Na gut, ich mache mal wieder Platz, aber gestern war echt hardcore. Das war echt hardcore, die Gesichter alleine zu sehen. Der Dr. Scheer, der läuft einfach überall entlang, 1000 Millionen Autos hier. Du musst dir vorstellen, wie vielen Menschen Manuelsen NRW-Verbot gegeben hat. Kaum bist du reingekommen, sagt er, guckt er so und sagt, oh mein Gott. Der ist der Meister der NRW-Verbote, ne? Ja. Der ist der Pate von NRW, ne? Das ist heftig. Aber wie Kau hat er dein Gesicht gesehen, wie er vor dir fliehen wollte. Wer? Kaum hat er dein Gesicht gesehen, wie er aus fliehen wollte, gar nicht mehr sprechen wollte. Ja, weil der Manu, der kennt sich ja auch nicht aus. Der Manu, der muss sich erstmal selber hinsetzen und sich mit seiner Religion erstmal beschäftigen. Der ist ja jetzt Schiite geworden und ja, er muss jetzt erstmal mit seinen schiitischen Glauben da auseinandersetzen. Das kann doch nicht sein. Dass die Diana glauben, dass alles durch Ali entstanden ist. Und dass Ali über der Schöpfung steht und so. Das ist Wahnsinn. Hast du den einen Schier gehört, wie der heute geredet hat? Ja, heftig. Heftig. Also so eine, die wollen so alle sein wie Jesus Christus, ne? Der über der Schöpfung steht, der weitaus über den Engeln ist. Verstehst du? Ja, aber die wollen alle so, sein, ne? Wie Jesus. Ja, das ist das Problem. Alle wollen so Erlöser und Erlöserfiguren darstellen und die Anbetung und die Verehrung der Menschen auf sich ziehen. Genau, so sieht's aus. Aber jede Verehrung und Anbetung gebührt dem Sohn Gottes. Ja, Moment. Oder diesen Bit. Okay, Toni, der macht so ein Yoga. Danke, Gott segne dich auch. Oder Reza, weißt du, dass ich gemerkt habe, dass Zeugen Jehovas richtig viele in TikTok unterwegs sind, ne? Glaube ich sogar welche, habe ich angeschrieben, solche Unitarier auch noch nebenbei, ne? Ja. Und schreibe mich dann so an, so, Jesus ist nicht Gott und so weiter, dies, das. Oder die wollen Werbung machen für ihre ganze Zeugen Jehovas-Zeug zum Beispiel. Also ich habe noch nie hier welche Kinder. Die machen das heimlich, und die gehen nicht in die machen heimlich. Also ich habe noch nie hier einen Unitarier bei mir, also ich habe noch nie im Stream einen Unitarier gesagt oder Zeugen Jehova, noch nie. Ich glaube, die kennen mich, die wissen, dass bei mir nichts zu holen ist. Ja, bei mir kommen die sogar in meinen Kommentaren, ich sperre die dann einfach, weil die sogar meine Videos kommentieren. Ja, die muss man direkt blockieren, ne? Mayo, das ist ja völliger Quatsch, was erzählt man hier, Jesus ist nicht Gott, der hat debattiert in meinem Kommentarfeld mit anderen Geschwistern, dass Jesus nicht Gott ist, das kannst du niemandem geben. Ja. Was ist denn jetzt, Amir, wenn jetzt jemand sich anscheinend bekehrt hat und sagt, ich glaube an Jesus und der glaubt auch an die Trinität, aber dann irgendwann mal fällt er ab und glaubt nur noch, dass der Vater Gott ist. Ist er dann abgefallen oder kann er noch wieder zurück? Er glaubt nur, dass dann auf einmal der Vater Gott ist. Ja. Da war er teilhaftig des Heiligen Geistes, hat geschmeckt und ist abgefallen, ne? Ja, also ja. Das, so sieht's aus. Ja. Wenn ja, er auch abfällt in einer falschen Lehre. Genau, der hat ein wenig erkannt und hat sich dann verführen lassen, ne? Ja. Ja, und wenn er partout nicht begreifen will und so fest verharrt, da ist alles Hopfen und Malz verloren, ne? Ja, genau, das meinte ich ja. Also, wenn man in eine falsche Lehre abfällt und immer noch sagt, Jesus. Also, Abfall ist Abfall. Ob du ganz weggehst vom Herrn Jesus oder in die falsche Lehre kommst. Abfall ist Abfall, ne? Da bist du abgefallen. Und da auf diese Dinge müssen die Leute achten. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, erlaubt der Herr Jesus ja nicht, dass du abfällst und seine Gottheit leugnest. Ja, ja, wo das Leser, weißt du, wo das drin steht? Bitte? Weißt du, wo das so drin steht? Hebräer Kapitel 10, Vers 28, also 27, 28, 29. Ja, genau. Hebräer 10 ist halt die Parallelstelle, ne, zu Hebräer 6. Genau. Heftig, ne? Wie das beschrieben wird, Bruder. Da steht sogar drin, ne? Damals hat man die Todesstrafe bekommen, ne, in alten Bundes. Ja, und was ist denn schlimmer als der Tod? Weil wir die Gnade des Herrn Jesus verworfen haben. Der wird schlimmer behandelt als der Tod. Ja, was passiert denn da? Was ist denn schlimmer als Tod? Die Hölle, ja, genau. Katos Silversurfer auch angefallen.
Katholischer Silversurfer. Ja, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an irgendjemanden, den ich so genannt habe. Ich weiß es nicht. Katholisches Silversurfer. Ach so, ja. Ist das so ein Typ, der vorher... Ja, da war was. Ich erinnere mich. Der hat irgendwas gesagt. Der war einer wie wir und dann ist er abgefallen. Ja, ich glaube schon, ja. Wenn er in eine falsche... Ich kann kein falsches sagen, aber wenn das stimmt, dann ja. Ja, weil der Herr Jesus in Matthäus 10, 28 ganz klar ist in seinen Worten. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, er erlaubt auch nicht, dass du in eine falsche Lehre hineinkommst. Du kannst als Wiedergeborener in eine falsche Gemeinde reingehen, ein Gebäude, wo die sich treffen. Aber das hat keinen Einfluss auf deinen Geist, weil du ja versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Früher oder später gehst du auch wieder raus. Aber wenn du nicht versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dann fällst du in eine falsche Lehre ein. Und der Herr Jesus, der hält dich nicht, weil du nicht sein Schaf bist. Du gehörst nicht zu denjenigen, wo der Herr Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, da steht in Johannes 10, Vers 27, 28. Niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen und von meinem Vater auch nicht. Denn was ich und der Vater sind eins. Hast du gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen? Ich höre nichts. Nochmal, Bruder? Niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen, hast du gesagt? Niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen, hat der Jesus gesagt. Ja, der Bruder bei Bruder Paulus ist alles immer superlativ. Einfach reißen reicht ihm nicht. Das ist schon mehr als reißen. Dieses Zerreißen ist ein bisschen heftiger. Ach so. Als reißen. Der will ja reißen. Ja, dem ist das alles nicht heftig genug. Ja. Hier, Lizard, der Summit will mit dir reden, Lizard. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Samet. Guten Tag. Wie geht's euch? Danke dem Herrn Jesus gut. Ich hoffe dir auch. Alhamdulillah. Sehr schön. Sehr schön. Also, ich habe schon hier. Einen Moment, ganz kurz. So, okay. Also, Reza, du bist der Bruder von Amir. Also, leiblicher. Ja, leider. Leider? Ja. Und dein Gedankengut ist genau wie von Amir? Ja, der wahrscheinlich denkt er dasselbe. Ehrlich? Also und auch. Ja, ich bin nur ein bisschen hübscher und schlauer und reicher als er, aber sonst sind wir fast gleich, beide. Machst du dich auch lustig über andere Religionen? Nee. Ja, das macht der Amir zum Beispiel. Das wollte ich deswegen, weißt du? Nee, der macht sich nicht lustig. Der zitiert nur den Islam. Der macht sich lustig. Wenn du das lustig findest, ja, dann ist das natürlich, dann findest du das lustig, die Sachen von Islam. Ja, nein. Er macht aber er zitiert nur. Er zitiert nur und du findest natürlich die Sachen lustig. Ach so, und Lieder über Kamelurin und so, das ist nicht ja. Lustig machen? Ja, aber Mohammed hat ja gesagt, ihr müsst Kamelurin trinken, damit es euch gut geht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Er hat nicht gesagt, trink Kamelurin. Doch, hat er gesagt. Nein, nein. Authentischen Hadith. Es ist ein Hadith, dass man Kamelmilch mit einem Schuss Kamelurin. Ja. Das ist wie ein Medikament wirkt, aber nicht Kamelurin. Ja. Genau, Medikament. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, in der Bibel steht, nimm ein bisschen Milch mit ein bisschen Hasen oder Rabenkacke. Stimmt nicht. Nein, aber das ist dasselbe. Das ist Volksglaube. Solche Sachen haben im Mittelalter in Deutschland auch gesagt. Das dasselbe sein, sag mal bitte. Samet, solche also, Sachen mit nimm ein bisschen Kamelurin oder nimm Rabenkacke oder das ist Volksglaube, Aberglaube. Nee, das ist kein Aberglaube. Das gibt's doch nicht. Im Mittelalter in Deutschland haben die Leute gesagt, du musst Spinnenbeine nehmen, reintun und dann wird sie besser gehen. Das ist Volksglaube, Aberglaube. Aber warte mal ganz kurz, warum ist das denn wissenschaftlich bewiesen, das Kamelurin? Wo denn? Wo wird es da wissenschaftlich bewiesen? Wo? Google jetzt. Nein, nicht Google, gib mir eine Quelle. Gib mir eine Quelle. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen. Google jetzt, schreib ja, mal. Ich habe eine Großbritannien-Studie, das wissenschaftlich sogar beweist, dass es keine Wirkung, nichts hat. Warte mal ganz kurz. Nee, achso, diese Studie lehnst du ab, wenn ich dir sogar eine Großbritannien-Studie geben kann. Google jetzt sofort Kamelurin. Ich habe eine Studie von Großbritannien, die beweist,
das geschrieben steht, ja, mit den ganzen Tests, dass Camelurin keine Wirkung, nichts hat. Also, ja, na klar. Das ist einfach nur Pipi. Zeig mir jetzt die Quelle, wo das draufsteht. Du willst mir jetzt helfen, ja? Großbritannien-Studie, kann ich dir jetzt geben. Einen Moment, bitte. Warte, gebe ich dir sofort. Guck mal, ich kann dir was geben. Warum kannst du mir nichts geben? Gib mir du, jetzt gib du mir eine Quelle, dass Camelurin deine ganze, was weiß ich, Krankheiten heilt, außer Tod. Dann will ich mal sehen, dass Camelurin Krebs heilt. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Ein Moment, ich meine gerade bei einer Patientin. Ganz kurz. Patient? Ja. Achso, wir haben einen Arzt auch noch. Boah, das wird interessant. Ja. Gib mir dein Ohren, ich gebe dir. Wenn der Arzt ist, meine ich. Haben wir einen Arzt, der glaubt, man muss Schuss Kamelurin reintun, damit man gesund wird. Ey, das ist so hart, ne? Das ist so hart. Also Leute, alle zu ihm hin, ne? Damit ihr gesund werdet. Er muss nur sagen, wo seine Praxis ist. Wir haben den Arzt, der Camelurin verschreibt. Ja, wenn er wirklich glauben würde, dann würde das verschreiben. Der würde dann sagen, nein, diese Medikamente von hier, von dieser Kuffarstadt, das ist Schrott. Ihr müsst Camelurin. Dann wollen wir mal gucken, wie lange der noch Arzt bleibt. Aber der versteckt seinen Glauben. Der verkauft seinen Glauben, damit er hier ein schönes Leben haben kann. Hier, das die Quelle, so. Die Quelle. EMC PubMed Central hat eine Studie gemacht, dass Camelurin keine Wirkung hat. Nichts. Hier, ja, ich lese vor. Camelurin wird seit langem als mögliche Krebsbehandlung untersucht, aber detaillierte Studien mit aussagekräftigen Statistik über seine tatsächliche Wirksamkeit und Wirkung auf die menschliche Gesundheit sind kaum vorhanden. Hier, ich habe echte Studien. Guck mal, dann sage ich noch was, ja? Ja, ich kann eine Quelle nennen. Warum kannst du mir keine Quelle nennen? Vom PubMed Central. Oder PubMed Central wird, glaube ich, so ausgesprochen. Ja, was ist los? Warum habe ich unzählige Studien und du nichts? Woran liegt das? Was macht er jetzt schon wieder? Ja, wie der Camelurin kurz verschreiben bei die andere Patientin. Ach so, ja, unter der Hand. Ja, genau. Ein bisschen verdienen muss man ja. Da muss ein Fläschchen raus wahrscheinlich. Krasse Zeit, das eigentlich. Der will jetzt sagen, guck mal, ne? Der guckt so links, rechts, wo der so allein im Zimmer ist. Ja. Und dann sagt er so, ich hab hier was, ne? Der hat selber kurz reingepinkelt in dem Moment. Ich hab hier was. Das heilt alles. Eieieiei. Das ist Bruder Riese. Es heilt alles. Wie kann man sowas glauben, ey? Bei Camelurin-Impfung. Hat nicht jeden einer gesagt, Bruder Reza, dass angeblich in ganzen Medikamenten Camelurin benutzt wird? Ohne Spaß, das haben irgendwelche Muslime behauptet, ne? Sogar große Muslime. Heftig. Ja, ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gehört, in keiner Studie, nirgendwo in Zeitung gelesen, nirgendwo. Aber dass eben in viele Sachen auch in Insulin und so weiter, Präparate, Schwein und so weiter drin ist, was die Muslime weltweit auch benutzen, Diabetiker, Muslime, die Probleme haben mit Diabetes, die benutzen das ja, ne? Ja, das dürfen die eigentlich nicht, ne? Weil selbst im Ramadan dürfen die nicht mal Asthma-Spray nutzen. Ja, genau so. Das macht keinen Spaß, ne? Da ist sogar Fasten gebrochen, wenn die das nutzen. Da kannst du niemandem erzählen. Ja, ja. Kannst du niemandem. Du kriegst einen Anfall, ja, ne? Ja, warte, bis Ramadan ist. Bis er vorbei ist, Iftar. Damit bist du Doktor? Nein, ich arbeite im Pflegedienst. Ach so, du pflegst Menschen. Okay, ich hätte mir Sorgen gemacht als Arzt, dass man dich als Arzt auf die Leute zu. Also, wenn du sagst, man muss den Leuten Camelurin geben. Dann hätte ich also, du weißt schon, dass es von Millionen von Millionen muslimische Ärzte gibt, ne? Das weißt du doch, glaube ich, hoffentlich. Oder? Ja, aber Gott sei Dank nehmen die Sachen von Islam nicht ernst. Sonst hätten wir hier Zulassungsproblem. Dass jeder von Millionen muslimischen Ärzten, ich glaube, Ahnung als euch beiden da zusammen hat, ne? Ich habe dir eine Studie gegeben, dass Camelurin keine Wirkung hat. Mehrere Studien vom Papst. Du liest mir einfach irgendwas vor. Der Amir,
der Arme zeigt mir noch wenigstens Quellen. Ne? Nee, ich schieb mir noch eine Quelle. Bist du irgendwie wieder neben oder bist du... Aber du liest mir irgendwas vor. Mach einen Screenshot und zeig mir das. Ist der mit seinem Leben oder so? Hey, hey, Summit, nicht so laut. Das kann nicht wahr sein. Ich schreie, weil ich im Auto bin. Ich denke, ihr hört mich deswegen. Im Auto? Ich dachte, der fliegt Patienten. Also, im Auto die fliegt er die oder wie? Wenn man im Pflegedienst arbeitet? Summit, was ist denn passiert? Ja, es geht hier um ein Thema, weil du ja ein Lied gesungen hast vom Lied Kamelurin, ne? Noch ein Schluck von Kamelurin. Wow, wie lustig. Ich habe gar nicht gelacht. Und den goldenen Schoß, Kamelurin. Ich habe das überhaupt gar nicht gelacht. Wie gesagt, ihr könnt ja lachen, ne? Ist ja kein Problem. So, im Endeffekt mache ich mich nicht über eure Religion lustig. Ich respektiere eure Religion. Aber was ich nur damit sagen möchte. Wie bitte? Dein Gott, Allah, respektiert doch gar nicht unseren Glauben. Nein, stimmt nicht. Ja doch, Allah sagt in Sure 4, 47, Samet, auf, wir rumzujaulen. Allah sagt in Sure 4, Vers 47, dass, wenn wir nicht an sein Buch glauben, er unsere Gesichter in unsere Hintern reintut. Allahu alam, aber damit ist nicht, damit ist schon mal das stimmt nicht, aber Allahu alam. Er kann sagen, was er will, wenn ich nicht das weiß, dann sage ich Allahu alam und bin hinaus. Wie? Ja, warum sagst du vorher, stimmt nicht? Weil ich meine, da weiß ich das. Da weiß ich das. Ja, er sagt, ich bin dazu gezwungen. Kann ich mich da ausreden lassen hier? Armin hat gerade gesagt, ich bin dazu gezwungen, dass ich eure Religion nicht respektieren darf. Wer sagt das? Das stimmt nicht. Ja, aber warum? Ganz kurz, Leute, lasst doch mal kurz aussprechen. Ich rede mal einen Satz, direkt redet dazwischen. Ja, sonst würden wir doch längst in Schweden, die Muslime in Schweden, wo jetzt gerade richtig Rambazamba ist, wo gerade wirklich der Koran auf offener Straße verbrennt wird, sonst würden doch die Muslime in Schweden die Bibel verbrennen vor allen Augen. Bitte, hört auf damit. Ja, die meinen das woanders, ist nicht in Schweden. Obwohl, die machen das auch. Und Muslime, die nicht... Samet, ein Gelehrter der Al-Azhar-Universität sagt, dass du die Tora und die Seiten der Tora und des Evangeliums rausreißen kannst und als Toilettenpapier benutzen darfst. Stimmt nicht. Also, ich glaube nicht dran, tut mir leid. Ich glaube nicht dran, weil das ist nicht vereinbar mit das, was im Koran draufsteht. Tut mir leid. Ja doch, die Muslime gehen davon aus, dass die Bibel verfälscht ist, deswegen. Samet, der kann doch eine von diesen Millionen Ärzte, die in Islam zu bieten hat, diese Millionen muslimische Ärzte, die können doch einmal diese Kamelurin nehmen und dann damit den Nobelpreis holen. Warum machen die das nicht? Warum denn? Das wäre doch die erste Möglichkeit für einen islamischen Wissenschaftler, überhaupt einen Nobelpreis zu holen. Ja, guck mal, ihr lacht über sowas, ne? Ich meine das jetzt ernst. Ja, Reza, ich weiß, was du meinst, wenn du das wirklich ernst gemeint hast, ne? Ja. Aber guck mal. Warum machen die das nicht? Wenn ihr über sowas lacht, dann frage ich mich. Medizin-Nobelpreis. Glaubt ihr dran? Jetzt guck mal, das hat eigentlich nichts mehr mit Glauben zu tun auch. Aber weil das auch im Islam, weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam das auch vorher gesagt hat, frage ich euch jetzt und danach möchte ich eure Antwort haben. Was sagt ihr zu der Theorie, dass wenn eine Fliege zum Beispiel ein Glas Wasser hat, ne? Und die Fliege auf dem Glas Wasser hängen geblieben ist. Glaubt ihr dran, dass man die Fliege komplett drauf pumpen muss, weil auf einer Flügelseite von der Fliege die Bakterien ist, also die Krankheit, und auf der anderen Seite das Antibiotika? Ja, wie unsinnig ist das? Will ich denn da gar nicht da rein? Damit ich überhaupt nicht eine Bakterie von der rechten Flügel da rein haben will, um dann das wieder auszugleichen mit dem anderen. Und wie unsinnig ist das? Genau, und das die Wissenschaft von heute, es gibt jede Wissenschaft, jede Theorie, die dazu gegeben wurde, jede Studie. Das ist so, als wenn du sagst, da ist ein Elefant, auf seine linke Arbacke ist dann die Kacke und auf seine rechte Arbacke ist so eine Spraydose. Damit du das wegmachst, du musst das so küssen. Damit du diese Spraydose bekommst, damit du das wegtun kannst von deinem Mund. Warum soll ich denn das küssen, diese Arbacke von dem Elefanten? Damit ich die Spraydose benutzen muss. Guck mal. Sag, das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Du willst uns also diese Fliege als wissenschaftliches Errungenschaft verkaufen? Warum macht die mich jetzt dumm? Ja, du redest ja die ganze Zeit rein. Lass doch meinen Bruder auch mal reden. Lass doch zusammen eine Konversation.
Was, wie wäre das, mein lieber Samet, wenn du die Fliege gar nicht in da reintupfen würdest, damit du nicht diese Bakterien auf seine Flügel nicht da reinkriegst? Ich rede doch davon, dass wenn es passieren sollte, es passiert doch manchmal, dass einfach mal so aus der Seele Fliege in dein Getränk reingeht. Kann ja passieren. Ja, dann ist er ja schon drin. Da sind ja seine Flügel schon beide drin gewesen. Ja, man soll die aber komplett da drauf tunken. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Lies mir! Jo, gib mir eine Quelle. Ey, das ist nicht normal. Nee, gib mir eine Quelle damit. Quelle. Lacht, aber egal. Das kann nicht wahr sein. Gib doch eine Quelle. Heftig, das ist heftig. Samet, Samet, siehst du nicht, was der Islam mit deinem Gehirn gemacht hat? Samet, jetzt mal im Ernst. Siehst du nicht, dass der deinen kritischen Verstand ausgeschaltet hat mit solchen Sachen? Guck mal, der Islam hat mich sehr weit gebracht. Wo denn? Dass du sagst, diese Fliege, rechte Flügel ist da schlimme Sachen drauf, linke Flügel ist die Heilung dafür. Wisst ihr, wie weit der Islam mich gebracht hat? Dass ich nicht so wie ihr auf live gehen muss und versuchen muss, ein paar Menschen reinzubringen. Brauche ich nicht. Weißt du warum? Der Islam wird von selber groß. Alles klar, danke schön, Samet. Mit Kamelurin wird er sehr groß, hast du recht. Danke dir. Ich verstehe diese Sache, Armee, bis heute nicht mit diesem rechten Flügel, linke Flügel. Nee, das tupft das doch rein, sagt er. Ja, aber wenn er doch reingefallen ist, dann ist das schon drin, diese Heilung. Riesen Schwindel, ne? Du hast, wie du schon gesagt hast, sein kritisches Denken wird ausgeschaltet. Wie unsinnig ist das? Leute, wir haben gleich die 300.000 geschafft. Komm, die 1 Million knacken wir heute. Nein. Ey, Bruder Amir, guck dir das mal an. Warte, das muss ich jetzt eigentlich ja gerade von der Schwester ein Bild bekommen. Warte. Von der Schwester Eva. Von Schwester Eva. Ja, Schwester Eva hat mir ein Bild geschickt. Könnt ihr das sehen? Fliege landet auf Essen, ja. So gefährlich ist das. Genau das Gegenteil ist nämlich die Frage. Du musst das rausholen. Du darfst das nicht mehr essen, weil da so schlimme Bakterien drauf sind. Ja, der Mohammed war ja unter schwarzer Magie. Deswegen hat er diese ganzen Sachen gesagt. Ja, das ist das. Guck mal, was der Mohammed nicht gesagt hat. Der hat solche krassen Dinge gesagt, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Guckt euch das bitte an. Warte ganz kurz. Kannst dich wieder klein machen. Ja, ich zeige euch das jetzt. Das ist so krass. Bruder Amir, hängt dein Stream oder so? Weil manchmal höre ich dich nicht. Nein. Warte, ich komme mal rein und raus. Kommen irgendwelche Nebengeräusche bei dem, wenn er redet. So zusätzlich. Ja, ach so, hörst du das also auch? Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich dachte, das wäre bei mir die ganze Zeit. Ich mache Internet an und aus die ganze Zeit schon. Bei dem schon seit ein paar Tagen. Hört ihr mich? Also ich höre dich. Hört ihr mich? Ja, man hört dich. Aber gerade die ganze Zeit schon Stream war einmal weg. Da Nebengeräusche. Das ist eine Fliegenlande. Mein kleiner Neffe. Der ist nur Terror am Machen, der Kleine. Mama, der sagt schon Mama. Hier, pass mal auf. Guckt euch bitte die Aussagen von, was Bukhari uns übermittelt über Mohammed, was er sagt. Guckt euch das bitte an, das ist so krass. Warte. Was ist das denn?
Hier, alle tippen, Liebe. Alle tippen. Genau, mit Tippen unterstützt ihr den ganzen Stream. Alle tippen. 1, 2, 3, ab jetzt. Alle tippen, die 400.000 knacken wir locker. Komisch, wird hier nicht mehr angezeigt. Alle tippen, ihr könnt ruhig, du kannst ruhig irgendwas sagen, bis ich das. Achso, ja, okay. Ich habe ganze Zeit gewartet. Ja, meine Lieben, ich will euch was verkündigen. An die ganzen Muslime, die hier drin sind. Guck mal, ihr wisst nicht, wo ihr hingeht. Ist das nicht traurig, dass ihr immer sagen müsst, Inshallah? Das ist doch richtig traurig, dass ihr zittern müsst bis zum letzten Atemzug und ihr gar nicht wisst, ob ihr im Paradies geht oder in der Hölle. Selbst Mohammed hat es sogar bezeugt, Sure 46, dass er nicht mal weiß, wo er hingeht und wo er kommt. Das ist doch Katastrophe. Meine lieben Muslime, wir wiedergeborene Christen wissen, wo wir hingehen und wo wir herkommen. Dank den Herrn Jesus Christus, der unsere ganze Sünden hinweggenommen hat, weil wir an ihn glauben und nachfolgen. Das ist sehr wichtig, Glauben und Nachfolgen. Aber euer Gott, euer sogenannter Gott, er möchte doch die Hölle mit den ganzen Menschen füllen. Das ist sogar sein Ziel. Der steht in Sure 15, Vers 111, war das, glaube ich. Oder wo da haben wir in Sure 15, 111? Sure 11, Vers 119. Ja, Sure 11, Vers 119, genau. Und das ist Katastrophe. Er will die Menschen und die Dschins mit der Hölle füllen. Das ist sein Ziel, seine Eigenschaft, da alle reinzutun. Und er ergötzt sich darauf. Was ein Gott ist das, meine lieben Muslime? Hand aufs Herz, was ein Gott ist das? Oder die Eigenschaften, ne, von Shaitan hat doch Allah. Ne, in Sure 5 lesen wir das, ja. Vers 42 wissen wir es. Wissen wir ja, dass Allah ja sagt, dass er Hass und Zwietracht und Feindschaft zwischen den Menschen machen möchte. Danke. Guck mal hier, ich hab's gefunden. Guck mal, einige Aussagen von Mohammed. Mohammed demütigt den Geist, also den Satan, indem er ihn mit bloßen Händen wirkt. Abu Huraira berichtete, der Prophet sprach einst das Gebet und sagte, Satan trat vor mich und versuchte mein Gebet zu unterbrechen. Aber Allah gab mir die Oberhand über ihn und ich wirkte ihn. Zweifellos dachte ich daran, ihn zu fesseln, eine der Säulen der Moschee, bis du morgens aufstehst und ihn siehst. Dann erinnerte ich mich an die Aussage des Propheten Salomo, mein Herr schenke mir ein Königreich, wie es keinem anderen nach mir gehören wird. Dann ließ ihn Satan mit gesenktem Kopf gedemütigt zurückkehren. Guck mal hier, weiter sehen wir, Fieber entsteht durch die Hitze der Hölle. Guck mal, was Mohammed da sagt. Der Prophet sagte, Fieber kommt von der Hitze der Hölle, also lindere das Fieber mit Wasser. Das Fieber kommt aus der Hölle, von der Hitze der Hölle. Sahih Bukhari, Band 7, Buch 71, Hadith 621. Heftig. Woher kommt dann die Hitze von Sauna? Von Stein. Böse Perücken, Risa. Abdullah bin Masud berichtete, der Apostel Allahs hat die Frau verflucht, die falsches Haar trägt. Also so 1 Milliarde Muslimas, die sich Extensions reinmachen, Risa. Alle sind bei Allah verflucht. Sahih Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 409. Ja, das muss man sich, Bruder Pavlos, vielleicht mal alles aufnehmen, ne? Weil es eine Muslima hochkommt da auch in einem Stream. Ja, ich habe immer von Sahih Bukhari, dass wenn die schon ihre Gesichtsbehaarung, beispielsweise Augenbrauen zupfen, sind die von Allah und Mohammed verflucht. Dann sage ich immer, wo ist deine Monobraue, damit du Allah stolz machst. Ja, aber das andere, Bruder Amir, sag doch mal diesen anderen Hadith. Welchen denn? Das mit dem Extension. Extension. Also geh mal ins Wohnzimmer, Lisa. Hier. Abdullah bin Masud berichtete, der Apostel Allahs hat die Frau verflucht, die falsches Haar trägt. Also entweder so eine Perücke oder so Extensions und sowas. Ja. Das ist in Sahih Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 409. Band 6, Buch 60, Hadith 409. So, warte, Screenshot ab jetzt. Will ich mir dann heute noch mal rausholen. Das andere mit der Zeile Buchhalte war irgendwas mit 5-4, habe ich so noch im Kopf. Habe ich mal aufgeschrieben.
Guck mal, wie bösartig der Mohammed, der lernt eine Frau kennen und dann sieht auf einmal, dass sie alt ist und lässt sich sofort von ihr scheiden. Guck mal hier. Als der Prophet zu ihr ging, stellte er fest, dass sie eine alte Frau war und ließ sich von ihr scheiden. At-Tabari, Band 9, Seite 139. Der hatte sie nicht vorher gesehen, oder was? Das ist heftig. Ja, der hat sie nicht gesehen, der hat sie geheiratet, war bestimmt unter den Nikab. Und dann hat er sie gesehen, hat er gesagt, ach du Heide, geh mal weg, da hat er sich sofort scheiden lassen von der. Sag nochmal den Hadith. At-Tabari, was hast du so gesagt, dann ist manchmal weg. At-Tabari, Band 9, Seite 139. Lazar, guck dir mal diesen Aberglauben an. Sag Nein zu grünen und weißen Gläsern. Aishaibani erzählte, ich hörte Abdullah bin Abu Aufa sagen, das ist so Zwangsstörung, merkt man richtig. Der Prophet verbot die Verwendung grüner Gläser. Ich sagte, sollen wir aus weißen Gläsern trinken? Er sagte nein. Weiße und grüne Gläser bitte nicht. Lazar, Millionen und Abermillionen von Muslimen, die aus weißen Gläsern trinken, aus durchsichtigen Gläsern trinken. Lazar. Ja. Alle gegen Mohammed. Die heben das Glas, um gegen Mohammed zu sein, oder was alle? Prost. Ja, woraus denn soll man denn sonst? Was bleibt denn noch, wenn keine grüne und weiße und so? Soll man aus PET-Flaschen oder was trinken? Fanta. Fanta Mango. Reza, mit Besteck wirst du sündigen, Reza. Salama, die Frau des Propheten, berichtete, der Apostel Allah sagte, wer silberne Utensilien trinkt, benutzt, füllt nur seinen Unterleib mit Höllenfeuer, Reza. Reza, das kann nicht mehr normal sein, Mann. Warte, gib mir diese Quelle, bitte gib mir diese Quelle. Reza, zieh dir das mal bitte, Reza, der Kommentar. Wenn das Tragen von Gold oder Silber im Islam akzeptabel ist, warum sollte es dann ein Problem sein, mit silbernen oder goldenen Utensilien zu essen? Das ist Aberglaube. Natürlich, natürlich. Sahih Bukhari, Band 7, Buch 69, Hadith 538. Warte, so schnell bin ich. Sahih Bukhari, Band 7. Buch 69, Hadith 538. Ja. Lisa, geh doch ins Wohnzimmer, Lisa. Der letzte Hadith, 136. Ich muss mein Kind zum Wohnzimmer schicken. Ich will lieber liegen. Der soll ins Wohnzimmer gehen. Hadith 136. Band 7, Buch 69, Hadith 538. 538 habe ich. Ja, das mit dem Stein und Moses kennt ihr, ne? Dass der Stein die Klamotten von Moses geklaut hat. Ja, ne? Ja, das kenne ich schon, ne? Dann... Hier. Das war heftig. Ein weinender Baum verpasst die Predigten des Propheten. Überliefert von Jabir bin Abdullah, der Prophet stand am Freitag bei einem Baum oder einer Dattelpalme, dann sagte eine Ansari-Frau oder ein Ansari-Mann, Allahs Apostel, sollen wir eine Kanzel für dich bauen? Er antwortete, wenn sie möchten. Also bauten sie eine Kanzel für ihn und als es Freitag war, ging er zur Kanzel, um die Predigt zu halten. Die Dattelpalme weinte wie ein Kind. Der Prophet stieg herab von der Kanzel und umarmte sie, während sie weiter stöhnte wie ein Kind, das zum Schweigen gebracht wird. Der Prophet sagte, es weinte um das Vermisste, was es von religiösen Wissen hörte, das ihm in der Nähe gegeben wurde. Meine Frage ist, hat der Mohammed wirklich diesen Baum weinen gesehen oder ist es genau dasselbe, was er von der schwarzen Magie abbekommen hat, dass er sich das vorgestellt hat, dass dieser Baum geweint hat. So krank. Was meinst du, wie die schwarze Magie gekickt hat bei dem? Absoluter Wahnsinn, ne? Wie gesagt, also diese Dinge wären noch nicht mal so schlimm, wenn diese Gewaltexzesse da nicht wären. Dann würden wir alle sagen, ja okay, dann wollen die dann drin glauben, dann ist das so. Ja. Das ist das Problem, weil sie für solche Sachen eben andere Leute morden. Ja, das ist das Problem. Wahnsinn. Bäume sind Informanten. Ich fragte Masruk, wer hat den Propheten in der Nacht, als sie den Koran hörten, über die Djinn informiert? Er sagte, dein Vater Abdullah hat mir mitgeteilt, dass ein Baum den Propheten über sie informiert hat. Hey Prophet, komm mal her. Ich muss dir das erzählen. Meine Frage ist wieder, hat der sich das eingebildet oder war das wirklich so passiert? Es ist eine gute Frage, ne?
Sahih Bukhari, Band 5, Buch 58, Hadith 199. Band 5, Buch 58, Hadith 199. Das ist krank. Alleine schon, dass der Satan erfolgreich war über Mohammed, um ihn zu besitzen und zu besessen und so weiter. Das ist doch schon vorbei. Das ist doch schon einmal vorbei. Ja. Das widerspricht dem Koran, ne? Sure 15,42 war es, glaube ich. Nee, war das Sure 15,42? Wo so drinnen steht, dass Allah gewiss über meine Diener habt ihr keine Macht, außer wer dir von den Verehrten folgt. Genau. Ja, genau. War das Sure 15,42, Bruder Amir? Bitte? Dieses, gewiss, über meine Diener habt ihr keine Macht, ja, außer wer dir von den Verehrten folgt. Sure 15, Vers 44. 44, ja, okay. 44, ja. Das ist das Gespräch zwischen Allah und Satan in Sure ab 15, Vers 39 bis 44. Ja, Wahnsinn. Ja, der Allah hört gerne das Niesen, aber hasst das Gähnen. Abu Huraira berichtet, der Prophet sagte, Allah hört gerne das Niesen, aber das Gähnen nicht gern. Wenn jemand niest und dann Allah lobt, dann ist es für jeden Muslim, der ihnen zuhört, Pflicht zu sagen, möge Allah dir gnädig sein. Yarhamuka illa. Aber was das Gähnen betrifft, es kommt von Satan. Also muss man sein Bestes geben, um es zu stoppen. Denn wenn man beim Gähnen Ha sagt, wird Satan ihn auslachen. Also wenn ich so mache, dann muss ich das so voll verbergen, weil der Satan sagt, guck mal, Dr. Sheikh, der ist am Gähnen. Ja, und was ist ja und? Ja, ich gähne und jetzt? Ja, was ist denn das krank, ey, ist das krank. Das ist so, als wenn Allah sagt, Blinzeln kommt von Satan. Halt dein Blinzeln so weit wie möglich entfernt. Ja, genau, der Sound von Naseputzen gefällt Allah, aber das Blinzeln ist von Satan. Was ist das denn? Das sind physiologische Vorgänge im Körper. Das ist also alles nur, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, aber der Mohammed sagt immer dreimal Assalamu alaikum, wenn der irgendwo eintreten möchte, ne? Ja, alles dreimal, ne? Immer diese drei. Alles dreimal. Links spucken zum Schutz vor bösen Träumen. Abu Qatada berichtete, der Prophet sagte, ein guter Traum, der wahr wird, kommt von Allah und ein schlechter Traum kommt von Satan. Wenn also jemand von euch einen schlechten Traum sieht, sollte er Zuflucht bei Allah vor Satan suchen und auf ihn spucken. Verlassen, denn der böse Traum wird ihm nicht schaden. Auf ihn spucken? Ja. Also auf die linke Seite spucken. So auf wie die linke Arbeit, Schulter. Kennst du das ja? Auf die linke Schulter spucken. Das heißt, bei denen ist immer die linke Schulter immer voll nass wahrscheinlich dann. Ne? Ja, das ist so krank. Was ist, wenn die dann nebeneinander sitzen und jeder spuckt den Linken zu seiner Linken an die ganze Zeit? Was ist das? Das ist so verrückt. Oder, also wahrscheinlich nicht richtig spucken, nur so einfach so in den Mund, so diesen Sound machen. Ja, genau. Das ist ein Sound machen, also nicht richtig. Sound machen. Sound of Captain Spuck. Captain Spuck. Die Kunst, mit einem Furz umzugehen. Überliefert, das ist heftig. Das brauchen wir, das braucht die Welt. Überliefert von Ali ibn Talq. Der Prophet Allahs sagte, wenn einer von euch während des Gebets die Luft verliert, also Furz, sollte er sich abwenden, die Waschung durchführen und das Gebet wiederholen. Besser. Das ist aber echt, die machen das wirklich. Luft verliert, wie heftig. Das ist so wie bei Fahrrad, ne? Dann zur Tankstelle gehen, wieder aufblasen da, die Luft. Ja. Hey Mohammed, brauchst du ein Bier? Abu Huraira berichtete, dem Apostel Allahs wurde in der Nacht, in der er auf eine Reise mitgenommen wurde, Al-Miraj, eine Schüssel Milch und eine Schüssel Wein überreicht. Sahih Bukhari, Band 7, Buch 69, Hadith 508. Allah verflucht tätowierte Frauen.
Ibn Masud berichtete, Allah hat jene Frauen verflucht, die sich tätowieren oder es sich selber machen lassen, und jene, die Haare aus ihrem Gesicht entfernen, und jene, die künstlich Lücken zwischen ihre Zähne schaffen, ja, um schön auszusehen. Solche Damen, die die geschaffenen Gesichtszüge verändern, bei Allah. Warum sollte ich dann nicht diejenigen verfluchen, die Allahs Apostel verflucht hat und die auch in Allahs Buch verflucht sind? Sahih Bukhari, Band 7, Buch 72, Hadith 826. Genau, das meinte ich. Und deswegen sage ich immer so, die Frauen dann, ja, warum habt ihr keine Monobraue? Wieso habt ihr so geleckte Augenbrauen? Du weißt, was die sagen, Bruder Reza? Die sagen dann immer so, und ist meine Sünde. Aber laut Islam schon Hölle. Ja, yeah, ist verflucht. Das Allah ist verflucht. Also Sünde laut Islam, ist schon in der Hölle. Ja, natürlich, das schon. Das siehst du auch, dass der Islam eben eine Werksgerechtigkeitsreligion ist. Ja, wenn ja. du Augenbrauen zupfst, dann kommst du in die Hölle und so. So. Stell mal, Bruder, warte, Bruder Reza, warum bist du hier? Ich habe Augenbrauen gezogen. Lesser, ein Baum, der 25,5 Millionen Meilen breit ist, im Himmelreich von Allah. Sa'd bin Sa'd berichtete, der Apostel Allah sagte, im Paradies gibt es einen Baum, der so groß ist, dass ein Reiter 100 Jahre lang in seinem Schatten wandern könnte, ohne ihn überqueren zu können. Sahih Bukhari, Band 8, Buch 76, Hadith 559. Hier ist ein Hinweis, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit eines galoppierenden Pferdes etwa 30 Meilen pro Stunde betragen kann und das islamische Jahr 355 Tage hat, bedeutet dies, dass der Baum 25,56 Millionen Meilen breit sein soll. Das ist etwa die halbe Distanz vom Planeten Erde zum Mars. Reza. Ja gut, aber wenn doch dein Teil so riesig wird von hier bis zum Mond, dann passen diese Dinger wieder alle zusammen. Diese Beschreibung passt dann perfekt, ne? Ja, dann ist halt deine zwei Kugeln da drunter sind so groß wie Uranus oder wie Jupiter. Ja, das sind halt diese Maße und dann passt das alles dazu, ne? Amir, ja, du hast so Bälle so groß wie Jupiter, Amir. Das ist so krass. Einfach Planeteier. Planeteier, also das ist ja. Planeteier. Planeteier. Was? Der war kurz abgehakt. Warum Planeteier? Wie kommt der Star drauf? Das ist so. Das heißt, wenn du zu deinen Hoodies kommst, dann singst du immer dieses Lied. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt dein Eiermann. Klingelingeling, jetzt seid ihr meine Huris alle dran. Alle Mann. Wenn du mit diesen Dingern davor läufst, Amir, mit so Jupiter-großen Dinger. Das ist so heftig. Das Gesicht von den Huris will ich sehen. Ich will das einmal sehen. Die Gesichter dieser Niqab-Huris sehen. Hallo, ich will sehen, wie die reagieren, wenn die Dinger sehen. Hallo. Hallo. Der Iraker. Dein Iraker. Hallo. Mein Iraker? Ich habe keinen Iraker. Mein Iraker. Dein Iraker. Dein Iraker. Ikarus. Dann nicht, der will nicht. Der möchte nicht. Der Samsung ist wieder da, der möchte dir wieder was sagen. Nehmt ihr euch nicht solche Witze? Wir haben keine Witze gemacht. Du musst das unterscheiden. Das war keine Witze, was wir gesagt haben vorhin. Das ist Islam. Samsung. Salam alaikum. Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Gleichfalls. Mit was willst du uns heute bescheren? Mit was für eine Weisheit? Ich muss heute Mittag an die Geschichte mit dem Hund denken. Ich wollte mal fragen, ob Reza so lieb wäre und die mal wiederholen könnte. Was soll ich wiederholen? Mit dem Hund. Weißt du, was ich meine? Nee. Wo du deinen Hund auf einmal springen sehen hast, 2 Meter. Ach so, ja, das war hier
in der Wohnung, der Hund war ganz normal, ne, hat Platz gemacht auf dem Boden mit allen Vieren, ganz normal, hat mich angeschaut, ich war auf dem Bett und habe den auch angeguckt und plötzlich, wie aus dem Nichts, schubst ihn jemand so nach vorne und da hat er auf einmal sich erschreckt nach hinten geguckt, so nach dem Motto, hä, wer hat mich jetzt gerade geschubst, ich habe es auch gerade gesehen. Ja, das sind halt, ja, die sind überall, die Dämonen, die Geister, ne? Überall sind die, in jedem Haushalt, auf jeder Straße, die lauern überall, ne? Bruder Reza, der glaubt das nicht, der will sich lustig machen darüber, deswegen will er das fragen, der will Screen-Recording machen und dann sich so lustig drüber machen. Ach so, ja, das können die machen, ja. Jetzt ist es unfertig, Willst du, Pavlos, möchtest du für mich sprechen? Ja, aber man merkt doch, welche Intention deine Frage hat. Links gesehen, dumm. Ganz kurz, im Gegensatz zu dir lache ich ja nicht die ganze Zeit. Ich habe ihn ganz normal. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Was ein Christ bist du, mein Bester? Oder bist du auch ein Christ? Warte, wir gleich. Ich Muslim. Fahr das gleich. Ja, aber also wenn ich Geister. Ja, Entschuldigung. Das sind ganz normale Dämonen, ne, die überall sind halt. Ne? Überall. Der Satan hat ja seine Dämonen überall stationiert. Ne? Und die beobachten Menschen und so weiter. Manchmal erlaubt der Herr auch, dass die zum Beispiel jemanden bestrafen. Das gibt's auch. Also es gibt verschiedene Methoden halt. Ne? Aber wie gesagt, mein Hund war ja auch danach krank eine Woche lang. Ne? Hat nichts gegessen und so weiter, weil der Dämon ihn berührt hat. Aber wieso habe ich sowas noch nie gehört zuvor? Das gibt's jeden Tag 100.000 Mal. Warum habe ich es dann nicht gehört? Wenn es jeden Tag 100.000 Mal gibt. Ich habe ja auch ganz kurz an, Samson, guck mal, rede nicht über mich, okay? Kennst du sowas wie Paranormal Activity? Hast du schon was von sowas gehört? Munkeln hören, ja? Nein, nicht Munkeln hören. Munkeln hören. Ja, es gibt aber solche paranormale Aktivitäten und das ist durch so Dämonen gegeben, dass du sie nicht siehst, aber sie dennoch zum Beispiel in deinem Raum so irgendwas umschmeißen können oder was. Hast du das schon mal erlebt? Einmal, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe mir das eingebildet. Siehst du? Also kann sowas durchaus sein, dass es Sachen gibt, die wir mit unserem bloßen Auge nicht erkennen, weil wir nicht in deren Dimension sind. Verstehst du? Das kann ein Atheist kann darüber lachen, aber nicht ein Gläubiger. Der halbe Islam geht nur über Dschinn und Satan, wie der in deiner Nase schläft und wie der deine Anushaare zupft und in der Toilette. Da musst du dann glauben, dass der das macht, dass solche Dinger. Ja. Also es gibt doch diese Besessenheit im Islam, wo die zu Hodja gehen und versuchen, diesen Dschinn aus den Menschen rauszuholen. Ja, was? Also das verstehe ich. Das nennt sich Rukia. Ja. Das ist so ganz normal. Reza, ich wollte dich jetzt. Also nochmal, das war jetzt kein Angriff. Du musst mir jetzt so Gegenbeispiele. Ich habe dich ganz normal gefragt. Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest nur als Moslem jetzt irgendwie. Ich lustig. Nein. Ich habe wirklich. Ja, weil dieser eine gewisse Clown das getan hat, deswegen. Der hat sich darüber lustig gemacht. Meinst du, warum lachst du denn? Deine gesamte Religion ist da darauf aufgebaut. Du glaubst doch selber an Dämonen. Aber jetzt schweifen wir wieder ein bisschen ab, weil auf der anderen Seite, wenn du das mal neutral anhörst, wie denkt man drüber? So, ich gehe zur Arbeit, Beispiel, und sag meinen Arbeitskollegen, du pass auf, gestern habe ich meine Katze angeguckt oder meinen Hund und auf einmal ist der 2 Meter gesprungen und war danach eine Woche krank. Was glaubst du denn, wie der mich einstufen würde? Ja, das ist doch egal, wie der dich einstufen würde. Das ist doch vollkommen egal. Was heißt, es ist egal? Also der wird denken, bin ich wahnsinnig. Ja, die meisten Leute erzählen sowas nicht. Warum? Weil die wissen, dass diese ganzen ungläubige Welt da draußen die auslachen. Ja, aber ich habe kein Problem damit. Ich erzähle die Dinge, wie die waren. Ob die Leute mich auslachen oder mir glauben, ist mir scheißegal. Ja, stell dir mal vor, du müsstest den Leuten erzählen, dass dein Prophet gesagt hat, dass ein Mann, der das Morgengebet verpasst hat, dass Satan in seine Ohren uriniert hat. Was sagst du denn dann dazu? Da müsste man dich einweisen. Was meinst du, wie die dann gucken? Bei so Paranormalaktivitäten kann man eventuell sagen, ja, es könnte durchaus sein, dass wir etwas nicht sehen, aber es dennoch existiert. Aber dein Prophet sagt, dass Satan in die Ohren von Menschen uriniert, dann ist er ja millionenfach an demselben Ort. Da ist also, hat er also göttliche Fähigkeiten, der Satan. Also wenn es jetzt, Pavlov lacht doch immer so schön im Hintergrund, wenn es jetzt darüber geht, wo suchen wir uns jetzt die sinnlosesten Stellen raus? Ich glaube, da kommen wir beide nicht großartig weit. Ich will dir nur damit sagen, dass mein Bruder ein Erlebnis hatte und dass diese Aussagen von Mohammed sehr utopisch klingen. Weißt du auch wieso? Weil er überhaupt nicht ins Verborgene blicken kann, der Mohammed. Weil das gegen den Koran spricht, weil Aisha sagt,
wenn jemand behauptet, dass Mohammed ins Verborgene sehen kann, der ist ein Lügner, denn Allah kann nur ins Verborgene sehen. Soll ich den Hadith zeigen? Ja, aber dann kann ich ja jetzt auch sagen, was sagst du denn zu dem Thema 3 in 1? Für dich ist das selbstverständlich. Ja, ich weiß. Für mich aber überhaupt nicht. Mein Bruder, wir haben dir doch versucht zu erklären, mein Bruder und ich und die ganzen anderen Geschwister haben dir doch versucht zu erklären, dass wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Und wenn Gott dreieinig ist, dann ist alles um uns auch dreieinig. Deswegen ist unser ganzes Dasein durch Zeit, Raum und Materie definiert. Verstehst du? Das haben wir dir doch schon 8 Milliarden Mal erklärt. Also ich denke, das ist doch bei dir angekommen. Ich verstehe Folgendes darunter, dass das eure Wahrnehmung ist. Das verstehe ich darunter. Richtig. Also ganz kurz, Armin. Also willst du mir jetzt sagen, wenn du was wahrnimmst, dass das dementsprechend auch gleich mit der Realität zu vergleichen ist? Das ist eine Zeugenaussage. Was erzählst du da? Du kannst doch nicht wissen, ob das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist, wie ich dir das erzähle mit meinem Hund. Das kannst du doch nicht wissen. Entweder du glaubst mir das oder du sagst nein. Richtig. Erzählt, gut, ja, also, dann lassen wir das doch dabei. Das ist doch nicht so wichtig. Es gibt viel wichtigere Themen als das. Zum Beispiel? Ja, über die Religion reden. Was für gefährliche Bestandteile der Islam hat. Oh, Alter. Und wie wunderschön der Herr Jesus Christus ist, dass er dich befreit und erlöst. Aber dann predigt doch über eure schöne Bibeln. Ist doch alles cool. Machen wir doch auch. 50-50 wäre gut. Ja, machen wir auch 50-50. Reza, bei 50-50 wird, glaube ich, wenige Menschen jetzt so viel manchmal beschimpfen, etc. pp. Bei 50-50. Das geht ja noch. Da haben wir jetzt manchmal stundenlang Bibel laufen, stundenlang. Ja, aber gleichzeitig sagst du ja auch, alles, was Amir predigt, ist zu 99% richtig. Also da hört es ja schon auf, Reza. Ja, du bist zu 100%. Wann habe ich 99% gesagt? Du hast 99 beim letzten Mal gesagt. Amir, sei ehrlich, hat er 99 gesagt? Nein, wenn er Amir predigt, sagt er die Wahrheit. Er sagt dir die biblische Wahrheit, was für 99%. Genau. Du hast gesagt, was aber sein Wissen betrifft, so sind wir alle 99%, wenn überhaupt, noch nicht mal 9%. Guck, es ging um das Thema Kamelurin und dass er sich darüber lustig macht. Dann habe ich zu dir gesagt, findest du das okay, so wie er das predigt? Würde Jesus das für richtig halten? Deine Antwort war, zu 99% war es richtig. So, ja, mit der Fleischlichkeit. Ach so, genau. Ja gut. Natürlich, auch ich bin nicht 100% geistig. Ist doch nicht schlimm. Deswegen erinnere ich mich. Bist du 100% geistig? Habe ich das gesagt? Hast du schon mal jemanden beleidigt, weil du einfach wütend wurdest? Selbstverständlich. Ja, siehst du, du siehst, dass wir nicht. Ist ja kein Vorwurf. Perfekt. Du musst perfekt sein. Nur der Herr Jesus ist perfekt. Ich will nur bei der Wahrheit bleiben, Mami. Ich mach dir keinen Vorwurf. Du hast doch gerade einen Vorwurf gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein? Aber wenn du dich 24/7 über Kamelurin lustig machst. Der Typ, der wirft mir in einem Moment etwas vor, in einem anderen Moment sagt, ich habe dir nichts vorgeworfen. Was habe ich dir vorgeworfen, Mann? Was habe ich dir vorgeworfen? Ja, man muss Geduld haben, weil der natürlich auch nicht den Heiligen Geist hat. Der ist ja nur fleischlich unterwegs. Der kennt ja die geistigen Dinge. Reza, bin ich ein schlechter Mensch? Wie stufst du? Nein, ich war doch selber so fleischlich wie du. Wir waren alle so fleischlich, bevor wir wiedergeboren wurden und den Heiligen Geist empfangen haben. Das hat mit dir nichts zu tun. Du bist kein schlechter Mensch. Ich bin 30 Mal schlimmer als du gewesen, als Mensch. 100 Mal. Und trotzdem habe ich Gnade empfangen vom Herrn. Ob jetzt eine 200 Lügen am Tag macht oder zwei, das ist doch vor Gott egal. Eine Sünde trennt dich ewig von Gott. So einfach ist das. Und jetzt ist es so Quatsch, dass wir darüber reden, du bist ein besserer Mensch, ich bin ein schlechterer Mensch. Nein, ich sage zu dir, ich bin schlimmer als alle Menschen aller Zeiten, die je auf der Erde gelebt haben. 100 Mal schlimmer. Aber eure Sünden sind ja vergeben. Von daher ist das ja nicht schlimm. Das ist der Unterschied. Genau, das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja vergeben. Ja. Ich habe Sündenvergebung empfangen. Das brauchst du auch. Du musst auch deine Sünden vergeben bekommen vom Herrn Jesus. Du musst gereinigt werden. Ja, genau. Anstatt solche Diskussionen zu machen, ja, du bist schlechter Mensch, ich bin besserer Mensch, ich bin besserer Mensch, du bist schlechter Mensch. Das ist doch Quatsch. Apostel Paulus sagt, dass er der größte Sünder aller Zeiten ist. Der die Gemeinde Gottes verfolgt. Weißt du, was das heißt, wenn jemand so über sich selber redet? Ich bin der größte Abschaum von allen Menschen zu allen Zeiten. Ich bin der größte. Weißt du, was das bedeutet, wenn du dich so erniedrigst? Sehr bodenständig auf jeden Fall. Siehst du? Deswegen sage ich immer, hört auf, mich zu erhöhen. Der Einzige, der verdient hat, erhöht zu werden, ist der Herr Jesus. Ich bin nur ein elender Sünder. Du siehst doch, wie klein ich mich immer mache, wenn jemand mich versucht zu erhöhen. Ist dir das nie aufgefallen, Samson? Leben und leben lassen haben wir.
Ich habe immer leben und leben lassen. Ja, das, der, also Armin kommt nicht zu dir nach Hause und sagt, jetzt nimm Jesus an, sonst mache ich Jihad. Ja, aber durch die Blume macht er was anderes. Nee, der erzählt dir die Wahrheit und du sollst selber entscheiden. Der Armin macht keine Gewalt wie Islam. Mit, ey, du bezahlst Jizya oder Nackentherapie. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kenne keinen praktizierenden Moslem in Hamburg, der nur annähernd so ist, wie ihr das sagt. Nicht einen. Ja, weil es keine richtigen Muslime gibt. Diese 99,9%, was du meinst, Muslime sind keine Muslime. Das ist alles. Ihr habt die Oberhand noch nicht. Ihr habt noch nicht die Oberhand. Ihr müsst mehr als 50% sein. Da steht ja, auch die meisten Muslime hier haben doch gar nichts mit dem Islam zu tun. Die kennen nur Shisha-Bars und Dönerbuden, mehr nicht. Guck mal. Zum Abschluss, ich will euch auch gar nicht länger aufhalten. Ich bin gläubiger Moslem und zum Abschluss, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Du bist doch kein gläubiger Moslem. Doch, bin ich. Wenn mein Nachbar, deiner Meinung nach nicht, okay, ist ja okay. Wenn mein Kannst du mal bitte Sura Armin, bitte nicht das. Wenn du danach gehst. Siehst du? Der kann nicht mal Al-Ikhlas rezitieren. Siehst du, gläubiger Moslem? Sprech dich aus. Was hast du gerade, was wolltest du wissen? Rezitier mal bitte Sura Al-Ikhlas, das wirst du ja wohl hinkriegen, oder? Okay, und wenn du mich das fragst, sagst du auf der anderen Seite, dass du ein praktizierender Moslem warst, richtig? Du hast doch gerade gesagt, du bist ein gläubiger Moslem. Ich gehe davon aus, dass du schon mal die Sura Al-Ikhlas mal dir durchgelesen hast, oder? Und auf Arabisch rezitieren kannst. Ich habe dich gefragt, ob du ein praktizierender Moslem warst. Du hast zu mir gesagt, nein. Ich kann das alles. Du hast aber zu mir gesagt, du bist keiner. Das Einzige, Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, kannst zum du das Abs- auch? Kann ich nicht haben, ja. Zum Abschluss. Siehst du. So einfach ist mein das, ja, ich kann es nicht, genau. Wenn mein so Nachbar. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, dann bin ich hier raus. Ganz schnell habe ich das herausgefunden. Ja, okay. Wenn mein Nachbar. Zum Beispiel, ich habe einen christlichen Nachbar, so. Und dir geht es manchmal finanziell nicht so gut, ne? Und wenn ich zum Beispiel abends hier bin und ich meine das ernst und ich bestelle mir was zu essen, glaubst du mir das? Ich könnte kein Happen runterkriegen, wenn ich nicht wüsste, dass er auch was zu essen hat. Wo bin ich denn jetzt gefährlich? Aber du tust diese Dinge, die eigentlich gut sind, obwohl du Moslem bist. Normalerweise sagt das Wort im Koran, die mit Mohammed sind, die gläubigen Muslime, sind barmherzig nur untereinander unter den Muslimen, zu den Ungläubigen aber sind sie hart. Du tust also das Gegenteil, was dein Koran von dir verdient. Du bist eigentlich ein Christ und du bist dir darüber nicht bewusst. Weil ich so eine Denkweise habe, bin ich ein Christ? Ja, weil du gegen deinen Koran handelst. Okay. Kannst du aufschreiben. Schreib es dir doch auf. Sura 48, Vers 29. Zum Verständnis. Ganz kurz. Wie müsste ich reagieren, dass ich ein Moslem bin? Ganz normal aufessen? Die Kuffar Feindschaft gegenüber den Kuffar haben. Feindschaft. Du musst verfluchen, so wie Allah die Christen verflucht. Okay. Musst du auch die Christen verfluchen. Ich bleibe auf jeden Fall genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Dein Allah will, dass du deinen christlichen Nachbar verfluchst. Genau. Und du sagst Allah, nein, du bist ein schlechter Gott. Ich zeig dir mal, wie man besser macht als du, Allah. Okay. Ich mache das nicht so, wie du das, weil ich will dir zeigen, wie man das besser macht. Ich will dir was beibringen, Allah. Reza, wenn ich dafür bestraft werde, dann ist das so. Was erzählst du? Hast du denn deinen Verstand verloren? Ich habe nicht meinen Verstand verloren. Das, was du gerade sagst, ist wie einer, der außer seines Verstandes ist. Okay, wenn ich für dich den Verstand verloren habe, wenn ich sage, ich kann nichts runterkriegen, wenn mein Nachbar hungert, was soll ich dir dann noch sagen? Deine Tat ist nicht deckungsgleich mit dem, was Allah von dir verlangt. Allah verlangt das Gegenteil von dir und du tust das Gegenteil, was Allah von dir will. Allah will, dass du die Christen verfluchst. Ach, weißt du, wenn du danach gehst und ich die Waage mal aufstellen, dann könnte ich. Wer schafft denn alles, das, Samson, was man möchte? Sag mir, wer das alles schafft. Sag mir mal einen Namen. Samson, wenn du das umsetzen willst, was Allah von dir verlangt, du wirst der schlechteste Mensch der Welt werden. Ja. Dann ist das so. Was ist das so? Nein, du kannst doch umkehren. Du musst sagen, nein, dann ist dieser Religion, dieser Gott. Da stimmt was nicht. Ich muss zu dem wahren Gott der Liebe kommen. Reza, du hast, guck mal, sei mir jetzt nicht böse. Dann ist das so. Aber,
Nein, da wir jetzt nicht böse, aber da hast du Realitätsverluste und da reden wir aneinander vorbei. Raus, raus, raus. Bist du raus, raus, raus. Ich kann es nicht. Komm, wir haben es versucht. Wir haben es versucht mit dir. Komm. Langsam wird es lächerlich. Du hast Realitätsverlust, wenn es in seinem Koran drin steht, aber du hast den Verlust. Die Leute lieben etwas, was sie gar nicht kennen. Ja. Das ist so, als wenn ich sagen würde, da ist irgend so ein Vogel in Brasilien unter den Bergen und der fliegt so schön mit seinen Flügeln. Und oh, wenn ich den einmal sehen könnte. Ja, und dann sagen die, was ist das für ein Vogel? Den gibt's, wo ist der, was, den gibt's gar nicht. Ach doch, den muss man suchen, wenn man lange genug sucht. In den Amazonas unter dem Wasser. Der versteckt sich unter dem Sand von Amazonas, von da unten. Der fliegt so nachts um 24 Uhr bis 24.10 Uhr. Der fliegt im Vatikan rum. Hallo. Also ich muss sagen, ihr beide seid, also vor allen Dingen du bist echt lächerlich. Ja, aber derjenige, der ein sechsjähriges Kind geheiratet, ist für uns lächerlich. Nein, das ist jetzt eine Lüge. Nicht mit sechs, mit neun. Mit sechs hat er sie geheiratet, sondern Abidawud 21. Nein, das hat es besser gemacht mit neun, ne? Ja. Ich hoffe, das ist viel besser. Ist ein neunjähriges Kind aus mit 55 Jahren. Wenn du sagst mit sechs und wir wissen alle mit neun, warum sagst du denn mit sechs? Mit sechs hat er sie geheiratet. Sondern Abidawud 2121. Schlag auf. Bleib doch bei der Wahrheit. Wir wissen beide, dass diese Hand ist. Raus mit dir, bleib bei der Wahrheit. Ich nenne die Quelle, was der zu mir sagt. Wie verrückt ist das denn bitte? Raus! Ich gebe sogar noch eine Quelle, Ich sag ihm, schlag auf, sondern Abidawud 2121. Das kann sich jeder merken. 2121. Er hat mich geheiratet, als ich 6 Jahre alt war und hat die Ehe mit mir konsumiert, als ich 9 war. Mit 6 hat er sie geheiratet, mit 9 auseinandergenommen. Richtig. Ja. Da steht sogar auch ein Sunnah an der Zeit, weil er die Macht mehreren hat. Das ist doch Sunnah. Das sind Leute. Die verwechseln halt heiraten und die Ehe vollziehen dann halt. Ne? Die verwechseln das. Heiraten? Geheiratet hat er sie mit 6 oder 7. Und die Ehe vollzogen mit 6, ab 9. Ja. Mein Iraker. Kein Iraker. Kein Iraker. Guck mal, wenn du nicht redest, blockiere ich dich. Ah. Ah, ja, genau. Sag mal etwas, sonst wirst du blockiert. Es geht. Aha. Du hast also eine Stimme. Ja. Ja, warum stellst du Anfrage und sagst nichts? War aus Versehen. Aus Versehen, ja, okay, dann geh runter. Jedes Mal aus Versehen. Anstatt der selber mal guckt, habe ich eine Anfrage gestellt oder nicht? Oder was ist denn da? Hallo? Hallo, mein Lieber. Ich habe eine Frage. Also ich folge keiner Religion. Ich bin zum Christentum hingezogen. Ich habe viele Kollegen, die Christen sind. Ich bin halt unschlüssig, also was ich machen soll. Also meine christlichen Kollegen empfehlen es mir immer. Ja, dann hör auf deine christlichen Kollegen. Ja, aber können Sie mir das selber empfehlen? Du hast mich nicht zu siezen. Kannst du mir das selber empfehlen? Ja, natürlich. Ich empfehle dir, dem Sündlosen zu folgen, dem Heiligen, dem Gerechten. Der Herr Jesus Christus liebt dich ja über alles. Okay. Du hast in Jesus Christus das beste Vorbild aller Zeiten, die Rettung in Person. Und die Vergebung deiner Schuld. Okay. Ist das nicht wundervoll? Willst du nicht Vergebung deiner Schuld erlangen? Doch, will ich. Ich nicht ganz verstanden habe, war die Trinität. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Weil jeder Kollege von mir sagt irgendwie immer irgendwas anderes. Ja, der Gott der Bibel hat sich dadurch offenbart, dass er sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat. Alle drei Personen ergeben diese eine Gott. Jesus, Jesus, du bist wunderbar. Was ein Mensch. Wahnsinn. Ja, da siehst du mal, was für ein Geist die haben, ne? Ja, so ist das, ne? Aber gut, ne? Die werden dann eines Tages vor dem Herrn stehen. So ist das. Das bleibt für ewig, ne? Der hat das Evangelium jetzt gehört, ne? Das heißt, wenn die Entrückung kommt,
Wenn die Entrückung kommt, ist das vorbei mit ihm. Der hat seinen eigenen Grab geschaufelt, wenn er meint, mit sowas spielen zu müssen. Heftig, ja, ja. Er legt sich mit Sachen an, wo er nicht weiß, was das für ein Gegner ist. Das ist so, als wenn so ein Typ irgendwo so ein Kreisliga-Boxer in Buxtehude, der noch nie was von Mike Tyson gehört hat und sagt, ja, wer ist dieser Tyson? Bring den mal her. Ja. Ja. Performance, ja. Und die. Hi, servus, Leute. Gott segne dich, mein Lieber. Danke, dich auch. Ja, der Teufel geht umher, ne? Aber was meinst du, wie groß unser Lohn ist, ne? Guck mal, wir werden beleidigt um des Namens Jesu Christi willen. Wahnsinn, ne? Ist so. Ist so. Und so beleidigen wir zurück. Beleidigen wir zurück. Beleidigen wir zurück. Nein. Man sieht es ja schon, wo Jesus auf die Welt kam, also geboren wurde als Baby, ja, hat Herodes ja befohlen, dass alle Zweijährigen, Neugeborene, also unter 2 Jahre auch, alle getötet werden sollen. Ja. Daran sehen wir auch, dass der Kampf, sobald du ein neugeborener Christ bist, ist der Kampf gleich da. Der Kampf ist gleich da. Ne? Deswegen sollen wir die ganzen Waffenrüstung von Gott anziehen. Ja. Damit wir kämpfen können gegen Satan. Ja, genau. Ja, bist du wiedergeboren? So. Bitte? Wir sind auf Platz 37, Wahnsinn, sehr schön. Sehr schön. Liked alle weiter. Bist du wiedergeboren, Mondi? Natürlich. Jesus Christus, mein Herr Gott. Sehr schön. Du glaubst nur an die Bibel allein? Du glaubst nur an die Bibel allein, keine Religion? Religion ist nicht von Gott. Nee. Du machst keine Zungenrede? Bitte? Du machst keine Zungenrede? Wie? Du machst keine Zungenrede? Was heißt Zungenreden? Pass auf, ich bin ein Mensch, ich bin sehr vorsichtig, ja? Okay. Ich sag nicht, dass es die Zungensprache gibt, oder ich sag jetzt nicht, dass es die Zungensprache nicht gibt, ja? Weißt du, was ich meine? Ich habe zum Jesus gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich diese Zungensprache bekomme, dann gib sie mir, ja? Und wenn du das hast, dann gehst du in die Hölle. Ich sag jetzt aber warum. Weil ratatatatatata ist nicht biblisch. Gut, dass du es nicht hast, mein Bester. Ja, der Herr hat noch Gnade mit dir. Ja, dessen sagt ihr, halte dich fern von das. Zungensprache, genau. Ist Fremdsprachen gemeint und die haben aufgehört. 1. Korinther 13, Vers 8. Gott hat sich aber nie geändert, das weißt du ja, ne? Nie geändert, was weiß ich so? Da steht doch in 1. Korinther 13, Vers 8. Ja, pass auf, die Zungensprache gibt es. Aber... Es wird ja, wie hat doch aufgehört, unter 13 Vers 8. Auflegen. Weißt du, was ich meine? Und wenn da jetzt 5, 6 Stück sind, die in Zungen reden oder sprechen und keiner legt es aus, weißt du, dann ja, sagst, aber das sind ja Fremdsprachen gemeint. Nein, da ist kein Ratatatata gemeint. Ratatata gibt es nicht. Und Zungensprache, also die Fremdsprache, ja, also die Zungenrede, die hört auf. Die hat aufgehört. 1. Korinther 13, Vers 8. Okay, was steht da geschrieben? Hol mal deine Bibel. Das ist sehr wichtig, dass du diese Stelle schön markierst, damit du schön bewahrt wirst von diesen Leuten, die dich so verwirren wollen und dass du rumzappelst. Von so Galamalatanga. Nein, Leute, pass auf, ich bin jetzt auch so ein Mensch, wo ich sage, wenn ich in eine Gemeinde bin, ja, einer steht auf und sagt, Gott hat mir was gezeigt. Ich habe was gesehen oder Gott hat geredet, ja, dann heißt es immer Achtung. Achtung heißt das. Heißt immer Achtung. Nicht ja, aber nicht Achtung, der will jetzt was verkündigen und was Richtiges, nein. Achtung, der hat einen Dämon gesehen. Weißt du, was ich meine? Aber guck mal, 1. Korinther 13, Vers 8, du musst da gefestigt sein, du musst da auf jeden Fall differenzieren. Guck mal, wie der Herr Gnade mit dir hat, ne, dass du diesen Quatsch nicht erlernt hast. Zungenrede sagen die. Zungensprache ist biblisch, aber die gibt es nicht mehr. 1. Korinther 13, Vers 8. Kannst du schön vorlesen. 1. Korinther 13, oder wie? Genau, Vers 8. 1. Korinther 13, Vers 8. Der euch, warte mal, der euch auch fest...
Ja. Die Liebe hört niemals auf, so fängt das an. Okay, ich habe hier die Schlacht an. Ne? Also, das ist Korinther 1, Vers 8, ne? Nein, nein, 13, Kapitel 13. Ah, so okay, in der Zeit. Voll. Amir, was wolltest du sagen, Amir? Ich habe mir gerade einen Kommentar reingezogen von diesem Video. Sagt er so, sogar Ex-Muslim macht Takfir auf manuell so. Okay. Liebe 13, Kapitel 13, Modi. Kapitel 13. 1 von der 3, 13. Ja. Vers 8. Genau. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden getan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Siehst du? Hast du gesehen? Seine Sprachen, sie werden aufhören. Lies mal jetzt Vers 9 und Vers 10. Ein Vers und zwei Verse Vers weiter. Vers 9 und Vers 10. Ja, genau, die Verse weiter. Lies. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Stückwerk weggetan. So, bezogen, wenn wir jetzt charismatische Auslegungen nehmen, ja, und wir sagen, das Vollkommene ist Jesus, okay, dann sehen wir, das ist auf Stückwerk dann bezogen. Gut, Stückwerk wie Weissagung und Erkenntnis. Aber die Sprache hat trotzdem aufgehört. Das sind zwei griechische Wörter. Wenn wir aber die echte biblische Erkenntnis nehmen, ist das auf Vollkommene, die Heilige Schrift, die Bibel bezogen. Warum? Korintherbrief ist vor die Offenbarung geschrieben. Offenbarung war alles vollkommen und fertig. Und dann sehen wir, Sprache hat trotzdem aufgehört. Egal welche Interpretation wir nehmen, die Sprache hat aufgehört. Die Charismatiker sind in Unrecht. Deswegen geh nicht mehr, guck mal, ich gebe dir jetzt eine Empfehlung, Modi. Geh nicht in charismatischen Gemeinden. Wenn du mit denen jetzt das Brot teilst, obwohl du es weißt, dass es jetzt unbiblisch ist, machst du dich deren Sünden teilhaftig. Tommy, der Herr kann dich auf eine ganz andere Ebene züchtigen. Ich bin in der Pfingstler-Gemeinde. Ja, da sind die Katastrophen. Ja, ja, ja. Da sind die raus, sofort raus. Das sind keine Brüder und Schwestern. Na, das sind Leute, die eine Ehelehre sind. Es sind für einige rausgeht. Nein, nein, nicht mit raus rausschmeißen. Ach so, mit, ich dachte, mit raus meinte ich, der sollte. Nein, mit raus meinte ich, er sollte raus aus der Gemeinde. Ich glaube, wenn der raus ist, auch bei Träumen. Raus, 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 raus. Raus, raus. Scheiße, schmeißt du alles raus. Aus der Wohnung. Aber die Moderatoren, die können das ja auch übernehmen. Die haben auch die Möglichkeit zu verwalten. Ja, da ist wieder. Modi, Entschuldigung. Du solltest dich raus, meinte ich, aus der Gemeinde raus. Ich war das. Aber ich meine, die Moderatoren haben auch die Berechtigung, ja, Leute einzufügen. Und ja, alles gut, alles gut. Pass auf, ich kenne ja, kenn ja auch Pfingstergemeinden, sag ich mal, wo die da dann rumschnipsen, ja, und dann fallst du da um oder was. Das sind Sachen, wo ich mich davon fernhalte, ja. Oder wenn in einer Gemeinde eine Frau predigt, stehe ich sofort auf, weil sobald du dich da hinsetzt und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jetzt, ah, ich kenne ja die Bibel, ich habe ja die Bibel schon x-mal durchgelesen, ich kenne das Wort, dann, wenn du dich da trotzdem da hinsetzt, dann unterordnest du dich dieser Frau. Dann heißt es, dass es ein falscher Stolz ist, weil du kennst ja die Bibel. Und aber Mondi, Mondi. Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, aber Mondi, wenn du schon die Sachen weißt, warum bist du in dieser Gemeinde? Pass auf, ich bin noch in gar keine Gemeinde jetzt. Ich bin jetzt seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Ich war vorher Musiker. Ich habe das jetzt aufgegeben durch Jesus Christus, weil ich habe vorher Musik gemacht mit Gringo, ich habe Videos gedreht. Von Gringo? Du warst nicht Gringo? Gringo aus Berlin. Was hast du denn mit denen zu tun? Ich war bei dem im Studio und alles. Ich war da eingeladen, ich habe da Videos gedreht, ich habe ein ganzes Album mit denen produziert. Hast du bei Universal einen Vertrag? Niemals. Pass auf, was ich dir jetzt sagen will. Ich hatte 2 Jahre Unfrieden, ja, weil ich das gemacht hatte und ich dann von Gott mich getrennt habe, sage ich mal, ja. Ich habe nicht mehr so gebetet und so. Konsum auch. Aber Gott hat mir in einem Traum gezeigt, dass der Teufel meine Seele haben will. Hast du konsumiert? Ja, ne? Diese Musikbranche und weiter, also ja, ich meine diese ganzen Musiksachen und so, ja. Und ich bin ja da auch schon sehr, sehr, sehr wach und ich weiß, was da auch so abgeht. Und ich will jetzt keine Namen sagen, ich war schon bei Leuten schon im Studio eingeladen worden, wo ich später nachhinein gehört habe und auch gesehen habe, Videos.
dass sie ihre Seele verkauft haben an den Teufel. Ja. Ja, du kennst das also, dass diese ganzen Leute Illuminaten sind und so weiter. Ja, natürlich. Meine Kinder, meine Tochter. Aber was hatten die mit dir zu tun? Warum machen die mit dir ein Album? Bitte? Warum machen die mit dir ein Album? Normalerweise machen die mit ihm einfach ein Album, wenn er nicht auch ein Illuminati ist. Normalerweise. Pass auf, das ist eine Sache. Das, was ich hier gemacht habe, das kann keiner. Ich will jetzt nicht hier angeben oder so, ja, mich hier jetzt hier ins Licht stellen, hier der King oder was. Aber ich war Sänger, ich bin immer noch Sänger. Hier gibt es halt keinen zweiten, der das halt konnte, so wie ich das halt rübergebracht habe. Weißt du, ich meine? Ich habe hier keine. Aber jetzt hältst du dich fern davon, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du diesen Sänger Nate Dogg kennst. Kennst du den? Ja, Nate Dogg, ja. Die sind genauso wie der. Der ist aber nicht, der ist jetzt weg vom Fenster, ne, so gesehen. Ja, klar. Damals war er sehr, sehr populär. So, ich bin 40, ich wurde von dieser Musik geprägt früher. Ich habe nur West Coast Shit gehört und das schon immer. Ja. Und und die Leute. Aber Mundi. Aber geh weg von diesen Gemeinden, wirklich, geh weg von diesen Laodicea und Irrlehrer-Gemeinden. Du weißt, Pfingstler sind nicht biblisch. Ehrlich, geh da weg. Muss er mich ohren lassen? Pass auf, ich hab ja nicht. Hab ich wieder was Falsches gesagt? Nee. Sag, Ami, komm, korrigier mich, sag. Laodicea. Ich bete dafür, dass Gott mich in eine Gemeinde. Also ich bete dafür, dass Gott mir zeigt, in welche Gemeinde ich gehen soll. Ja? Und auf jeden Fall bin ich einer, der alles prüft, ja. Und du wirst das ja auch richtig prüfen. Ich brauche dann immer meistens zwei, drei Bestätigungen. Eigentlich brauche ich immer die dritte Bestätigung, ja, damit ich weiß, ich bin auf der sicheren Seite. Bist du Zinti? Ja. Bist du Zinti? Ich bin Zinto, ja. Hm. Ich bin Zinto. So, bei uns sind die Pfingstergemeinde. Ich kenne bei uns keine Pfingstergemeinde, wo die Leute auf dem Boden sind und rumzappeln und irgendwelche Decken auf denen dann sind, bis sie dann aufwachen oder so, weil vor sowas sage ich dir ganz. Ja, aber die machen trotzdem Dämonenaustreibung, schreien trotzdem rum, lachen trotzdem richtig übertrieben. Hab ich und trotzdem machen die Zungenrede. Also bei uns gibt's das nicht, ne? Muss ich dir halt sagen. Eine Pfingstergemeinde, die keine Zungenrede macht. Ich war in eine Pfingstergemeinde drin. Da kamen welche zu Besuch, die haben dann in Zungen dann gesprochen oder geredet. Ja, siehst du? Ja. Siehst du, dann machen die es doch. Die Pfingstergemeinden sind Charismatiker und die machen Zungenrede. Es gibt keine Ausnahme, die machen das. Und jetzt, Ding, passt noch auf, Bruder, was ich dir sagen will. Du sagst jetzt zwar, dass es das nicht mehr gibt, ja? Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt drauf rumpocht und so, ja. Weil die Rechtsstreitfragen und so ist nicht in Jesus. Auf gar keinen Fall. Weiß ich meine. Und ich kann nur sagen, ich muss das prüfen, ich muss selber darüber beten, ich kann nicht nur jetzt... Du hast doch die Bibel, du kannst gerne beten, ist kein Problem, aber du hast doch die Bibel fest gerade gesehen, oder? Ja, aber ich muss halt weiterlesen, weißt du, ich meine, das sind dann praktisch, sage ich mal, ich sehe nichts gegen dich, wie die Zeugen Jehovas, weil ich war früher ein Zeugen Jehova, ja, war ich, ja. Und weißt du, ich meine, ich sag mal jetzt mal so, die können jetzt nur noch auf eine Bibelstelle pochen, ja, siehst du da und da und da, aber ich muss halt weiterlesen. Weiß ich das meine, machen Charismatiker, die pochen. Mein Bester, ich gebe dir eine Empfehlung. Boah, ich habe jetzt diesen Link jetzt weggemacht, schade, ey. Guck mal, folg mir mal, geh mal gleich in meinen TikTok-Kanal. Ich habe jetzt meinen WhatsApp-Kanal reingetan, ich mache den jetzt gleich weg und tu gleich den YouTube-Kanal wieder rein. Da habe ich die Zungenrede komplett aufgedeckt. Ab Minute 35 fängt das dann in meinen YouTube-Kanal. Okay. Und dann habe ich da ein komplett 1. Korinther 14 ausgelegt, Apostelgeschichte 2 und 13. Also mit 1. Korinther 13. Da hat so komplett Kontext, über eine Stunde. Ich muss halt darüber beten, weißt du, ich meine auch, yeah, man muss halt darüber Fall. Auch fasten. Nein, sehr wichtig. Fastenzeit gehört auch dazu zum Christending leben, weißt du, ich meine. Das gehört einfach dazu, weil das einfach biblisch ist. Es gibt Sachen halt, wo man halt darüber halt auch fasten muss. Weiß ich meine? Lieber Mondi, ich muss noch mal kurz dazwischen. Ich höre nur, dass du von einer Ehelehre in die andere Ehelehre tappst und so eine Art Lehrentourismus betreibst. Du musst aber in der richtigen Lehre schon längst angekommen sein. Aber du bist immer noch unterwegs. Tja, wir müssen halt prüfen. Und ich habe mich nie mit der Zungensprache auseinandergesetzt. Ich sage halt, ich bin jetzt nicht der, wo sagt, die gibt's nicht. Weil ich habe jetzt die Bibel jetzt nicht
Das ist halt meine Sorge. Oder durchgelesen, sage ich mal, dass ich sagen kann, hey, die Zungensprache gibt es nicht. Wenn ihr jetzt, wenn ihr ein paar Bibelstellen zeigt, wisst ihr, da dürft ihr mir auch nicht böse sein und müsst ihr mir wenigstens Zeit geben und sagen, okay, komm, der Modi muss das hier prüfen, muss darüber beten. Weiß ich meine, letztendlich muss, natürlich sind die Geschwister da und tun eine. Also du weißt nicht, was die richtige Lehre ist, richtig? Wie? Du weißt nicht, was die wahre Lehre ist in der Bibel. Du bist dir unsicher. Und das erkennst du jetzt Beispiel, wie, weil ich jetzt wegen der Zungensprache jetzt... Ja, selbst da sagt der Bruder Pablos ein Vers und schon sagst du, ja, okay, ich muss das prüfen. Das heißt, du bist noch nicht angekommen in der richtigen Lehre. Du bist immer noch in der Luft. Tja, Bruder, es gibt halt viele Sachen, wo man halt noch dafür halt noch halt beten muss. Und das ist Gott zeigt. Aber ich habe nie, mir war das nie wichtig, weißt du, was ich meine? Die Lehre ist heilsentscheidend. Die Zungensprache war mir nicht wichtig. Natürlich ist das wichtig. Weil ich habe immer so gesagt, für was brauche ich die? Ne? Für was brauchst du die gesunde Lehre? Nein, die Zungensprache meinte. Ach so. Ja. So, ich muss halt darüber beten, weil das heißt, er prüft alles. Weißt du, was ich meine? Wenn ich wenn jetzt jeder zu mir sagt, so und so und so und so, und ich nehme das einfach an, ohne es vorher zu prüfen, dann renne ich ja auch irgendwo in die Irre oder ich muss halt vorsichtig handeln. Ich kann nicht auf meinen Verstand oder irgendwie mich da festklammern, weil das sowieso falsch ist. Weiß ich meine. Okay, Modi, ich habe noch eine Frage. Denkst du, Dämonen austreiben ist heute noch biblisch, noch richtig, in der heutigen Zeit? Dämonen austreiben, wie die ganzen Pfingstler es machen? Ja, du, pass auf, ich weiß nicht, wie die das machen. Wenn die das im Namen Jesus Christus, ja, wenn die das im Namen Jesus austreiben, dann ist das richtig, kann ich nur sagen. Okay, warte, aber Mudi. Halt jetzt habe ich noch eine Frage. Frage. Meine Frage ist jetzt, denkst du, wenn man an Jesus Christus glaubt und so gesehen ja wiedergeboren ist, dass man nie wieder abfallen kann oder könnte man abfallen? Was denkst du? Natürlich könnte man abfallen. Woher kommt auch die Bibelstelle, wenn dann Jesus kommt und sagt? Ich habe in deinem Namen geweissagt, dies, das und habe Dämonen ausgetrieben. Und was sagt dann Jesus? Hinweg mit dir. Du Heuchler. Okay. Da muss die Mütter erstmal diese Bibelfest öffnen. Öffne mal Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28. Erstmal das lesen. Und dann können wir den Vers gleich nochmal lesen, den du gerade nanntest, mit Matthäus 7, 21 bis 23. 1. Johannes 10 bis 27, 28. Aber du siehst, ja, der ist von der einen Ehelehre in die andere und dann ist er nur nicht mal in die richtige Lehre, also in der richtigen Lehre, heilsame, rettende Lehre angekommen. Der hängt doch weiteren Ehelehren an, also ein Wahnsinnsdurcheinander. Okay, und deswegen bekehren sich dann auch, deswegen bringt auch der liebe Jesus auch Menschen zu mir, die Moslems, überwiegend Moslems sind, die du verstehst das, Modi, selbst Muslime können durch die katholische Kirche gebracht werden. Modi, lies doch einfach Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28, okay, bitte. Okay, ich muss jetzt mal dazwischen setzen. Mondi, ich habe keinen Nerv mehr dafür. Gar keinen Nerv. Keine Lust, dass der Stream jetzt hier so, weiß ich nicht. Das ist traurig, ne? Wenn jemand nicht hören will, also wenn jemand die ganze Zeit so reingrätscht, nicht hören will und überhaupt partout nicht begreifen will, immer wieder was sagt, das ist ein Wahnsinn. Hallo, ich grüße dich. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, kann ich nur zurückgeben. Ich habe eine ernste Frage. Und zwar war ich eigentlich mein Leben lang evangelischer Christ. Bin aber vor 2 Jahren tatsächlich durch viel Einfluss zum Islam konvertiert. Jetzt ist meine Frage, weil ich mich schon, also jetzt schon mindestens wieder einen Monat sehr weit entfernt habe davon, gibt es für mich noch Rettung, also kann ich noch zurückkehren oder wie ist das geregelt? Ja, also wenn du... Entschuldigung. Nee, ist kein Problem. Also ich denke nicht, dass der Hebräer 6,4 auf ihn trifft, ne, weil er sowieso vom Glauben überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ne? Ja. Ne, der war ja nicht drin, richtig. Der sagt ja schon, ich war evangelischer Christ. Wenn jemand sowas sagt, dann weiß er ganz genau, er hat überhaupt nichts mit dem Glauben eigentlich zu tun gehabt. Ja. Verstehst du? Oder versteht ihr? Für dich gibt es noch die Möglichkeit, umzukehren und deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus zu bereuen und Buße zu tun vor ihm, dass du ihn verraten hast, den wundervollen, den heiligen Herr Jesus Christus und zu einer Religion gewechselt bist, die ihn anspuckt,
und sein Werk am Kreuz. Also ist es für mich noch nicht zu spät. Nein. Du kannst jetzt die Wahrheit noch nicht erkannt an. Bitte nochmal? Weil du die Wahrheit nicht erkannt hast. Okay, ja, ich muss dazu sagen, ich war nie so wirklich streng praktizierend, habe mich nicht viel auseinandergesetzt damit. Also, nee, du hast dich überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt, nichts. Nee, nicht wirklich, nee. Nichts, ja. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Danke euch und schönen Abend noch, ne? Hilf eine Entscheidung heute noch für den Herrn Jesus Christus. Warte nicht auf morgen. Alles klar, mein Besser. Gott segne dich und deine Familie. Und deswegen betet alle für Lukas. Und betet aber auch für diesen Mondi, damit, ja, ich hoffe, dass es umkehrt. Hallo? Gina? Ah! Das war Gino. Das war er, Gino. Gina wurde konvertiert gerade zu Gino. Das war zu der Gino. Shahada. Das war der Shahada dazu. Hallo, Ami? Ja. Ich habe eine Frage, also ich war ja letztes Mal auch da. Ich wollte fragen, also steht ja, ich weiß nicht, wo es genau noch stand, aber also die Verspottung des Heiligen Geistes wird ja nicht vergeben, oder? Ja. Richtig, ne? Und wie heißt es nochmal? Das heißt, wenn man ja sozusagen gegen Gott spottet, spottet man ja sozusagen gegen Vater, Sohn, Heiliger Geist, oder nicht? Ja, aber wenn du ganz speziell den Heiligen Geist erwähnst, so wie die Pharisäer das auch getan haben, als sie den Herrn Jesus Christus beschuldigt haben, mit einem dämonischen Geist die Dämonen auszutreiben, hat er gesagt, ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Kann denn ein Dämon mit sich selbst austreiben? Nein. Ihr habt den Heiligen Geist gespottet. Und du siehst, wie Muslime über den Heiligen Geist sprechen. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Yeah. Wenn die sowas machen, was meinst du, was der Herr Jesus Christus mit ihnen machen wird? Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Herr wird diese Herzen von diesen Leuten versiegeln, sobald den Heiligen Geist lästern. Achso, okay, dankeschön. Ich wollte noch fragen, hast du die Stelle, wo, ich glaube, das war Jeremia 19,11 oder so genau, ich weiß nicht mehr genau, aber da, wo gesagt wird, dass es jemand versucht, das Buch zu lesen, der es aber nicht lesen kann? Das ist Jesaja 29, müsste es sein. Okay. Ja, das ist, da geht es um Israel und die Auslegung des Gesetzes. Und das sind Sachen, die niemand öffnen kann oder auslegen kann. Und da geht es auch darum, dass diese Leute auch verflucht werden. Also wenn Mohammed gemeint ist, dann akzeptiere ich das. Dann ist Mohammed ein Verfluchter. Achso, okay. Und ich würde noch fragen, hast du nochmal den Tafsir, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber da, wo irgendwie jeder Muslim zuschaut, wie die Christen oder so gefoltert werden? Achso, das ist Sure 83, Vers 35 bis Sure 83, Vers 33 bis 35. Da wird der Allah den Muslimen so Kino-Feelings geben. Der wird sie also da hinsetzen mit UCI-Popcorn und dann werden sie im Himmelreich, wird dann so Tor aufgemacht und dann werden die so sehen, wie die ganzen Schädel explodieren, Blut rausspritzt und diese ganze Unsinn, TikTok-Sportliche. Und ich wollte noch fragen... Und dann werden die so lachen, die Muslime bei uns Christen. So, guck mal, die werden gequält, ja. Krank. Und ich wollte noch fragen, also es gibt ja sozusagen, also ich bin zum Beispiel orthodox, also getauft. Und es gibt ja zum Beispiel orthodox, katholisch, Freikirchler. Also, und ich wollte fragen, also wie ist es sozusagen dazu gekommen, dass diese Bücher sich so unterschieden haben? Also, soll ich drauf antworten oder willst du drauf antworten? Mach gut. Mein Bester. Die Orthodoxen haben ja 76 Bücher. Die Katholiken haben 73 Bücher. In Wirklichkeit hat die Bibel nur 66. Der Rest nennt sich Apokryphen, hinzugefügte Bücher, die ab dem 5., 4. Jahrhundert hinzugefügt worden sind. Also da wollten die aktiv, richtig aktiv weltweit hinzufügen. Kein Jude hat diese Apokryphen akzeptiert, ja, wenn nur die ganz kleinsten Sekten, die keine Juden letztendlich dann sind. Und wir sehen, dass das Alte Testament nur 39 Bücher hat, ganz klar. Die Apokryphen sind im 1., 2. Jahrhundert datiert vor Christus, aber die Bibel mit Maleachi, der letzte Prophet und das letzte Buch der Heiligen Schrift der Bibel im Alten Testament, in Buch 39,
ist natürlich Malachi, 4. Jahrhundert vor Christus. Und prophezeit Jesus und prophezeit natürlich Johannes den Täufer. Malachi 3,1. Alles seine Richtigkeit. Aber der Heilige Geist ist nach Malachi, Haggai und Zacharja entwichen. In ganz Israel. Bis Johannes der Täufer wiedergekommen ist. Weil er den Heiligen Geist schon im Bauch hatte. Bei der Mutter. Lesen wir in Lukas Evangelium Kapitel 1. Also, die Apokryphen bezeugen nicht mal selber, dass das Propheten geschrieben haben. Das ist einmal ein Apokryph, 1. Makkabäer, Kapitel 9, 27. Kein Prophet hat sie geschrieben, kein Prophet hat da gelebt, ja, und diese Bücher zu schreiben. Also sind diese Bücher von irgendwelchen Menschen geschrieben, die nicht von Gott inspiriert sind. Die haben einen Widerspruch zur Bibel, Tobit, Kapitel 12, 12. Das ist auch ein Apokryph. Da steht drin, dass man die Gebete an die Engel abgeben kann und die geben es Gott weiter. Aber wir beten keine Engel an. Oder die Heiligen, sowas gibt es gar nicht. Ja, wenn es einer ankommt, gut, die Septuaginta kann man als Übersetzung nehmen, kann man als Übersetzung nehmen. Hat die Septuaginta Apokryphen? Ja klar, hat die Septuaginta Apokryphen. Aber somit die Apokryphen akzeptieren, klares Nein. Denn viele behaupten, Jesus hat dort der Septuaginta gelesen. Das stimmt nicht, Septuaginta ist auf Griechisch. Und wir wissen, dass Hebräisch, Aramäisch, ja, geschrieben worden ist damals. Und der Herr Jesus hat auf Hebräisch, Aramäisch gelesen. Also er hat aus dem Kanon der Tanach gelesen. Das war der erste Kanon, Tanach. Und nicht römisch-katholisch im 4. und 5. Jahrhundert, ja, wo da gewisse Apokryphen hinzugefügt worden sind. Und das ist sehr, sehr wichtig zu betrachten, meine Lieben. Sehr wichtig. Jesus hat nie aus der Septuaginta gelesen und das ist Fakt. Und was passiert jetzt zum Beispiel mit Leuten, die diese Apokryphen annehmen? Ja, die Bibel in Offenbarung spricht davon, wer was hinzufügt, so wird er die Plan Gottes hinzugefügt werden, ne, wer sowas hinzufügen möchte. Und ich sage dir, beispielsweise, Aline, hast du von jemals gehört, dass du von neuem geboren werden sollst? Nee. Nee, ne? Orthodox, Katholiken predigen nie sowas, ne? Nee. Hast du ja nie gehört, sonst würdest du ja nicht fragen. Siehst du? Aber lies mal Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus sagt, wer nicht von neuem geboren ist, wird das Reich Gottes nicht erben. Ja. Hast du gesehen, wie die Kirchen agieren und wie die Bibel agiert? Ja. Siehst du? Und dessen sage ich dir, du musst von neuem geboren werden, heute noch. Und die Religion verlassen. Du kannst dir gerne meinen TikTok-Kanal angucken, das fixierte Video. Drei Gründe, ich habe drei Fakten hingelegt. Ich könnte noch mehr legen, aber drei Fakten genügen schon. Warum die orthodoxe Kirche und katholische Kirche eine Katastrophe ist, mit die evangelische zusammen. Das heißt, würdest du jetzt sagen, dass es unmöglich wäre, in den Himmel zu kommen, wenn man orthodox ist oder halt katholisch? Nee, nicht unmöglich, in den Himmel zu kommen. Wenn man nicht von neuem geboren ist, wird man eh nicht im Paradies kommen. Das sagt Jesus, das sag nicht ich. Wenn jetzt aber jemand wiedergeboren ist, und jetzt sind diese religiösen Wahnsinn so drin, ja. Aber er erkennt gerade die Wahrheit und geht Stück für Stück raus. Aber er kannte wenigstens die Wiedergeburt. Du kanntest die ja nicht. Deswegen bist du ja nicht von neuem geboren, ist ja klar. Und dann geht er ja Stück für Stück raus. Ich war Katholik zum Beispiel. Ich war von neuem geboren. Aber dann habe ich dann gemerkt, so Stück für Stück immer mehr aus katholischer Kirche rausgehen, weil ich gesehen habe, ja, da ist nicht die Wahrheit, sondern die Bibel. Jesus ist die Wahrheit. Nur die Bibel allein. Mit der Bibel machst du nicht falsch. Weißt du, was in der Bibel steht? Ermutigt, erbaut und errettet. Und weißt du, wie du den Heiligen Geist bekommst? Wenn du deine Sünden heute Gott abgibst und ihm nachfolgst, wiedergeboren werden. Durch Glaube bist du gerettet. Schreib dir das auf. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Dein Glaube gibt dir den Heiligen Geist. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Dankeschön. Und ich wollte mal sagen, also wo ich getauft wurde, muss ich auch sowas sagen. Also, aber das ist ja oder was anderes, oder wie? Die Taufe, die du da gemacht hast, die ist jetzt sowieso falsch, weil du musst erst von einem geboren werden, dann kannst du dich taufen lassen. Davor war nur Wasserplanschen. Wasserplanschen. Okay. Ja, ich weiß das. Ich meine nicht, okay, das ist ja ernst. Das ist ja nur Wasserplanschen. Und also weiß man sozusagen, an was die Kirchenväter geglaubt haben? Die Kirchenväter, die widersprechen sich. Ne? Beispielsweise Augustinus von Hippo sagt einmal, Petrus ist der Fels. Und darauf ist ja die Kirche und so weiter. Gut, einmal sagt Augustinus von Hippo, wieder in seinem anderen Werk, Petrus ist nicht der Fels. Okay. Johannes Christostomus sagt dann, das ist ein Kirchenvater von euch auch noch, sagt dann auf einmal,
Ja, Petrus ist nicht der Fels. Ja gut, wir haben jetzt die Kirchenväter, die widersprechen sich. Und ich kann noch weitere geben. Wenn du mein Video anschaust, 3 Fakten gegen die komplette Kirche, zeige ich sogar Kirchenväter. Und die widersprechen sich. Also auf Kirchenväter, wenn die sich widersprechen, sind nicht vertrauenswürdig. Aber wer ist vertrauenswürdig allein? Die Bibel, oder? Ja, aber... Merk dir diesen Satz allein. Mündlich, guck mal, mündliche Überlieferung muss mit schriftlicher Überlieferung einstimmig sein. Ist es nicht einstimmig, hat die Schrift immer gewonnen. Weil das ist eine Quelle, die du schwarz auf weiß hast, das andere stille Post. Und also das heißt, aber Jesus hat doch irgendwie die Kirche hinterlassen, oder nicht? Nein, 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 nein. Jesus ist die Kirche. Also so gesehen, wir sind die Kirche, ja? Auf Jesus Christus gebaut, weil er der Grund ist. Da musst du erst Korinther lesen. Ich glaube, Kapitel 11, Vers 3 war es, glaube ich. Müsste das sein, ja. Dann, da ist der Grund gelegt, Jesus Christus. Er ist der Eckstein. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Er ist der Eckstein auch noch, wie wir alle wissen. Und wir sind die lebendigen Steine, wie Petrus es behauptet, drauf aufgebaut. Und nicht nur das. Ein geistliches Haus, betete Petrus es. Also nicht ein physisches, sondern geistlich. Du bist die Ekklesia, mein Bester. Das heißt Kirche, Gemeindeversammlung auf Deutsch übersetzt. Und die starke Übersetzung ist immer Versammlung, Gemeinde und nicht Kirche. Kirche ist noch schwach übersetzt. Und wie, also wie soll ich es mir vorstellen, dass so viele Leute dann katholisch, evangelisch, also... Ja, Abraham konnte auch nicht glauben, dass bei Sodom und Gomorra nicht 50 Leute gerettet sind. Dann sagt er, aber Herr, nicht 50 Gerechte in dieser Stadt? Wenn es doch 50 gibt, Herr, dann verschone doch diese Stadt. Dann sagt er, um 50 Gerechte, um deinem Willen werde ich diese Stadt verloren, wenn es 50 Gerechte gibt. Dann sagt er aber, nein, 40 Gerechte. Herr, bitte 40, um deinen Willen 40. Und dann sagt der Abraham, nein, 30, nein, 20, nein, 10 und nein, 5. Um 5 Gerechte werde ich es um deinen Willen verschonen. Und es waren nicht mal 5 Gerechte in eine ganze Stadt. Weil du weißt, was mit Sodom und Gomorra passiert ist. Ja, so ungefähr. Zerstört, kaputt gemacht. Der Herr hat die alle gerichtet. Siehst du? Mhm. Und wenige gehen den engen Weg, viele gehen den breiten Weg. Weil der breite Weg ist angenehm. Das ist, du kriegst keinen Ärger, du hast deine Gemeinschaft so groß. Aber der enge Weg, da ist alles unangenehm. Du hast nur Probleme, aber du hast dafür die Wahrheit. Jesus Christus, den Wahrhaftigen. Jesus sagt, wenn sie euch hassen, so vergiss nicht, mich haben sie zuerst gehasst. Und ich sage dir, dass die orthodoxen Katholiken, diese evangelische Kirche auch, alle umkehren müssen und von neuem geboren werden müssen. Die gehen alle Richtung Hölle. Alle? Ja, sagen wir mal 99%. Ja, weil die Lehre ist ja falsch. Die Lehre ist so 100% falsch. So, sagen wir mal, die ein, zwei Menschen, also diese, es gibt bestimmt die einen oder anderen, der da drin und wiedergeboren ist und dann aber von alleine dann verlassen wird, weil er ja wiedergeboren ist, weil er es ja Stück für Stück erkennt. Aber die Masse verloren. Und was soll man machen, wenn man es nicht wusste? Also Gott ist ja gerecht. Nee, es gibt keine Ausrede. Der Herr lässt sich nicht einfach sterben und sagt so, ja, du wusstest jetzt nichts, ne, und das ist jetzt okay. Nein, der Herr ruft dich 2 bis 3 Mal mindestens. Wie jetzt gerade, der hat dich jetzt gerade gerufen, hier und jetzt. Könnte ich auch nochmal die Stelle haben mit der Wiedergeburt? Ja, Johannes 3, Vers 3. Und wenn du Vers 5 liest, dann steht drin, wer dann nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Okay. Wasser ist die Reinigung der Sünden gewesen, des Alten Testamentes. Heute, was reinigt dich heute, mein lieber Alain? Denk mal nach, was reinigt heute deine Sünden? Wiedergeburt. Ja, aber was ist das symbolisch? Und faktisch, das ist das Blut des Herrn Jesus Christus. So, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Also, wo schaust du mal mit der Wiedergeburt? Johannes 3, Vers 3 und Vers 5. Und dann bitte noch 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 noch dazu lesen. Vers 3. Jesus antwortet, Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, das? Genau. Von neuem. Von neuem, ja, der hat die eine Übersetzung. Also da steht diese Sprache, aber die ist okay. Also da steht, wenn jemand nicht von oben geboren wird. Ja, oben heißt doch von neuem geboren werden. Das also, ist aber schwach übersetzt, Alain. Du musst die Schlacht der 2000 oder Elberfelder lesen. Kann er das Reich Gottes nicht sehen?
Aber von oben geboren, wer kannst du auch sagen als Beispiel? Ist jetzt ein Umlautwort, ja, aber ist trotzdem das Gleiche. Was heißt denn von oben geboren werden, Aline? Ja, also halt neu geboren werden. Siehst du, hast du erkannt, dass das nur ein anderes Wort einfach nur genannt worden ist. Aber das ist, ne, dieses oben geboren, das ist. Aus dem Geist Gottes, aus Gott geboren. Hier auf der Erde, menschliche Geburt rettet dich nicht. Du kannst dich einfach durch eine menschliche Geburt in irgendeiner religiösen Instanz oder Institution errettet sein. Dann werden ja alle Menschen irgendwo errettet, weil sie zufällig in die Wahrheit hineingeboren sind. Nein, der Herr ist gerecht. Es gibt keinen zufällig in die Wahrheit hineingeboren. Du musst also von oben geboren werden, aus dem Geist Gottes. Aus Gott musst du geboren werden. Okay, danke schön. Ja, danke. Schau dir die Videos an, Aline, da kriegst du noch mehr Antworten. Geh in meinen Kanal, schau dir das an. Direkt fixierte Video, drei Fakten, das hat 150.000 Aufrufe. Schau es dir an. Mama. Aber eine Frage, Johannes hat ja Johannes geschrieben, oder? Ja. Ja. Und hat Petrus oder Paulus auch was zu der Wiedergeburt geschrieben? Ja, ja, sicher. Natürlich, guck dir mal die Briefe an. Wo? Genau. Kannst du es eingeben? Die Wiedergeburt auch im Geiste, erwähnt der Apostel Paulus auch. 1. Petrus Kapitel 1, direkt mit der Wiedergeburt. Warte mal, ich gebe dir die Stelle, 1. Petrus. Erster Petrus, Kapitel 1, direkt am Anfang, ja? Also wo? Ja, gelobt sei, also ab Vers 3, ja? Korinther, oder? Nein, erster Petrusbrief. Der Apostel Petrus spricht auch nochmal über die Wiedergeburt. Erster Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Vers 3. Okay. Vers 3, hier ist auch 1,23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, genau, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ja, genau, aber fangen wir erstmal mit 3 an, 1. Petrus 1, Vers 3. Einen Moment. Lies mal mir. Ja, du sollst das selber lesen am besten. Achso, ja, Aline, lies mal selber lesen. Ich muss gerade rübergehen, also es dauert so. Ja gut, dann lies. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und hier können wir auch sagen, dass, siehst du, wenn zum Beispiel auf Petrus der Fels und die Kirche gegründet ist und die Leute sich darüber lustig machen, dass die Leute von Neuem geboren werden müssen, da machen sie sich automatisch lustig über Apostel Petrus, der gesagt hat, wir sind wiedergeboren. Die machen sich lustig sogar über den Herrn Jesus. Okay. Und ich habe ja, also ich habe, glaube ich, die katholische Bibel schon gefragt. Könnt ihr mir da irgendwelche Apokryphen zeigen, die nicht übereinstimmen? Apokryphen sind 1. Makkabäer, Buch Kapitel 9, 27. Wie bitte? 1. Makkabäer. Makkabäer, okay. Wo ist aber das? Der erste davon, ne? Erste. 1, Makkabäer und dann Kapitel 9. Okay. Okay, warte, sag mir einfach die Zahl, also dann suche ich dich, ne? Ja, Kapitel 9, 27. Okay, dankeschön. Da steht drin, kein Prophet hat da geschrieben. Es hat da kein Prophet gelebt. Nichts. Wer hat das geschrieben? Der ist nicht von Gott inspiriert. Moment. Historische Fakten sind da auch fatal. Sehr, sehr katastrophal. Oder du musst Tobit 12,12 lesen. Wie? Gebete an Engel abgeben, der gibt es an Gott weiter. Ich gebe doch meine Gebete doch nicht an Engel ab, ich gebe meine Gebete direkt an Gott ab. Das widerspricht Moses Gesetz. Da empfehle ich dir, geh in meinen Kanal, ganz runter scrollen, da habe ich so einen blauen Poloshirt an, Apokryphen auf dem Prüfstand, da gebe ich dir alle Bibelverse. Und dann lese ich es vor und dann widerlege ich komplett die Apokryphen. Ah, ich habe Makkabäer gefunden. Makkabäer, der erste Brief. Ja. Der erste Brief, 9,27, ja, richtig? Genau. Da steht drin, dass keine Propheten da gelebt oder geschrieben haben. 9,27. Und wenn keine Propheten sie geschrieben haben, wer hat sonst diese Dinger geschrieben? Von wem? Große Bedrängnis herrschte in Israel, wie noch keine geherrscht hatte, da die Propheten nicht mehr auftraten. Siehst du? Nicht mehr auftraten. Ja, wer hat denn sonst die Makkabäer dann geschrieben? Wer sind diese Leute? Also Menschen. Von was sind die denn inspiriert? Von Heiligen Geist ganz sicher nicht. Es waren immer Propheten. Okay. Ja, also die immer mit Gott hier in Verbindung sind. Die haben nichts, die sind einfach nur, ja, ich schreib mal was. Die sind, wenn du die liest, die sind sinnlos. Okay. Die haben keine Weisheit, nichts. Die sind wirklich
Ganz, ganz komisch drauf. Und dann kannst du Tobit 12,12 sehen und dann widerspricht das Mosesgesetz. Was ist das? Darf das Mosesgesetz nicht widersprechen, weil die Apokryphen beruhen sich doch des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Also dürfen die Mosesgesetz nicht widersprechen. Und die Juden haben die nicht akzeptiert. Kein bisschen. Die Juden haben diese Apokryphen immer weggetan. Es gibt immer einer, der verwirren möchte. Das ist der Teufel. Okay, dankeschön. Einer schreibt, das kann ich jetzt nicht bezeugen, einer hat jetzt einen Kommentar geschrieben, Tobit Kapitel 6, Vers 19, praktizierende abergläubische Methoden, sag ihnen das. Musst du prüfen, weiß ich ja selber nicht. Muss ich selber auch mal anschauen. Okay. Ob das Tobit 6, 19 abergläubische ja, genau, Sachen ist. Da ist halt dieser Engel, der eben Tobit beibringt, Okkultismus zu betreiben. Ach, Wahnsinn. Ja. Tobit 6, 19, da muss ich selber... Kannst du das mal öffnen, mein Bester? Ich will das mal hören. Tobit, Alte Testament? Ja, ja, ist ja laut Apokryphen und so, das ist ja Alte Testament. Tobit 12,12, aber das gehört ja nicht zum Alten Testament. Aber da findest du es wieder in diese katholischen Bibeln und orthodoxen. Aber wieso? Also es gibt auch Leute, die das bestimmt studiert haben. Es ist keinem aufgefallen, oder wie? Nein. Das sind den Leuten aufgefallen. Das heißt ja auch Apokryphen. Aber die Leute sind ja nicht wiedergeboren, ne? Die interessieren das nicht. Ist so also mehr und so besser. Tobit, wie viel? Tobit, Kapitel 6, 19. Lies mal vor. Ich bin mal gespannt, Tobit, was da jetzt steht. 19. Tobit, ja. 6, 19. Das ist Tobit 1. Ich bin mal gespannt. Habe ich ein neues Argument da? Tobit 6, 19. Es steht drin. Ich muss kurz 19 finden. Hier. Als Tobias Raphaels Worte hörte, dass Sarah seine Schwester aus der Nachkommenschaft des Hauses seines Vaters war, gewann er sie lieb und sein Herz hängte sich an sie. Ist das? Ist das Tobit 6, 19? Also ich es ist gesagt, Tobit 6, Vers 8. Da sieht man eben, dass der Engel dem Tobit beibringt. Also 6, 8 oder 6, 19? 6, 8. Diesmal Tobit 6, 8. Er antwortete ihm, lass das Herz und die Leber des Fisches von einem Mann oder einer Frau, die von einem Dämon oder einem bösen Geist angefallen werden, im Rauch aufgehen und jeder Anfall wird vertrieben werden. Siehst du? Das heißt, also, solche okkulte Praktiken zu machen, um Dämonen zu vertreiben. Also 6, 8 war das dann. Mhm. Die Dämonen werden in Ewigkeit nicht mehr bei ihm bleiben. Also ich verstehe das irgendwie krass, im Kontext nicht. Einer schreibt was im Kommentar. Das ist heftig. Das muss ich auch mal prüfen. Tobit 12, 9. Almosen reinigt von Sünden. Das okay, will ich jetzt hören. Also das ist heftig. Weil Bruder Reza, weißt du, wie die auf Tobit beruhen? Mit dir Tobit und seine Weisheit. Aber die Alten ja so seine Weisheit. Gibt es im Neuen Testament die Weisheit bei Vers 9? Eine Frage, gibt es im Neuen Testament Apokryphen? Da gibt es auch, die Orthodoxen haben sowas. Es gibt verschiedene Arten von Orthodoxen wieder. Ne? Dann gibt es noch nicht nur 76, dann gibt es noch 78 und dann gibt es noch 81. Ja, warum akzeptiert man die jetzt nicht? Ja, ihr habt noch verschiedene Orthodoxie. Ja, koptisch-orthodox heißen die. Wie viel? Was? Mach mal Tobit Kapitel 12, Vers 9. Und dann kannst du auch gleich Vers 12 noch lesen. Aber erstmal Vers 9. 12, 9. Errettung durch Werke. Stark, meine Lieben, ne, dass ihr euch so gut auskennt. Sehr gut, ehrlich. Aber das müssen noch safe irgendwelche Metaphern sein oder so. Also nein, mein Bester, lies mal vor. Lies mal 12. Almosen retten aus dem Tod, sie reinigen von aller Sünde. Boah, das ist schön. Ey, meine Lieben, ihr habt mir was neues Argument gegeben. Lies mal bitte ein paar Verse weiter, noch Vers 12. Ein Moment, ich schaue kurz davor. Also davor steht, besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Almosen zusammen. Wahnsinn, das ist keine Metapher, das ist eine komplette Irrlehre. Was für Almosen? Das ist ja wie Mohammed. Du kannst mir da Geld geben und dann gebe ich dir ein Grundstück im Himmelreich. Was sind überhaupt Almosen? Alles nicht. Almosen ist Geld, mein Bester. Es gibt Muchachos, verstehst du? Was? Ja, Geld, es geht um Geld. Du sollst mir Geld geben und dann bist du... Besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Geld sozusagen zusammen mit Gerechtigkeit. Das heißt, geh spenden, geh immer Geld abgeben. Und durch Spenden kriegst du Reinigung. Was ist das denn? Almosen geben ist schöner als einen Goldschatz sammeln. Aber ja, Spenden ist schön, aber Spenden rettet dich nicht und Spenden reinigt deine Sünden nicht.
Aber das muss ich doch sozusagen auf ganze Kontext ziehen. Und ich, also weil die Bibel ist ja komplett auf Kontext aufgebaut. Tobi 12, wer soll das genauso so verstehen? Ja, zum Beispiel bei dem anderen, also im Alten Testament steht auch, glaube ich, irgendwie, dass man Freude hat, die Kinder umzubringen oder so. Aber die wurden ja gezwungen. Das hat doch ein, da musst du wirklich doch Kontext lesen. Da hat doch damit was ganz anderes von, was ist Freude? Ja, da hat ja nicht der Herr gesprochen. Ja, aber Tobi 12, 9, dann liest du von mir aus sogar Vers 1. Da kannst du alles lesen. Aber lies mal Vers 12 bitte jetzt. Vers 12. Guck mal, was da steht. Tobi 12, 12. 12, 12? Ja. Nun also, als ihr gebetet habt, du und Sarah, war ich es, der euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn getragen hat und es dort in Erinnerung rief und ebenso, als du die Toten begrubst. Siehst du, die Gebete an den Engel geben. Wer spricht also Engel da? Anbieten. Welche Engel? Welche Engel spricht? Wer hat da gerade geredet? Keine Ahnung, bestimmt Jibril oder so. Ja, ein Engel. Ja, aber hä? Ein Engel war da. Das macht doch gar keinen Sinn. Also lies noch mal vor. Also nun, als ihr gebetet habt, du und Sarah, war ich es, der euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn getragen hat. Ja, wer hat es getragen und wer hat da gerade geredet? Das war ein Engel. Ja, könnte es auch nicht sozusagen dein Gebet sein? Okay, ich nehme jetzt deine Gebete allein und ich renne kurz zu Gott. Könnte es nicht sozusagen der Heilige Geist sein, der es empfängt? Nein, oder? Das ist ein Engel gewesen. Aber ich frage mich, wo kriegt man dann diese Impfung? Also wo finde ich das, wer mit Sarah und dem Jungen geredet hat? Ich verstehe das gar nicht. Da steht nur drin, okay, sagen wir mal Mensch. Okay, welcher Mensch hat deine Gebete und rennt ja zu Gott und gibt das ab? Nein, ich meine nur, wo steht das? Also sozusagen, wo der Engel sich den Leuten offenbart. Wie den Engel sich offenbart? Was meinst du damit? Wo findet man heraus? Also wo fängt dieser Dialog an zwischen dem Engel und Sarah und dem anderen? Dann von mir aus interpretiert der Mensch da rein. Aber lies mal. Lies mal Vers 1, dann können wir Kontext gerne lesen. Fang mal Vers 1 zu lesen, dann verstehst du wieder dein Vers 9 gleich und dann verstehst du gleich Vers 12. Fang mal an. Tobit 12, 1 oder Tobit 1? Ja, 12, 1. Okay, als die Hochzeitsfeierlichkeit an ihr Ende kam, rief Tobit seinen Sohn Tobias und sprach zu dem Kind: Sieh zu, den Mann, der mit dir gegangen ist, den Lohn zu geben und ihm auf dem Lohn noch etwas draufzulegen. Ja, also 2, Tobias antwortete ihm: Vater, wie viel Lohn soll ich ihm für seine Dienste geben? Wenn ich ihm die Hälfte des Vermögens gebe, das er mit mir hergebracht hat, trage ich keinen Schaden davon. Und weiter. Weiter, bis 12. Er hat mich gesund heimgebracht, meine Frau geheilt, das Geld mit mir gebracht und dich gesund gemacht. Wie viel kann ich ihm als Lohn jetzt geben? Tobit sagte zu ihm: Es ist ein gerechter Lohn, Kind, wenn er die Hälfte von allem erhält, was er mitgebracht hat. Tobias rief ihn und sprach: Nimm die Hälfte von allem, was du mitgebracht hast, als dein Lohn und zieh wohlbehalten weiter. Da rief er beiden zur Seite und sprach zu ihnen: Preist Gott und bekennt ihn vor allen Lebenden das Gute, was er euch getan hat, damit wir ihn preisen und seinen Namen Lob singen. Macht allen Menschen Ehren, die Worte Gottes bekannt. Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, die Werke Gottes aber zu offenbaren und Ehren zu bekennen. Tut das Gute und das Böse wird euch nicht finden. Besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Almosen zusammen mit Gerechtigkeit als Reichtum zusammen mit Unrecht. Wie siehst du? Ich verstehe, aber... Siehst du das Vers 9? Siehst du? Das Vers 9 gezeigt hat, Almosen, Abgabe und dann sind die Sünden vergeben. Bruder Amir, hast du das gehört? In der Apokryphen steht drin, wenn du Almosen abgibst, sind deine Sünden vergeben. Das ist besser. Ja, das ist die katholische Kirche, das ja, diese Ablassbriefe, siehst du? Und Orthodox auch. Ich habe eine Frage. Also, der Adel ist immer noch da. Ich dachte, der wäre schon dreimal abgehauen. Also da steht ja, also da sagt er irgendwas, da redet er ja mit seinem Sohn und wem gibt er den Lohn? Also dem Engel oder wie? Ich sage, mein Bester. Wenn du Vers 12, dann muss jetzt Vers 10, 11 und 12 lesen und dann hast du die Antwort mit deinem Engel.
Also mit diesen Gebetern, diesen Personen geben und dann gibt es Gott weiter. Ja, ich verstehe es halt nicht. Gibt man diese Almosen dem Engel? Nein, Almosen, achso, das meinst du. Ja, einfach generell Almosen. Gib irgendwelche Menschen Geld, du hast gute Werke gemacht und gute Werke reinigt deine Sünden. Was ist das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, siehst du, du hast es erkannt. Ja, habe ich. Du hast es erkannt. Siehst du, was eine Katastrophe du nachläufst und du hast nur gerade 0,1% erkannt. Oder hier, 2. Makkabäerbuch, Kapitel 12, 43, 45. Gebet an Verstorbene. Wo sind wir denn gelandet? Sind wir bei den Muslimen, oder? Ja. Ich werde mich auf jeden Fall damit nochmal mehr befassen. Ich beschäftige dich, Alain. Ich folge dir, aber ich sage es dir immer wieder, das muss ich auch immer alle anderen sagen. Es gibt Leute, die werden dich anschreiben, dich verwirren wollen. Das sind orthodoxe Katholiken. Mach dir keine Sorgen. Die machen das immer. Die haben nichts anderes zu tun. Ich sag dir eins. Frag heute Gott, heute, wer bist du, was ist die komplette Wahrheit? Ich verstehe das alles hier nicht. Und wenn du es erkannt hast, nimm den Herrn Jesus Christus schnellstmöglich richtig an und sei von neuem geboren. Sonst gehst du nicht in Paradies. Und wenn du morgen stirbst und du nicht von neuem geboren bist, gehst du in die Hölle. Und das muss ich dir sagen. Schau dir die Videos jetzt an, mein Besser. Nicht bei der Live, geh jetzt in meinen Kanal. Schau dir das mit 3 Fakten an. Geht nur 3 Minuten. 3 Minuten ist nicht viel. Und dann siehst du noch mehr Katastrophen. Mit Kirchenväterbeweise. Okay, mach ich. Okay. Gottes Segen, mein Bester. Gottes Segen. Betet alle für Alain, ne? Betet für den. Dankeschön. Der Emmert hat auch Kamelurinleitung. Ja, super. Gott, ist immer noch da. Das auch. Nein. Bist du geistig weg oder was ist los mit dir? Körper ist da, aber Geist ist bei napolitanischer Pizza. Das Fleisch ist schwach, doch der Geist ist willig. Ne? Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Ne? Genau, wo die eingeschlafen sind. Der Herr sagt, komm, wacht mit mir mal eine Stunde. Oder Reza, Reza, guck dir das mal an. Tobit 6, Vers 17, 18 von der Schwester Semia. Ja. Durch ein Ritual, Zauberei, Leber plus Herz und Fisch verbrennen, vertreibt man Dämonen. Da habe ich doch gesagt, ja, 6, 8, genau, haben wir ja gerade vorgelesen. Genau, das war Okkultismus, was der Engel Tobit beigebracht hat, mit Verbrennen von Fischleber und Herz. Ah, der hätte 17 noch vorlesen müssen und die Person hat nur 19 gelesen, das war das Problem. 17, 8 hätte er lesen müssen. Aber heftig, ne? Wahnsinn. Ja. Abu Fitna. Was ist ein Name? Abu Mitzwa. Abu Fatima. Abu Batima. Also, da kam heute ein Schiite zu mir rein, da sagt er, der Allah hat durch Ali, die Ahlul Bayt und Muhammad die ganze Welt geschaffen. Weißt du? Also Ali da, ist der Schöpfer, ja? Ja, genau. Da meine ich so, jetzt zeig mir mal bitte einen Vers aus dem Koran. Da gibt er mir Sure, was war das? Sure 3, irgendwas, 3 Vers. Ich weiß nicht mehr genau. Irgend so ein, meine ich so, wo ist denn jetzt der Vers, wo Allah die Welt durch die Familie von Muhammad geschaffen hat? Ach, die Familie auch noch. Ja, Ahlul Bayt ist ja die Familie. Ach so. Durch Ali, Hassan, Hussein, Ali, also Ali, Hassan, Hussein und Fatima und die ganze Bande von Muhammad. Die waren alle bei der Erschaffung des Universums und der Welt dabei. Ja, natürlich. Der Allah hat den Ali benutzt, um das Ganze zu machen, ist er. Wahnsinn. Nicht denn Mehmet? Nee, Ali. Achso, ja gut, solange der Ali das gemacht hat und nicht ein Mehmet, dann. Ja, und jetzt ist der Manuelsen zum schiitischen Islam konvertiert, ist er. Hallo. Ja. Deswegen. Hallo. Ich wollte mal was fragen, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in eine Pfingstlergemeinde geht und die legen Hand und sowas auf, da habe ich mich ehrlich gesagt nicht wohlgefühlt, weil ich da irgendwie keinen Sinn bei gesehen oder erkannt habe, was der Zweck dahinter ist, dass die Leute sich dann fallen lassen, umkippen, die Augen verdrehen, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Dann habe ich aber so oft gefragt mit der Zungensprache, was das auf sich hat, weil ich habe dann selber auch nachgelesen, eine Stelle, wo dann steht, man kann es, wenn da jemand ist, der es halt auslegt, dann ist das in Ordnung. Aber irgendwie denke ich mir auch, wo ist da der Sinn? Warum soll da jemand was in anderen Sprachen sprechen, auch wenn er das vom Heiligen Geist empfangen hat? Was
dass wir gar nicht dann, die da sitzen, verstehen und mitbeten und gar nicht wissen, was die da reden. Wo ist da der Sinn und der Zweck? Was ist jetzt also, daran richtig und falsch? Also guck mal, die Zungensprache diente bei 1. Korinther 14, Vers 22 ganz klar. Es galt an die Ungläubigen und die Weissagung an die Gläubigen, damit die Ungläubigen die Wundertaten sehen und dann es erkennen und dann die Auslegung hören, wie Vers 28, es muss ausgelegt sein, damit die auch die Message verstehen, beides. Und damit die dann gläubig werden. Aber die Zungensprache ist kein Ratatatata, sondern echte Fremdsprachen. Und die Fremdsprachen haben aufgehört. 1. Korinther 13, Vers 8. Ja, man sagt ja, das ist das, was die von Heiligen Geist empfangen in dem Moment, oder? Das ist doch nicht Heiliger Geist. Frag dich doch einmal selber, wenn du zum Beispiel diese Leute rumgackern siehst und sie aufspringen von ihren Stühlen und wie wilde Affen so rumlaufen und einfach so die ganze Zeit. Ist das der Heilige Geist? Nein, also ich empfinde das dann nicht so. Und, das ist verstörend. Ich bin da auch nicht mehr weiter hingegangen, aber wenn man das dann so nachfragt. Die charismatische Bewegung ist dazu da, den Glauben vor den Menschen zu zerstören. Mehr ist das gar nicht. Dieser Geist ist da, um die Leute zu verwirren und sagt, guck dir mal die verrückten Christen an. Ja, aber das sind doch auch Christen trotzdem da drin. Nein. Die auch persönlich, das sind richtige Christen, die teilweise diese Zungenrede machen und deswegen. Nein, Mrs. Jack, wie heißt die Mrs. J? Das ist genauso, als kleines Beispiel, damit du das verstehst. Innerhalb dieser Geist hat sich ja nicht nur bei uns eingeschlichen, sondern auch bei den Muslimen. Das ist diese sogenannte Sufi-Sekte. Hast du schon mal gesehen, wie die Sufisten dann anfangen, so Mystiker sind das? Genau, die drehen sich im Kreise wie ein Wirbelwind. Hast du das schon mal gesehen? Ganz genau der gleiche Unsinn, was die Charismatiker machen. Zappeln auf dem Boden und dann macht jemand so Yoga Flame und dann macht er so. Ja. Der Ding ist, legt Hände auf, der Imam legt Hände auf, berührt die einmal, warte kurz, Bruder Pablos, der Imam legt einmal seine Hände auf diese Muslime und auf einmal empfangen die einen Geist, genau wie bei den Charismatikern. Und dann fangen diese Leute auf einmal zu zappeln und zu springen und zum Rennen und den Kopf so hin und her am Zappeln. Genau dasselbe Phänomen wie die Charismatiker, wenn sie anscheinend so den Geist empfangen. Das sind aber unreine Geister, die sie empfangen, weil sie nicht wiedergeboren sind, diese Leute. Reza, der hier, pass mal auf, kennt ihr den? Warte. Ja, genau, das ist so ein islamischer Charismatiker. Ja, aber diese Leute in der Gemeinde, da gehen ja viele Leute hin. Und wollt ihr dann, also seid ihr dann der Meinung, die sind aufgrund dessen, obwohl die den Herrn Jesus Christus anbeten. Obwohl nicht meine dieselbe, Meinung, die Bibel sagt, die ja, sind nicht wiedergeboren. Ja, dieselbe Bibel wie wir auch. Die predigen eigentlich dasselbe, was der Armee hier drinnen auch alles sagt. Und aber meint ihr dann, die sind dann trotzdem nicht errettet, die predigen weil sie nicht halt das gleiche Sprache machen? Die predigen nicht das, die predigen ein falsches Evangelium. Lies mal Römer Kapitel 16, Vers 17, 18. Ja. Lies mal ganz laut vor. Und dann siehst du, was der Apostel Paulus über diese Menschen sagt. Also, beziehungsweise Gott, der Heilige Geist. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Guck mal, einer schreibt schon richtig nicht, boah, wenn ich das schon sehe, ne? Also ist das davon abhängig dann, egal wie... Lies mal Römer 16, lies das mal laut vor. Ja, ich habe gerade meine Bibel nicht vorliegen, weil ich jetzt hier gerade bei meiner Schwester bin. Ich sag mal, was da drin steht. Da steht drin, ich muss jetzt nachdenken. Da steht drin, wenn ihr einen Widerspruch zur Lehre habt, die ihr nicht von uns gelernt habt, ja, eine Lehre, die ihr nicht von uns habt, meidet sie, denn sie dienen nicht unseren Herrn Jesus Christus. Und die haben ihre Widersprüche. Zungenrede, Dämonenaustreibung in der heutigen Zeit, was eigentlich schon apostolische Zeit war, ist ausgelaufen. Da haben die ihre Wundertaten, dann haben die, keine Ahnung, ihre Zappeleien, epileptische Anfälle, Werksgerechtigkeit, alles ihre Lehre. Alles falsch. Prophetisch reden, das ist alles falsch. Wir haben keine Propheten mehr, es hat aufgehört. Ja, aber früher gab es das ja mit der Zunge. Ja, früher, früher gab es keine Werksgerechtigkeit, früher gab es kein Ratatatatata, früher gab es kein Rumgezappel, sowas stimmt nicht. Das ist immer eine Irrlehre gewesen. Und prophetisch Weissagen gab es früher. Der Rest gab es nicht früher.
Ja, also ich habe das so verstanden jetzt, ich habe das so aufgefasst, dass es das früher gegeben hat, weil ja in verschiedenen Sprachen, weil halt die Bibel nicht jeder hatte und so kam dann der Heilige Geist und hat dann halt diese Sprache, dass es halt jeder verstehen konnte. Genau, ja, aber irdische Sprachen. Wenn du Apostelgeschichte Kapitel 2 liest, um diese Sprachen zu erkennen, dort steht, dass die zum Beispiel in Arabisch gesprochen haben, Römisch und verschiedene irdische Sprachen, so wie Deutsch, Chinesisch, Griechisch. Das waren keine Schapatakatschapatakatatatapatsch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 
wir sind einmal gerettet, immer gerettet. Johannes 10, 27, 28. Also können wir nicht sagen, ja, das sind die abgefallene Gemeinde. Nein, sowas gibt es nicht. Einmal gerettet, immer gerettet. Die Leute, die nicht im Paradies gehen, obwohl die doch an Jesus glauben, die haben an einen falschen Jesus geglaubt. Wegen der falschen Botschaft. Durch Römer 16, 17, 18. So siehst du Kontext in der Bibel, damit du den Kontext verstehst. Ganze Bibel sogar nutzen. Nein, ich bin da auch im letzten Jahr ab und zu gelegentlich gewesen und irgendwann, weiß ich nicht, irgendwas kam dann immer zwischen, dann eine Autopanne, dann dies. Es sollte irgendwie auch nicht sein, wenn man eine Beziehung zu Gott hat, eine lebendige Beziehung. Irgendwie, ja. Irgendwas hat mich immer gehindert und irgendwie sollte es nicht sein. Jetzt wurde ich schon gefragt, warum kommst du nicht mehr? Wann kommst du mal wieder? Und irgendwie, weiß ich nicht, als ob das irgendwie nicht gewollt ist. Der Herr geht dazwischen anscheinend. Ist falsch. Das Empfangen des Heiligen Geistes legen die falsch aus. Die sagen, du musst mit dem Wasser getauft werden. Bei der Taufe empfängst du den Heiligen Geist. Das ist totaler Schwachsinn. Epheser 1, Vers 13 sagt, nachdem wir geglaubt haben, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Durch Glaube empfängst du den Heiligen Geist, nicht durch diese Wassertaufe. Die Taufe ist man nicht errettet, ne? Ja, genau. Wassertaufe bekommst du nicht den Heiligen Geist. Und die Charismatiker sagen, doch, wenn du Wasser getauft wirst, auf einmal kommt der Heilige Geist über dich. Nein, das ist falsch. Und wie schaut das aus, wenn die auch sagen, gut, das ist ja, das leuchtet ja ein, man braucht Gemeinschaft und so weiter, dass man eine Gemeinde besucht. Aber ich finde, manche Leute haben ja nicht die Mittel und ja die Möglichkeiten, eine Gemeinde zu besuchen. Das sind genauso die Leute auch errettet, die zu Hause in die eigenen vier Wände eine Beziehung zu Gott haben und natürlich mit Gott täglich reden und beten. Natürlich. Dafür muss man keine Gemeinde besuchen oder da, weiß ich nicht, in manchen auch eine riesen Show abziehen oder was weiß ich. Das manchmal zu Hause dann besser aufgehoben und bete und rede mit Gott, als ich irgendwie in einer Gemeinde mit 100 Leuten dann sitze. Aber noch eine letzte Frage. Was ist eure Meinung dazu in der Gemeinde jetzt zum Beispiel Gesang und Klatschen, also Lobpreis für den Herrn? Lobpreislieder. Ja, Lobpreislieder sind richtig. Aber die Charismatiker haben wieder eine ganz andere Sache gemacht. Die haben wieder so Gangster-Rap noch reingepackt. Ja, manche rappen. Nein, da nicht. Mit Gitarre, Schlagzeug und so weiter, ne? So, nein, so soll man nicht sein. Nein, ganz normal biblische Lieder, ganz normal und auch mit Klatschen halt. Und die sagen ja dann, wir klatschen und singen ja für den Herrn Jesus Christus. Ja, ich würde noch nicht mal das Klatschen machen. Weil wir sind ja nicht da, um durch die Lieder uns selbst zu erbauen. Diese Lieder sind zur Ehre Gottes. Ja. Diese Charismatiker machen, besingen sich mit komischen Melodien und Rhythmen und Rockmusik sich selbst in so einer Art Superzustand. Die machen das für sich selber. Normalerweise muss aber das nicht für ganz, trocken, das ist der ganz einfach sein. Ja, diese Lieder sind nur zur Ehre Gottes und die sollen nicht jetzt zu deiner, dass du dann darauf auf einmal Dingens machst, wie nennt man das, twerken. Ja, weil wenn man immer dann jemanden aus der Gemeinde gefragt hat, jetzt geht die Party ab, deswegen habe ich dich nicht gehört. Ich habe das so oft schon jemanden aus der Gemeinde gefragt, dann, ne, den Prediger und so weiter. Und das ist ja dann klar, die haben dann immer deren Auffassung einen immer erklärt. Das ist ja normal und deswegen war das jetzt auch mal gut, dass ich mal jemand ganz anderen mal gefragt habe, jemand ganz anderes, dass man dann auch mal hört, eine andere Meinung. Ja. Wenn du den liebe Jenny, ein letztes Statement von mir. Wenn du doch siehst, dass jeder was anderes sagt und du bist, sag mal, ein bisschen verwirrt, du weißt jetzt nicht, welche von den Leuten wirklich den wahren Geist Gottes hat, mit dem Herrn Jesus vernünftig wandelt, dann fragst du doch den Herrn Jesus. Der Herr wird dir den Weg zeigen. Da sagst du heute Abend, Herr Jesus, wer von diesen Leuten hat denn jetzt recht? Zeig mir bitte die wahren Geschwister. Und der Herr wird es dir zeigen. Okay. Der Herr wird deine Gebete hören. Vor allen Dingen solche Gebete, wenn es um dein Heil geht, wenn es darum geht, dass du nicht auf eine falsche Fährte kommst. Solche Gebete erhört denn sofort der Herr. Rede mit dem Herrn. Ja, das sowieso immer. Ja, bete für Mrs. J. Mein Bruder Ami, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt was essen. Gottes Segen euch. Gottes Segen euch. Gottes Segen, die Lieben. Wie komme ich da raus? Ich mach dich raus. Jim. Jimmy.
Der wollte nicht. Er hat nur kurz gelacht und weg war der. Ja, dann war der weg. Jimmy. Amir Khan. Ja, was möchtest du, Amir Khan? Singen. Mein Namensvetter. Ja, dein Zwilling hier. Ja. Und zwar, also ich war schon letzte Woche mit Reza und Pavlos live bezüglich des Katholizismus, weil ich bin ja, also ich war Katholik und ihr habt mir ja gesagt, dass ich dann an dem Tag halt beten soll, dass ich halt wiedergeboren werde und halt Buße zeigen soll. Das habe ich auch tatsächlich gemacht und mir ist halt etwas passiert, das will ich halt jetzt sagen. Ja. Ich bin einen Tag später tatsächlich jetzt nochmal zu der katholischen Kirche, also zu meiner Gemeinde gegangen. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich halt zu Gott gebetet und habe gesagt, bitte gib mir ein Zeichen, wenn das falsch ist, was ich tue. Und du musst dir vorstellen, also man singt auch Lieder. Und da war ein Lied, weil ihr habt ja gesagt, die katholische Kirche redet halt über Maria und dass man Maria anbetet. Und ich habe mir mal halt dann ein eigenes Bild davon gemacht, wie das da so ist, weil ich habe mir davor nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich halt, da war halt ein Lied, das ging über Maria. Und ihr müsst euch vorstellen, das war Ave Maria. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, aber. Nein, so singen die, ne? So dieses Lobpreisen für Maria, das ist heftig. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht gelogen, immer wenn im Gesang dieses Wort Maria kam, war ich einfach stumm, verstehst du? So, ich konnte diesen Namen nicht aussprechen und das war so krass, weil jede einzelne Strophe auf einmal, ich konnte diesen Namen nicht aussprechen. So, als ob meine Zunge so behütet wurde, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Mhm. Ja, und da kriege ich bis jetzt noch Gänsehaut. So. Und dann habe ich das so anderen erzählt und haben die gesagt, ja, das ist ein Zeichen. Ja. Weil so an Zufall oder so glaube ich nicht. Das natürlich gibt es keine Zufälle. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Ja, genau, weil du, wenn du den Heiligen Geist jetzt empfangen hast und es sieht so danach aus, ich weiß es, du musst das selber für dich wissen, ob du wirklich alles richtig gemacht hast bei der Wiedergeburt. Aber natürlich lässt der Heilige Geist dann nicht zu, wenn du den empfangen hast, der Heilige Geist aus dir heraus, dass du auf einmal einen Götzen anbetest. Ja. Das ist vorbei, das ist Versiegelung. Das ist eine Versiegelung jetzt. Ja. Weil in Johannes 14, 15 und 16 sagt der Herr Jesus Christus, dass er uns den Parakleten sendet, den Heiligen Geist, der Zeugnis von ihm gibt, der ihn verherrlichen wird. Genau. Nur ihn. Nur ihn. Und nicht Maria. Das ist eine Unmöglichkeit, dass ein Wiedergeborener, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, auf einmal anfängt, Maria zu lobpreisen. Das ist unmöglich, weil das ein Götzendienst ist. Und der Heilige Geist macht keinen Götzendienst. Der gibt uns keinen Götzendienstgebete. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ja. Also das ist halt krass, ne? Ich habe mit euch geredet. Ich habe mit euch geredet, einen Tag später kommt dann das, wisst ihr? Ja. So, weil ja, ohne euch, ich wäre da unwissend. Also ja. Das ist krass. Ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt den wahren Weg gefunden. Freue mich für dich. Ja, auf jeden Fall noch, ich will noch was sagen, das war gestern echt lachkig, als du da mit Manuel schon wieder, das erste Mal war schon schlimm genug, als er mit mir, meinem Bruder und mir geredet hat. Beim zweiten Mal, dass der Herr das aber auch erlaubt hat, dass ich da reingehe, von 20 Leuten, ne? Und dann auf einmal die ganzen Leute, Ex-Muslim. Und dann hat er gesagt, hat er es auf einmal gesehen. Der hat mich eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten ignoriert. Da hat er immer so weggeguckt, bis die Leute die ganze Zeit weitergemacht haben. Und dann hat er gesagt, oh, ich sehe, der Ex-Muslim ist auch hier drin. Sollen wir den reinholen, Manuel? Lügner. Na, Lügner halt, ne? Und das Ding ist, vor ein paar Tagen habe ich mit einem Kollegen noch diese alten Videos geschaut, mit Reza und Manuelsen, da wie er da mit ihm geredet hat. Das war ja schon krass, ne, was er da gesagt hat. Man dachte man so, ja, ein Jahr später, weil das war ja vor einem Jahr, glaube ich, und ein Jahr später, man dachte, ja, der ist bestimmt ein bisschen wissender jetzt geworden, und ist einfach gar nichts rausgekommen. Nein, der Manuelsen ist ja auch nicht umsonst, ne, so erfolgreich im Rap-Business unterwegs. Ne? Aber krass, dass man mit euch reden kann, ohne Geld zu zahlen, das ist auf jeden Fall sehr korrekt von euch. Moment, wer hat das denn gesagt? Nein, bevor du hier rausgehst, musst du überweisen.
Sonst kommst du hier nicht raus. Gib deine Bankdaten. Gesund und stark. Okay, aber mach's gut, ja? Mach's gut, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Wie der Herr das auch zugelassen hat, Hammer, ne? Ja, 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 ja. In 5 bis 10 Minuten alles vernichtet und bin rausgegangen. Ja, wunderbar. Gottes Segen. Gott segne dich, Olli. Vernichtung ist immer eine gute Sache. Man genau, muss viel Vernichtung ausradieren, vernichten, alles. Olli. Ja, und zwar möchte ich ein kleines Zeugnis geben aus meinem Leben, ganz kurz. Ja. Ja, und zwar, ich bin jetzt seit ungefähr etwas über einem Jahr im Herrn. Und damals, so als ich so ein paar Monate wiedergeboren war, hatte ich immer dennoch so ein bisschen, ich wollte wissen, ob ich wirklich wiedergeboren bin. Und dann habe ich mich daran erinnert, auch wie ich zum Glauben kam, wie das alles angefangen hat. Und da hatte ich Resas Worte wieder im Kopf, wo er meinte, frag doch den Herrn. Und so hat ja meine Reise damals begonnen. Und dann dachte ich mir damals, okay, dann wende ich das sozusagen nochmal an. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und habe den Herrn gefragt, Herr, bin ich ein Schaf jetzt von dir? Bin ich von neuem geboren? Bitte gib mir ein Zeichen. Und dann verging so eine Woche und dann habe ich bei, ich weiß nicht mehr, Facebook oder TikTok so ein Bild gesehen, wo drauf stand, dass in der Bibel 365 Mal ja vorkommt, fürchte dich nicht. Und diesen Fakt fand ich so, weiß ich nicht, also ich wusste das nicht, war mir neu und das hat mich voll berührt, dass es wirklich so drinne steht. Und dann verging, glaube ich, noch einmal eine Woche. Und dann war ich nachts um 1 Uhr auf dem Balkon und es war einfach totenstill, so, ne? Halt nachts, mitten in der Nacht. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, über diesen Fakt, den ich gelesen habe, mit den fürchte dich nicht. Und gleichzeitig ist mir auch in den Sinn gekommen, dass ich ja noch vom Herrn ein Zeichen erwarte. So, oder ja, darauf warte sozusagen, dass er mir ein Zeichen gibt, ob ich von neuem geboren bin. Und dann habe ich an beides gedacht und dann habe ich so vor mich hingeflüstert, fürchte dich nicht, weil ich das so im Kopf hatte. Und genau in diesem Moment hat eine Kirchenglocke geläutet, so dong, hat das gemacht. Und ich habe überall Gänsehaut bekommen. Es war mitten in der Nacht, auf einmal läutet sowas. Ja, ich dachte, Wahnsinn, ich gucke nach oben, ich sage, danke, Jesus Christus. Das ist ja genau in dem Moment, wo ich beide Sachen denke und vor mich flüstere, fürchte dich nicht, klingelt die Kirchenglocke mitten in der Nacht, wo es totenstill war. Ja, ich dachte, Hammer. Das kann nicht wahr sein. Danke, Herr Jesus Christus. Ja, wunderbar. Amen. Ja, der Herr hat verschiedene Arten, dir ein Zeichen zu geben. Ne? Ja. Ja, das hat mich so umgehauen. Ich hatte über Gänsehaut. Ja, ja. Und ja, also wie gesagt, so wie du sagst, ne, frag den Herrn, der wird sich euch dann auch, so wie du gerade eben auch gesagt hast, wenn es um das Heil geht und so, er möchte ja auch, dass wir dann ruhiger werden. Ja. Und das war die wichtigste Entscheidung im Leben, ne, ob man von neuem geboren ist. Natürlich. Und deswegen wollte ich das mit dem Herrn nochmal sozusagen, ja, nochmal ein Zeichen von ihm. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Sehr, sehr schön. Klar. Gott segne euch. Okay, Gott segne euch. Gott segne euch auch, meine Wunderfreunde. Bis dann. Ciao, ciao. Okay, ciao. Ja, das ist ja diese berühmte Stelle mit Jesaja 7, ne, Amir, ne? Der Herr sagt, fordert von mir ein Zeichen. Und dann sagt er, nein, ich will nicht fordern, ich will den Herrn nicht versuchen. Und dann sagt er, du willst, wenn ich sage, du sollst von mir ein Zeichen fordern, dann sollst du es tun. Aber jetzt, weil ihr das nicht getan habt, so gebe ich euch jetzt Zeichen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Amen. Und eigentlich. Erstmal. Hi, ich traue mich nicht mehr. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte was erzählen, aber jetzt muss ich meine Anfrage zurückziehen. Ich bin zwar alleine, aber ich werde gerade knallrot, weil es mir unfassbar unangenehm ist. Warum denn? Ist doch kein Problem. Atme tief ein, atme tief aus. Wenn du willst, kann ich dir auch den Song vorsingen, dann geht's dir besser. Versuch's mal. Kamelorin. Uns alle. Was für Gefühle, der hat auch diese Stimme. Das geht schon. Unter die Haut. Das ist Gänsehaut. Siehst du, jetzt ist dieses Eis gebrochen. Jetzt kannst du reden. Es geht unter die Haut und in die Kehle rein. Maximal. vielleicht beim nächsten Mal. Ich hab mir das so lange, ich habe jetzt extra ganz, ganz viele Follower gesucht, damit ich mal mich da reinwählen kann bei euch, weil ich keinen Plan hatte, wie das funktioniert. Jetzt habe ich es endlich geschafft.
Du liest jetzt die Rede. Und kriegt die Kieben nicht auseinander. Das so. Schaffst du erstmal. Komm jetzt. 3, 2, 1, meins. Deins. Los. Deins. eBay. In welche Richtung wolltest du denn die Fragen stellen? In welche Richtung wolltest du denn gehen? Ich wollte tatsächlich ganz, ganz viel fragen, aber weil ich so viel auf dem Herzen habe, dachte ich, ich fange mit einer Einleitung an und ich kann gar nicht fassen, dass ich mit dir spreche tatsächlich, weil ich dir schon so lange folge und ich dich wirklich jedes Mal, also ich war auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück, wenn ich morgens aufwache, beim Fertigmachen, also dir auch, Resa natürlich, aber dein Bruder ist scheinbar häufiger online als du. Ja. Also euch allen tatsächlich sehr gerne. Ja. Und ihr habt mir so unfassbar die Augen geöffnet, dass ich, also es fing tatsächlich vor ein paar Jahren an, in 2021, dass ich immer so gedacht habe, hey, du musst doch ein guter Mensch werden. Ist halt eine schwierige Angelegenheit, man muss sich halt viel wahrscheinlich damit auseinandersetzen, das habe ich auch getan. Fühlte mich auch immer wieder mal wieder gut, dann hatte ich wieder so Tiefen, wo ich gemerkt habe, oh Gott, du bist kein Kind Gottes, weil du zu viel sündigst, etc. pp. Ihr wisst, wovon ich spreche, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Da kam irgendwann Tag X, ich bin blöd, also richtig doof krank geworden, auf eine eklige Art und Weise krank. Na egal, lange Rede, kurzer Sinn, das ist alles gut geworden danach. Ich wurde operiert und ein Jahr später, kurz vor Ostern, in 21, habe ich halt erfahren, dass ich krank bin. Und wir konnten nicht richtig Ostern feiern, meine Eltern alle traurig, etc. pp. Naja, ein Jahr später, in 22, war alles wieder gut. Und dann sagt die Ärztin, ich muss nochmal operiert werden, da ist wieder was gewachsen. Oh, ich habe die Panik des Lebens bekommen. Ich wusste nicht, wieder kurz vor Ostern. Ich konnte es meinen Eltern nicht sagen, sonst können sie wieder kein Ostern feiern. Also habe ich mir gedacht, komm, behalt das für dich, sag es ihnen nach Ostern. Die Ärzte sagte dann, ja, machen Sie sich jetzt aber keine Hoffnung mehr, Sie müssen auf jeden Fall wieder unters Messer. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Osterwoche, die Karwoche begann für mich und ich weiß, ihr hält nicht viel von der Kirche, aber es ist so das, was mich gerade trotzdem noch, was mich sehr, sehr verbindet zu Gott. Ich war dann in der Kirche und wollte die Hostie nehmen, also dieses Krebeni. Kennt ihr das? Spricht ihr Arabisch? Ja, die Hostie. Ja, ganz normal. Die Hostie, dieses. Ja, also in dem Fall ist es halt nicht das Brot, sondern es ist halt dieses in einem Kelch und naja. Ja. Egal, auf dem Weg dorthin und ich hatte so Panik, ne? Ich hatte einfach nur Angst. Ich wusste, bald kommt der Tag X, ich muss es meinen Eltern sagen. Und wie ich auf dem Weg dorthin bin und ich zu Gott spreche und das Übliche eben, habe ich plötzlich so ein befreiendes Gefühl gehabt. Ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich und angstfrei ich plötzlich war. Das kann ich gar nicht mit Worten erklären. Und hatte keine Angst mehr vor der Operation, vor dem, wie ich es meinen Eltern erklären werde. Ich hatte Krebs, also das an der Stelle. Naja, dann bin ich zurück zum Arzt und musste dann nochmal zur Kontrolle. Ich hatte schon meine Freundin angerufen, die hat mir den Termin, weil sie auf der Station arbeitet, wo ich auch das erste Mal war, hat mir den Termin direkt klar gemacht. Naja, und dann musste ich nochmal zum Arzt vor der Kontrolle, vor dem Eingriff, musste ich nochmal zum Arzt. Und dann sagt die mir, und macht und tut und mit einem Ultraschall und überall und sagt, ich sehe nichts mehr. Ich sage, wie? Sagt ja, Moment, ich muss mal im Ultraschall, kennt ihr, wie das funktioniert? Das wird an einen Projektor oder an die Wand projiziert. Ja. Und dann macht man einen Screenshot davon, sagt sie, da ist nichts mehr. Ich muss mal kurz meinen noch einen weiteren Arzt dazu holen. Wahnsinn. Also der Herr ist mein Zeuge. Er hat einfach, es war nichts mehr da. Also es war nichts mehr zu finden. Sie meinte, ich muss noch einen Screenshot machen, das glaubt mir keiner. Es war nichts mehr dabei. Also ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Und Halleluja. Ja, Halleluja. Ich sag's euch, wie es ist. Gepriesen sei der Herr. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, tatsächlich. Ja, und cool. Ich muss natürlich trotzdem jedes Mal zum Arzt und immer wieder kontrollen, aber es ist alles gut. Und ich habe es meinen Eltern nach Ostern dann erzählt, dass es wieder da war und ich aber das tatsächlich dann nicht mehr da war. Und ich habe es dann, egal. Ich wollte es eigentlich gar nicht so weit bringen und nicht so viel erzählen. Eigentlich wollte ich cool Danke sagen. Ihr macht das wirklich ganz toll. Ihr begleitet alle mich. Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Wie sagst du immer, Alhamdulillah Jesus, wie sagen wir im Arabischen? Alhamdulillah Jesus. Nicht gerade gerne. Incha Jesus geht es uns gut. Incha Jesus werden wir mit ihm sein. Ne? Genau. Und was ist auch noch so toll ist an der ganzen Sache, ihr begleitet mich wirklich bis in den Schlaf hinein. Also ich muss dann immer das Ladegerät anmachen, euch anschließen. Die Leute gehen mit mir, die Leute stehen mit mir auf, die Leute essen mit mir, die Leute gehen mit mir, die Leute gehen das ist ja wirklich, überall mit mir. Das ist wirklich ein schönes Kompliment, dass wir Schlaftabletten sind. Das nicht tatsächlich, aber man muss ja auch irgendwann schlafen. Ne? Aber sonst, das war ein Scherz, Emma. Ich weiß ja. Aber eine Frage habe ich. Wenn du morgens im Auto oder im LKW, wo auch immer deine Streams machst,
wie guckst du da auf die Straße und wie guckst du dann auf deine Hadith etc.? Also Dr. Scherer, aber er ist ein geübter Transporter. Kennst du diesen Jason Statham? Der macht ja auch alles. Der schießt, der fährt, der macht alles macht er. Genauso. Dr. Scherer, aber er macht das genauso. Aber bevor ich jetzt wieder gehe und den nächsten reinlasse, kannst du mal dieses wundervolle Lied abspielen, was du da einstudiert hast? Sari Al-Bukhari 5686. Das ist das Original, das Original. Das ist das ist der Sommersong. Ach so, muss ich jetzt warten, bis der Sommer wieder. Sommerhit. Sommerhit. Das ist der Sommerhit. Dieser Sommer wird ganz heiß, wenn die aus allen Cabriolets dieser Songs gespielt wird, in allen Städten in Deutschland. Lade ich mir runter. Davon. Nimm noch einen Schluck von Samelowin. Da ist er. Berlin, ich auch in Berlin, ganz Berlin, Amir. Liebe ich einfach, liebe ich. Wie das passt, ne? Geil, das ist ein mega. So wertvoll wie das flüssige Gold. Ja, wo ist es? Oh, wie toll ist das bitte? Das ist ein Meisterwerk. Das könnte glatt von mir sein, oder? Ne? Das flüssige Gold. Das Gute ist ja, mit diesen Hip-Hop-Vibes im Hintergrund kommt das richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie der Arafat, ne? Arafat, wenn der zum Beispiel in Berlin rumläuft und dann kommt so ein Cabriolet vorbei mit diesem Song an ihm vorbei, Armin, wenn du das hörst. So. Ja, aber du bist doch der Corsa-Fahrer, VW-Fahrer, oder, Reza? Du hast doch so einen uralten Corsa mal gehabt, ne? Ja, genau, mit Ford. Dr. Boom oder sowas ähnliches? Dr. Boom Boom, ja, ja. Boom 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 Boom. So ja, genau. Ich war der große Boom Boom Doktor von Deutschland. Jetzt hast du das Zepter abgegeben. Ja, ja, ich habe den Löffel abgegeben. Nee, und nicht den Löffel, um Gottes Willen, das Zepter. Nee, ich bin wirklich den Löffel abgegeben und bin wiedergeboren, ne? Ja, okay, in dem Sinne, okay, ja. Ja, genau. Halleluja. Das alte Leben abgestorben. Nicht gelemassier. Ihr müsst noch Arabisch lernen. Ja. Aus welchem Land kommst du denn? Oh, das ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich bin aus der Türkei, aus dem ehemaligen Antiochien. Ja. Aber wieso kannst du gut Arabisch? Weil sie da Arabisch und Türkisch sprechen. Da ist vermutlich, weil viele Nationalitäten zusammengelebt haben, Türken oder viele Kulturen. Und wie an der Grenze zu Syrien wohnen, sprach man da beides. Die Ältesten jetzt so Opa und Oma aus den 1920 Geborenen, die sprachen sogar noch alle Französisch, weil es noch eine französische Kolonie war. Tatsächlich. Ja, so ist es. Wunderbar, merci beaucoup. Ja, de rien, danke euch. Okay, ja. Meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du dabei warst. Vito, euch auch, alles Gute. Weiterhin alles Gute und gute Besserung auch. Ne? Das reichen Segen, ich bin safe. Jesus behüte und beschütze dich. Ciao, ciao. Ja, wunderbares Zeugnis. Halleluja. Hey, ich bin's doch, ne? Ja, Amir. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar bezüglich dieses Lives. Von Isan Bayram und so. Mhm. Woher hat er diese Quelle, dass diese Qumran-Rollen gefaked sind? Ja, von diesen Großmedien. Ne? Diese Großmedien beziehen sich darauf, dass angeblich die Schriftrollen nicht authentisch werden. Aber das stimmt nicht. Wenn du darauf schaust, dann wirst du merken, dass die Carbon-Datierung eindeutig auf 200 vor Christus datiert wurde. Die Schriftrollen, die vor 200 vor Christus mit dieser Radiokarbon-Datierung festgelegt wurde, und das kann jeder nachlesen, nachschlagen. Da sind auch Leute losgezogen und haben das mal nachgeprüft, und das siehst du auch in verschiedenen Dokumentationen, dass das festgehalten wurde. Also da gibt's nichts dran rumzurütteln. Nein, aber was die Muslime falsch verstehen. Es gibt da also einen Multimillionär, einen Milliardär, der versucht hat, auf dem Kunstmarkt auch solche Dinger zu erhaschen. Aber der hat dann halt Kunstfälschungen gekauft und hat versucht, sein eigenes Museum damit aufzubauen. Und dann ist das aber als Schwindel aufgeflogen, dass er nicht die Originalen hat, weil die Originalen sind in Jerusalem im Museum. Museum, genau.
Das sind diese Fälschungen, die dieser Millionär gesammelt hat. Darauf sind diese ganzen Muslime hereingefallen. Heftig, ne? Ja, aber Armin, ja. Ist dir nicht aufgefallen, während du mit Manuelsen die ganze Zeit geredet hast, dass er die ganze Zeit im Computer war und so gedacht hat, so, ey, ich muss irgendwas hinterfragen, ich schreibe irgendwas auf und so. So, der hat dann immer irgendwas aus dem Computer genommen, hat einfach gesagt, ja, das stimmt nicht. So. Ja, der Islam, der versuchte mit allen, der meinte, ich habe mich mit dem Thema ganz befasst. Ich sehe, wie der sich befasst hat mit dem Thema. Weil er weiß ganz genau, dass sein Islam ruiniert wird durch die Qumran-Schriftrollen. Ja. Ja, aber das Ding ist, du wurdest ja hochgenommen und während du argumentiert hast, haben die schon so gedacht, so, ja, wann sollen wir den stummen, weißt du? Du hast halt immer mit Quellen argumentiert, aber sobald die halt nichts sagen konnten, dann wurdest du halt sofort gestummt, ne? Ja. Das ist krass. Ja, da siehst du mal, ne? Gott sei Dank hat der Herr das zugelassen vor diesen ganzen zigtausend von Menschen, ne? Ja, jetzt machen sich alle auch Gedanken und das ist auch gut so. Ich habe das auf meiner Seite gepostet, hier. Können wir uns nochmal alle anhören. Guck mal, was die Dings dazu sagen. Guck mal hier. Hier. Das Stück der Ausstellung zum erstaunlichsten und bedeutendsten Fund. Es ist eine komplett erhaltene Abschrift des Buches Jesaja. Heftig. Die Rolle stammt aus der Zeit um 200 vor Christus. 200 vor Christus. Auf 7,34 Metern gibt sie nahezu lückenlos den Text des Prophetenbuchs wieder. 7,34 Meter lückenlos Text überliefert. Gottfried Böhler trifft den Museumskurator Adolfo Reutmann. Was bedeutet es für ihn, dass die Jesaja-Rolle gerade 4 Wochen vor der Staatsgründung Israels der Öffentlichkeit vorgestellt wurde? Preis den Herrn. Können Sie diese 2100 Jahre alte Schrift lesen? Ja, das kann ich. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, das ich sehr bemerkenswert finde. Ja. Das hier ist der Anfang des Buches Jesaja. Ja, und jetzt werden die herausfinden, wer hat die Wahrheit gesagt und wer hat gelogen. Meinst du, darunter gibt es nicht hunderte von Leuten, die herausfinden wollen, was meint der Ex-Muslim damit Qumran-Rollen? Davon habe ich noch nie was gehört. Versteht ihr? Die werden direkt Nachforschung anstellen. Sofort. Ist das nicht genial? Ja. Guck mal. Ja, Lob und Dank. Das hier ist der Anfang. Und Sie lesen von rechts nach links, richtig? Also die sind im Museum, vor den Schriftrollen. Warte mal. Guck mal, der liest gerade den Text. Pass mal, warte, Effekte. Mach mal kurz aus. So. Ja, Jerusalem. So, der Prophet Jesaja, der über Juda und Jerusalem prophezeit hat. Und Juda und Jerusalem. Now, das ist derselbe Text, der auch in unseren modernen Bibeln steht. Boom. Der Text dieser alten Jesaja-Rolle deckt sich bis auf wenige unbedeutende Abweichungen mit dem Text in der Bibel. Habt ihr das gesehen? Risse und Beschädigungen kann der gesamte Text komplett entziffert werden. Das war eine Sprache, die über 2000 Jahre überlebt hat. Sogar 3000 Jahre. Wissen Sie, dieser Text ist nicht nur ein archäologischer Text. Obviously, for different. Natürlich ist er etwas ganz Besonderes und hat für verschiedene Juden auch unterschiedliche Bedeutungen. Eine religiöse und geistliche Bedeutung, ebenso wie eine archäologische, soziologische und historische Bedeutung. Das war. Für verschiedene Gruppen ist dieses Buch also auf unterschiedliche Art und Weise bedeutsam. Aber der gemeinsame Nenner besteht darin, dass dieser Text für alle Bedeutung hat. So sieht's aus. Guck mal, wie das aussieht. Erstaunlichsten und bedeutendsten Fund. Heftig. Es ist eine komplett erhaltene Abschrift des Buches Jesaja. Die Muslime tun mir so leid. Die Rolle stammt aus der Zeit um 200 vor Christus. Auf 7,34 Metern gibt sie nahezu lückenlos den Text des Buches. Jeder kann ihn lesen im Internet. Wahnsinn, ne? Das ist ein großes Zeichen vom Herrn, ne? Damit die Münder alle gestopft werden. Ja, habe ich doch gesagt, da hat der Manuelsen sich aufgeregt. Meinst du, das war eine geistige Backpfeife für Allah? Und ich sagte, boah, hab ich nicht gesagt, wirf den raus, ich sag, da ging's dann los, ne? Ja. Ja, aber wie schlimm man sein muss, dass man sagt, dass es fake ist. Das ist eine Nein, Lüge. Wie gesagt, ja, die haben halt, die sind halt auf diesen Bericht reingefahren von diesem Multimillionär, der versucht hat, auf dem Kunstmarkt auch solche Dinger zu erhaschen, Qumran-Rollen, aber dem wurden halt falsche Dinger verkauft. Und er hat das in seinem eigenen Museum aufgestellt. Und dann hat es sich herausgestellt, dass diese Dinge, die er in seinem Museum aufgestellt hat, nicht die Originalen sind. Die Originalen sind nur in den Händen von israelischen Dinges Regierung und die sind ausgestellt in Jerusalem im Museum. Besser, hör mal. Qumran-Texte stammen aus verschiedenen Zeiten.
Das belegt die Radiokarbonuntersuchung. Eine Methode zur Erforschung des Alters. Das war's. So lässt sich ein Zeitraum von Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus bis in die Zeit des 1. Jahrhunderts nach Christus bestimmen. Das war's. In den Qumran-Schriften finden sich verschiedene Texttraditionen. Die sogenannte masoretische Textversion wurde von Masoreten, also von jüdischen Schreibern, auf Hebräisch überliefert. Sie ging fast wortwörtlich in die hebräische Bibel ein und liegt auch den mittelalterlichen Schriften zugrunde. Dieser außergewöhnliche Fund vor 75 Jahren hat die Bibelforschung entscheidend gefördert und zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt. Die Schriften von Toten Meer geben uns einen ganz wertvollen Einblick in die Entstehung des Alten Testamentes. Bevor das normiert, also kanonisiert wurde, haben wir in Qumran wunderbare Beispiele davon, wie exakt und wie genau die Schreiber gearbeitet haben und uns diese Tradition eins zu eins weitergegeben haben. Können einzelne Fragmente zusammengefügt und einem Text zugeordnet werden? Die Frage, wer welchen Text geschrieben hat, stellt sich nicht. Die Schreiber waren keine Autoren. Sie haben Überlieferungen festgehalten oder kopiert, um sie der Nachwelt zu erhalten. Das waren nicht einfach nur irgendwelche Menschen, die irgendetwas abgeschrieben haben, sondern sie sind sehr bewusst Glieder einer langen schriftlichen Tradition gewesen. Das hebt nun gerade das Judentum aus vielen Völkern seiner Umwelt heraus, dass sie ihre schriftlichen Traditionen ohne Unterbrechung sehr exakt fort. Die Qumran. Absoluter Wahnsinn, ne? Ja. Gerade Jesaja, ne, wo es von der Gottheit des Herrn Jesus spricht, das Kind wird geboren, Jesaja 9. Habe ich ja vorgelesen, aus meinem Kopf heraus, habe ich den ja gebrettert. Ja, genau. Und dann natürlich die berühmteste Stelle im Alten Testament, würde ich mal sagen, Jesaja 53, dass der Herr Jesus kommen wird und durchbohrt wird, wenn es sein Leben für uns als Schuldopfer geben wird, um uns zu retten und unsere Sünden auf sich zu nehmen, um durchbohrt zu werden. Das ist unglaublich. Das 600 bis 700 vor Christus schreibt der Prophet Jesaja diese Prophezeiungen über den Messias. Wahnsinn. Und gerade diese Jesaja-Rolle ist so schön erhalten und ist im Museum für die, auch für die Juden. Der Herr macht das ja für die ganze Welt und vor allen Dingen in Jerusalem aufgestellt für die Juden. Verstehst du an mir, was das für eine Bedeutung hat, was der Herr damit machen will in Jerusalem? Ja. Damit die Leute hingehen, die Juden, und das lesen. Heftig, ne? Ja. Das ist krass. Ey, ich will euch noch was sagen, ne? Ja. Aber ich gehe ja noch zur Schule. Wie alt bist du? Ich bin 18. Ja, okay. Also ich bin Oberstufe. Ja. Und also bei uns gibt's auch einen Religionskurs und ich bin da auch drin. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Religionslehrerin hat auch Biologie studiert. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wir gehen Themen durch, zum Beispiel mit Evolutionstheorie, dass wir von Affen abstammen zum Beispiel, ne? Ja. Sowas geht die mit uns durch. Und also das Schlimmste ist... Das wird in der Schule gelehrt, das ist Schulsystem, ist doch klar. Die wollen dich zu einem Atheisten bringen, zu Atheismus. Guck mal, meine Lehrerin hat Theologie studiert. Und die sagt zu uns wirklich, also die sagt ganz am Anfang der Stunde, sagt ihr immer, ja, ich darf euch nichts einreden, weil ihr müsst euren eigenen Glauben finden. Also darf uns nicht irgendwie so Gegenargumente bringen, dass wir vom Glauben abkommen. Aber sagt dann im gleichen Atemzug, sagt die, das Johannesevangelium kann historisch nicht möglich sein. Das hat die wirklich zu uns gesagt. Unglaublich. Oder dass bei Noah im Alten Testament dieser Sturm einfach nur ein Sturm war, so. Oh, ich habe eine Live-Einschränkung bekommen. Dein Live ist nicht für Empfehlung qualifiziert und in den Suchergebnissen eingeschränkt, da es möglicherweise Inhalte enthält, die nicht originell und reproduziert sind. Die steht im Einklang mit den für dich Feed qualifiziert. Was ist das denn für ein Unsinn? Ja, der Satan, hast du gesehen, wie der dazwischen geht, gerade wenn es um diese Jesaja-Rolle geht? Ja. Wahnsinn. Ja. Wenn wir über diese Themen. Habt ihr das gesehen? Ja. Sofort kam die Einschränkung. Das war kein YouTube-Video, das war TikTok-Video. Krass. Ja, okay, Anne, Gott segne dich. Ja, warte, das Ding ist, mit diese verschiedenen, also meine ganzen Freunde und so, die auch in diesem Kurs sind, die zweifeln ja richtig dran, ne? Ja, und jetzt ist deine Aufgabe, jetzt weißt du, warum du jetzt wiedergeboren bist, damit du jetzt in dieser letzten Zeit, die wir noch haben, diese kurze Zeit, die wir uns noch bleibt, bis zur Entrückung, dass du deine Aufgabe wahrnimmst und in der Schule die Leute zum Herrn bringst. Mach ich, das versuche ich auch die ganze Zeit. Ja.
Ja, danke schön. Ne? Alles klar, mein Lieber. Gottes Segen. Gottes Segen. Wahnsinn, da haben wir einen neuen Bruder, jungen Bruder, ne? Im Herrn. Wunderbar. Mohammed. 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 Amir, ist dir das bewusst, dass die Atheisten, die die Revolutionslehre so vehement propagieren, die wollen ja wirklich mit aller Kraft uns beweisen, dass ihre Urgroßeltern Schimpansen sind? Und wenn wir denen sagen, nein, deine Großurgroßeltern waren keine Schimpansen, die sagen, hey, hör auf damit, es ist bewiesen. Meine Urgroßeltern sind Schimpansen. Das ist so heftig, ey. Das ist so krass. Die wollen das wirklich mit aller Kraft beweisen, dass ihre Ureltern ihre Schimpansen sind. Und ja, man muss sie dann lassen, ne, wenn die das unbedingt so wollen. Der hat nicht mal gecheckt, dass er drin war, der Typ. Das ist unglaublich, ne? Guten Abend, Gottes Segen. Gottes Segen. Die Gummibär, Mann. Gottes Segen. Ich gehöre nicht dazu. Also, okay. Nee, ganz kurz. Ihr habt ja gerade über die Jesaja-Rollen gesprochen. Ich wollte euch gerne mal was zeigen. Vielleicht wissen das die einen oder anderen nicht. Es geht sich um drei Bibelverse, die sich in einer Bibelstelle komplett widerlegen, also drei Prophezeiungen in einem Vers in Jesaja. Und Philipper 2, denke ich mal, müsste auch jeder kennen, Kapitel 2, Vers 5, da steht ja drin, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus war, als er eine Gestalt Gottes war, aber es nicht festhielt, wie ein Raub Gott gleich zu sein, sondern entäußert sich und nahm mir die Knechtschaft an. Wenn wir jetzt aber in Markus-Evangelium gehen, Kapitel 1, ab Vers 10, steht da drin, und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerreißen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen, richtig? Und eine Stimme ertönte in dem Himmel und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also wir haben die Gottesgestalt, er war in der Gestalt, nahm aber die Knechtschaft an. Wir haben das Wasser bzw. der Geist, der auf ihn kam, und wir haben die Stimme aus dem Himmel wohlgefallen, richtig? Jetzt passt mal auf, was Jesaja 42 sagt. Eins, hört genau zu. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, Jahwe rettet, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Ja, Jesaja 42, 1, ne? In Kombination richtig. Mit Markus 1, ne? Mit Markus 1, 10 und Philipper 2, 5, die Knecht. Oder Johannes 15, 15, ist ja auch der Knecht der Wind. Besser, und da kommt diese Kamelurin um die Ecke und will die Bibel angreifen. Besser. Ja, genau. Kannst du dir vorstellen, wie perfide, besser. Eine Kamelurin-Religion kommt um die Ecke und will die Bibel widerlegen. Nein, ja, keine man kann Chance. Das nicht, nicht unbedingt jetzt übel nehmen, weil die haben ja nicht den Geist Gottes. Ne? Mit dem menschlichen Geist kannst du diese Dinge ja nicht einfach verstehen. Ne? Also steht ja auch zum Beispiel, dass der Geist Gottes, beziehungsweise, dass er den Geist wieder, steht ja in Lukas, ich glaube 23, 46, genau, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja. Selbst das ist vorprophezeit im Psalm 31, 6. Ja, wenn du willst, kannst du vorlesen. Ja, gerne, kann ich, kein Problem. Ja. 31,6 besagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ja. Ja. Wusstet ihr, ihr wisst ja, dass Judas ja gekreuzigt worden ist, also ist er in jungen Jahren praktisch gestorben, und hat ja Jesus bzw. verraten für 30 Silberlinge. Die Prophezeiung kennen wir in Sacharja 11, 10, glaube ich. Aber jetzt pass auf, er hat ja praktisch sein Amt bzw. seinen Posten ja abgegeben an einen Jünger. Richtig? Ich verstehe, wer hat seinen Posten abgegeben? Ja, Judas hat ja Jesus verraten. Er ist ja von seinem Weg abgewichen. So. Ja. Und wir haben ja 13 Apostel. Einer ist ja Matthäus, glaube ich. Matthias in der Apostelgeschichte. Ja. Genau, richtig. So, jetzt pass auf. Wusstet ihr, dass das auch prophezeit worden ist in der Bibel? Selbst das.
Lies mal vor. Warte, das befindet sich in, ich glaube, Psalmen 109. Ich lese mal aber ein paar Verse drüber, damit man das versteht. 109, 5 bis 8. Jetzt pass auf, was da drin steht. So, dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Setze einen Gottlosen über ihn und ein Kläger steht zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und seine Gebete werden ihm zur Sünde. Und jetzt pass auf, seine Tage seien wenig und sein Amt empfange ein anderer. Ja, genau. Sehr schön. Genau das ist diese Prophezeiung für Matthias. Genau. Richtig. Wunderbar. Und die nächste Prophezeiung, wenn ihr die auch noch wissen wollt, geht es ja um die, dass der Herz bei der Kreuzung, ja, ne, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der wird ja dann zur Rechten Gottes gesetzt, als das Lamm Gottes. Das ist auch prophezeit im Psalm 110,1. Ja, genau. Genau. Genau, und dann kommen die und sagen... Zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, ne? Ja, genau. So werde ich deine Feinde als Schemel zu deinen Füßen. Ja, zu deinen Füßen. Genau, zu deinen Füßen. Die Bibel ist einfach nur der Hammer. Die Leute, wenn die mir sagen, dass es ein Märchenbuch ist, ich würde am liebsten so 3 Jahre durchgehend nur so lachen. Nur so lachen, die auslachen. Verstehst du? Ja, gut. Ja. Die haben vielleicht Angst, wenn die anfangen mit der Bibel und eine Prophezeiung finden, dass sie dann 10 Jahre an der Bibel sitzen würden, weil wir haben ja 3268 Prophezeiungen. Vielleicht haben die Angst, dass die 10 Jahre, um jede einzelne durchzugehen. Ja, allein diese mathematische Berechnung, die der Professor Weiner Gibb da gemacht hat mit dem Ameisenmodell, das hat mich so überwältigt. Ne? Wir müssten ganze 10 Universen voll machen mit schwarzen Ameisen und die eine rote Ameise. Jetzt such die mal. Ja, aber wenn du jetzt einen Moslem fragst, der antwortet, ja klar, ist doch machbar. ja, ich habe dir Risk Debate gefragt. Ich habe dir die Bibelstellen gezeigt mit Rebecca angeblich. Ne? Auch, dass sie krüge, dass sie schwanger war. Keine Dreijährige schwanger werden, hat er gesagt. Komm, habe ich gerade raus mit dir. Ja, vielleicht in seiner Kamelurin-Welt, aber nicht bei uns. Ja, ja. Ja, danke dir, Claudio. Gott segne dich. Alles gut, Gott segne euch. Ciao zusammen. Ja, für gute Auslegung, ihr Lieben, könnt ihr auch seinen Kanal abonnieren. Der macht das sehr, sehr gut. Ne? Simon 109, da fragt jemand, welcher Vers, du kannst ab 5, 6 bis 8, 9, du kannst auch mehr, weil da steht auch drin, dass er keine Nachkommen mehr haben wird und, und. Also ab 5, 6, 7. So, ich will nicht weiter stören. Gott segne euch. Ja, kein Problem. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir für deine Ausgabe. Danke. Ciao. Sehr gut, der Claudio. Das ist heftig. Scharf, finde ich. Na gut. Ja, das wollen wir jetzt natürlich nicht sagen. Ne? Das Dennis mit einem anderen Namen, der ist schon wieder am Kochen. Ist das dein Ernst, Cesar? Ich weiß es, ich glaube schon. Dennis! Der ist an der Bratpfanne. Ich höre schon wieder diese Bratpfanne. Boris, Danny. Dennis. Boris Decker. Jetzt pinkelt der, ist er. Nein, der ist am Kochen, der Dennis. Ist dir aufgefallen, dass der Danny nur am Essen ist? Der Arm, ja. Und ich bin nur am Hungern. Du kennst doch den Film Transporter. Ich bin nur am Hungern. Du weißt doch, ja, du Dingens, der Film Transporter, wo der Adrenalin, wo ist das, dieser Film, ist das Transporter, wo der Adrenalin immer hochhalten muss? Sonst Jason Statham, ja, das ist der Schauspieler, Jason Statham, ja, ja. Ja, genau, Adrenalin heißt der Film, ne? Der muss ständig sein Adrenalin hochhalten, sonst kriegt er einen Herzinfarkt, ne? Und stirbt, der muss immer high sein, ja, das ist bei dem genau, der muss immer essen, sonst wird er abfallen. Sonst wird er sterben. So, dann kommt jetzt der Jacko rein. Jacko. Blacko. Jacko. Hi, Leute. Hi, grüß dich. Hallo, Jacko. Grüß dich. Amir, ich finde das richtig. Ich verstehe kein Wort. Und deine Internetverbindung ist schlecht. TikTok.
Und du musst bitte woanders hingehen, wo deine Internetverbindung gut ist. Habt ihr mich gehört? Nein. Nein. Deine Internetverbindung ist schlecht, du musst rausgehen. Only Jesus. Sehr, sehr guter Name, Only Jesus. Verlasse den Hammam, die Hammam, und geh raus kurz. Jaco. Jaco, du gehst raus. Du dich Hammam kurz raus verlassen. Jaco hieß doch der kurze von Michael Jackson. Jaco von Michael Jackson, Jaco. I love you. Who's bad? Who's das war bad? Heftig, die Zahl, ne? Die Platte Who's bad? Ja, yeah, Who's bad? Du blöde Sau! Du bad night! Kennst du die Stelle, wo der sagt, du blöde Sau? Ja, ja, das hört sich so an, ne? Ja. Leute, komm, schaffen wir die 1 Million jetzt alle zusammen. Jetzt, alles mal 9. Jetzt alles mal 9. Die Finger müssen glühen. Johannes 3, Vers 3. Hallo. Ach, Entschuldigung. Ja. Guten Abend, Gottes Segen euch. Gottes Segen schon da von mir. Amir, weißt du, dieses Mädchen, die vorhin drinnen war, die hat wegen Krebs und so gesprochen. Sie meinte, dass sie mit dir einschläft, aufwacht und so weiter. Ich glaube, es geht so vielen unter uns gleich, weil ich habe sogar von dir geträumt. Ich bin in allen Köpfen drin, das ist unglaublich. Ich habe so Bibel gelesen und es gab so ein paar Orte, was ich nicht so gut verstanden habe. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich mit dir reden würde, aber nicht so im Live. Ich habe dich so als Person gesehen. Aber da war ich noch nicht am Schlafen. Ich habe mir nur so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, es wäre richtig gut. Weißt du auch wieso? Ich sage dir wieso. Weil ihr die ganze Zeit auf mein Gesicht starrt. Und wenn ihr zum Beispiel dann schlafen geht, ihr habt ja immer noch mein Gesicht vor euren Augen. So, dann auf einmal träumt ihr dann von irgendwie von mir. Da sagt er, hat mir ein Moslem mal geschrieben, da sagt er so, jetzt sehe ich dich nicht nur hier, jetzt kommst du sogar noch in meine Träume vor. Hör mal auf, du Kerl, du. Ja, ich würde mal sagen, ihr könntet einfach das Gesicht von Donald Trump einfach auf den Bildschirm kleben, wenn der Armee da ist. Dann sieht ihr den nicht mehr, dann träumt ihr von Donald Trump. Außer er hat seinen magischen Hijab, dann sieht man ihn nicht. Dann sieht man nicht. Ich bin gestorben vor Lachen. Jetzt sehe ich dich, Käfer, nicht nur hier bei TikTok und YouTube. Jetzt kommst du noch in meine Träume vor. Ja, hör auf damit. Wahnsinn. Das ist totale Verfolgung, ne? Ich verfolge die Muslime auf Schritt und Tritt. Die kriegen, der Hansi 100%. Ich glaube, diese ganze Dauerbande, die haben alle schon einmal von mir geträumt, bestimmt. Natürlich. Albträume ohne Ende. Dann haben sie Angst vor dir. Die haben sich vorgestellt, mich zu schlagen, aber das ging nicht. Und dann lache ich so. Und die versuchen, mich zu schlagen, und das geht einfach nicht. Ja, im Traum geht immer noch. Man hat keine Kraft, jemanden zu schlagen im Traum. Das ist so, geht alles langsam, so wie unter Wasser. Ja, ja. Aber ich glaube, mein Traum ist wegen meiner Vorstellung, weil ich habe mir vorgestellt, wie ich mit dir so im echten Leben rede. Und dann lege ich mich so schlafen und ich habe so geträumt, ich habe Bibel gelesen und dann habe ich was nicht verstanden und ich habe mir gedacht, es wäre richtig gut, wenn ich jetzt mit Amir reden würde und ich bin einfach draußen gegangen und da kommt so ein großer Lastwagen und du warst da drinnen und dann hast du so Tür aufgemacht, hast gesagt, ja komm, jetzt steig ein und du wirst jetzt mit mir fahren, lange Zeit und du wirst nicht aus diesem Lastwagen rausgehen, bis du nie alles von der Bibel so verstanden hast. Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, ja, ich stecke jetzt einfach im Lastwagen mit ihm. Hetzwagen. Und alle meine Fragen wurden dann beantwortet. Ich habe mir gedacht, boah, der hat so viele Informationen in sich. Heftig. In seinem Kopf. Wahnsinn. Nightmare. Ami, ich hätte eine Frage, außer diese Traum erzählen. Ich wollte wissen, ich habe so einen Dokumentar gesehen. 2 Stunden ging das, aber ich fand das so sinnlos. Da stand so, wie die Welt so entstanden ist, die Erde und so. Ich habe nicht so viel verstanden. Das war wegen, wer ist das? So wissenschaftlich, da stand so 2 Steine, die sind zusammengekommen und dann keine Ahnung was. Und ich wollte wissen, könnt ihr mir das erklären? Wie sehen das so Atheisten? Wie erklären sie das?
Wie wurde meinst du das mit zwei Steinen? Was meinst du damit? Ja, keine Ahnung. Ich hab nicht so viel verstanden, um ehrlich zu sein. Aber am Anfang, es war so dunkel. Urknall? Was? Urknall? Nein, am Anfang meinte ich, es war so dunkel. Und dann sind einfach wie zwei Steine gekommen. Und die wurden zusammen und dann... Keine Ahnung, ja, diese Evolutionstheorie oder wie das heißt. Die Urknalltheorie, ne, dass aus einer riesen Explosion das ganze Universum geschaffen wurde und ja, dieses ganze Dasein, ne, das ist ja die Urknalltheorie, ne? Aber woher Big kommt Bang. Die Explosion? Ja, im Universum, das Universum sollte sich ja stetig ausgedehnt haben durch diesen Urknalleffekt, ne? Aber das aus dem Nichts kann doch nichts kommen. Ja, das ist das, ja. Wir wissen, dass das Prinzip aus dem Nichts, dass nichts kommt, das ist unlogisch und es geht nicht auf. Dieser Dokumentar, der war so komisch, weil auf einmal sind so Fische entstanden, aus diesem Fische wurde dann andere Tiere auf der Erde. Ja, das ist ja diese Evolutionstheorie, das ist das ja. Aus Bakterien sind irgendwann mal Fische geworden, aus Fische der... Die Amphibien, dann die auf Land laufen und so, und dann ist aus ihm ein gerader Homo sapiens geworden, Affe-mäßig so, ne? Ja, und wie heißen die Homo erectus? Homo erectus. Und die haben gesagt, dass die Affen, die mussten dann jagen und es ging besser, wenn sie mit zwei Füßen so gerannt sind und dadurch sind dann Menschen geworden, so durch Generationen und so. Das kann doch gar nicht sein, keine Ahnung. Entweder bin ich dumm oder. Und das ist irgendwie unmöglich. Ja, die Evolutionstheorie bleibt ja auch nur eine Theorie, ne? Das ist eine Lüge, Satan. Das kommt ja von diesem Typen namens Darwin. David war ja in einer geheimen Gesellschaft in Cambridge, Universität namens Cambridge Apostles. Das war so wie Yale Universität. Hat ja auch seine Geheimgesellschaft unter den Studenten, eine Studentenverbindung namens Skull and Bones, wo eben die Elite aus USA aus dieser Geheimgesellschaft, aus dieser Geheimloge rekrutiert wird. Und die Schlüsselposition von der Elite in den USA von diesen Loge, von dieser Geheimloge besetzt wird. Und so war der Dingens, der Charles Darwin auch, Mitglied der Cambridge Apostles. Also auf jeden Fall war sein Bruder ein Mitglied. Der Cambridge Apostel. Und man sieht auch dieses berühmte Bild von Charles Darwin, wie er diese Schweigepflichtgeste macht. Dieses das ist eines der bekanntesten Bilder von ihm. Also, das ist das bekannteste Bild von ihm, ja. Ja, ja, das ist das Problem. Da siehst du mal, mit was für eine Verführung die kommen. Und dann lernen die das in den Schulen und die ganzen Leute glauben auch noch den ganzen Kram. Ja. Das ist das. Nein, weil ich dachte schon, ich komme von Affe, als ich klein war, in den Büchern. Stand ja, das wird uns ja gelehrt. Das wird uns gelehrt. Ja, durch die Franzosen die ganze Zeit diese Explosion, diese antichristliche Revolution der Freimaurer, die dann halt wirklich vonstatten ging durch die Französische Revolution, Aufklärung und so weiter. Das ist alles ein Werk der Freimaurer. Die Erklärung der Menschen, Bürgerrechte, alles, diese ganze neuzeitliche Bewegung seit der Französischen Revolution und Aufklärung, inklusive Wissenschaft, Politik, ist ein ganzes Werk der Freimaurer. Ne? Das kann man auch ganz leicht beweisen. Alleine die ganzen Führer der Französischen Revolution, ja, Robespierre und wie die alle hießen, ja, die waren Lafayette und so, waren hochrangige Freimaurer. Also denkst du, diese Theorie und so weiter, das wurde von Satan irgendwie erschaffen? Ja, natürlich, klar. Das kommt ja nicht von einem, das kommt ja nicht vom Herrn. Und alles, was nicht vom Herrn kommt, ist vom Satan, sozusagen. Alle Weltanschauungen inspiriert. Sind von ihm. Alle Weltanschauungen. Ja, inspiriert, ja. Ja, das ist schon möglich, weil ich hatte eine Tante, die ist jetzt tot leider. Aber als sie noch lebendig war, meine Familie ist ja, also wir waren Katholiken und ja, nicht alle sind aus meiner Familie sind wiedergeboren. Aber auf jeden Fall, die hat immer so Bücher gelesen und dadurch meinte sie einmal, dass die hatte dann Zweifel an Jesus und hat mehr an diese Theorien und so auf den Büchern, was sie gelesen hat, geglaubt. Die wurde wie verführt von diesen Informationen, so von diesen Theorien und so weiter. Hört ihr mich?
Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, meine Tante, die war katholisch. Also meine ganze Familie war jetzt katholisch. Also manche sind immer noch katholisch. Und die haben schon an Jesus geglaubt, nur halt an falsche Lehre und so. Aber trotzdem halt an Jesus geglaubt. Aber die hat so viele Bücher gelesen wegen dieser Theorien und so, wie die Welt entstanden wurde und so weiter. Und mit der Zeit hat sie dann Zweifel an Jesus gehabt und eher so an diese Evolutionstheorie geglaubt. Und deswegen habe ich gedacht, ja, Risa hat recht, wegen, dass es vom Teufel kommt. Dann natürlich, das ist eine absolute Verführung, ne? Endzeitverführung. Und die ist leider nee, Bruder, mit diesem Glaube. Okay, Sugar Melon, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch auch und schönen Abend noch. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Ja, da siehst du mal, wie der Satan versucht, mit allen Mitteln Millionen und Abermillionen Menschen auf seine Seite zu ziehen. Ne? Das ist so krass. Ja, und genau jetzt gerade, was ich jetzt über die Cambridge-Apostel gesagt habe, diese Geheimgesellschaft, das ist eine freimaurerische Geheimgesellschaft innerhalb der Cambridge University, wo auch eben die Familie von Charles Darwin eben Mitglied war, mindestens sein Bruder, das ist nachweisbar, ja, in den Mitgliederlisten. Und da gibt es 12 Apostel, die auserwählt werden, Amir. Weißt du, wie der das nachmacht? Weißt du, wie der das nachmacht, der Satan? Ja. Nach der den Herrn Jesus und seine 12 Apostel. Aber der Satan wählt dann seine eigene 12 Apostel da aus, ne? Und schickt ihn in die Welt, ne? Hallo, guten Abend. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Ich habe eine Frage, und zwar, ich hatte vorgestern ein Gespräch mit meiner Tante. Leider hat sie den Islam vor 30 Jahren schon angenommen, weil ihr Ehemann Muslim ist, er ist ein Türke. Und ich hatte, ja, wie gesagt, vorgestern ein Gespräch mit ihr, und sie wusste bis vor kurzem nicht, dass Mohammed ein kleines Mädchen geheiratet hat. Und ja, ich habe ja ein bisschen mit ihr gesprochen darüber, habe ihr auch ein paar Sachen gezeigt und so. Und das meiste, was ja schockiert hat, war, aber das muss ich, wollte dich ja fragen, wo das drinne steht, wo, wenn man unehelich noch ist, dass man dann mit seiner unehelichen Tochter irgendwie noch schlafen darf. So, ja, das ist die Sure 25, Vers 54. Tafsir al-Qurtubi in Band 13 auf der Seite 58. Moment, schreib es mal auf. Ich wollte es unbedingt zeigen. Und ja, wo ich dir das erzählt habe, sie war hast du meinen WhatsApp, hast du meinen WhatsApp-Kanal abonniert? Ja, habe ich. Steht es ja, da drin, habe ich das ne? reingepostet. Da habe ich das reingepostet. Muss nur gucken. Einfach langsam durchgehen, dann siehst du das. Okay, das werde ich auf jeden Fall machen. Auch und SX mit Tieren, Leichen, alles ist da drin. Stimmt, ja. Ich muss mir das nur mal nachgucken. Ja, einfach mal ganz, ich will nicht jeden Tag das alles voll machen, weil das wird dann zu viel, weißt du? Ich will nur immer so die wichtigsten Sachen da reinposten, ne? Die sehr, sehr dramatisch, also was heißt dramatisch, aber die sehr, sehr dem Islam halt ja, schaden, ne? Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Nee, das war's nur. Als das zeigen, was er ist, nämlich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Und ich weiß, dass sie eigentlich den Islam ja nur angenommen hat, mehr oder weniger, weil sie ja, weil ihr Ehemann Mann, Muslim ist. Wusste ich. So wie Yasser Kadhi sagte, man, schau dir nur unsere Gesellschaft an, Achi. Wer nimmt den Islam an? Keiner nimmt den Islam an. Es sind doch nur die Frauen von unseren Brüdern, die den Islam annehmen. Heftig. Ja, mit dem Glauben hat sie sich auch nicht wirklich beschäftigt. Sie ist jetzt dabei zu lesen. Ich habe ja auch gesagt, sie soll wirklich lesen. Sie hat angeblich auch die Bibel gelesen, aber das war eine von Zeugen Jehovas Bibel. Ich habe ja auch dann gesagt und so, dass es nicht von den Zeugen, dass es halt falsch ist und dass es anders interpretiert oder da anders geschrieben wird oder so. Und das ist halt eine Sekte. Ja, eine Zeugen Jehovas, oder? Ist doch anders. Natürlich ist das eine Sekte. Die haben auch eine ganz falsche Bibelübersetzung. Die haben den kompletten Text korrumpiert.
Genau, und das habe ich ihr ja auch gesagt und habe sie halt auch gefragt, ob sie eine Bibel möchte. Und sie war halt erstmal, sie, nein, ich habe meine Wahrheit gefunden. Ich meinte, Tante, bitte, das ist nicht die Wahrheit. Wie kannst du jemandem folgen, der ein kleines Mädchen hat? Warte mal ganz kurz. Wer den Link zu meinem Kanal haben will, muss die Moderatoren hier anschreiben. Die Moderatoren geben euch den Link. Und ja. Sie macht sich ja auch Bedenken, sie denkt immer so, ja, das kann sein, dass vielleicht irgendwelche Menschen was Schlechtes über Mohammed und so geschrieben haben und so. Ich meinte, nein, das ist nicht so. Mohammed hat vergewaltigt, er hat gemordet, er hat viele schlechte Sachen gemacht. Das Gegenteil von Jesus, sage ich. Und Jesus hat Menschen, die blind waren, sehend gemacht, habe ich hier gesagt. Und Mohammed hat sehende Menschen... Da muss ich sofort wieder mein Lieblingsvideo anmachen. Mein Lieblingsvideo. Jesus versus Mohammed. Wie in nicht mal in 2-3 Minuten der Islam ruiniert wird anhand dieser beiden Personen. Ja, und das habe ich auch gesagt. Sie soll das Leben von Jesus prüfen und von Mohammed. Mohammed versus Jesus. Bewerten wir den Islam nicht anhand der Taten von Muslime, die Ungläubige im Namen Allahs abschlachten oder ihre weiblichen Gefangenen vergewaltigen oder ihre Frauen in den Gehorsam schlagen. Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed. Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämon besessen war. Heftig. B. versuchte mehrmals Selbstmord zu begehen. C. gab zumal Offenbarungen vom Teufel übermittelt zu haben. Heftig. D. beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. G. ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. köpfte Hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu unterwerfen. K. ließ jemanden wegen Geldes foltern. L. kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. M. nannte Äthiopier Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. N. hatte Sex mit einem 9-jährigen Mädchen. Wow. O. hatte zu einem Zeitpunkt mindestens 9 Frauen, obwohl seine eigenen Offenbarungen nur 4 erlaubten. P. heiratete die Frau seines eigenen adoptierten Sohnes, nachdem er die Scheidung dadurch verursachte, dass er nach ihr lüstete. Q. hatte Sex mit einem Sklavenmädchen. R. brach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seiner Frau, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Bett seiner Frau Hafsa erwischt wurde. S. erlaubte seinen Anhängern, ihre weiblichen Gefangenen zu vergewaltigen. T. nahm die schönsten Gefangenen in sein eigenes Zelt. U. sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frau zum Gehorsam schlagen können. V. sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. W. förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X. wiederholte Geschichten, die auf Fälschung basierten, und gab sie als Gottes Offenbarung weiter. Y. porträtierte Gott als betrügerisch und Jesus als einen totalen Versager. Z. hielt mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. Nun, wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mohammed beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Wir müssen hier aber konsequent sein. Das heißt, wir sollten das Christentum nicht anhand der Handlungen von Christen beurteilen, die Krankenhäuser erfanden, um sich um die Kranken zu... Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Und jetzt kommen wir zu Jesus Christus. Die Waisenhäuser erfanden, um sich um ungewollte Kinder zu kümmern, den Weg für das westliche Bildungssystem bereiteten, indem sie Universitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und Princeton starteten, die wissenschaftliche Revolution anführten und so weiter. Wir bewerten das Christentum nicht anhand der ganzen Christen, die die Welt verändert haben. Wir bewerten das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus. Genau. A. Durch ihn wurde das Universum geschaffen. B. Alles besteht in ihm. C. Jesus legte seine Herrlichkeit ab und trat als ein menschliches Wesen in die Schöpfung ein, um unsere Willen zu leiden. Wahnsinn. D. Wurde von einer Jungfrau hier auf Erden geboren. E. Erfüllte über Dutzende von Prophetien des Alten Testaments. F. Gab auf wunderhafte Weise tausenden Leuten an mehreren Begebenheiten Speise. G. Lief auf Wasser. H. konnte durch Worte Stürme stillen. I. heilte die Kranken. J. reinigte die Leprakranken. K.
treibte Dämonen aus. L. Erweckte Menschen von den Toten. M. Machte Lahme gehen. N. Gab Blinden das Augenlicht. O. Ließ Taube hören. P. Gab seinen Jüngern die Macht, Dämonen auszutreiben. Q. Sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. R. Und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. S. Befahl seinen Anhängern, ihre Feinde zu lieben. T. Sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. Er duldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. Bat sein Vater, den zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. Stand von den Toten auf. X. Gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. Bittet für uns. Z. Ist das ganze Gericht übergeben. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, die beste Botschaft aller Zeiten. Beurteilen wir nicht. Genial, ne? Innerhalb von fast 5 Minuten einfach den Islam ruiniert, die beiden Personen miteinander verglichen und gesagt, du bist die schlimmste Religion aller Zeiten, du bist der beste von allen. Das war's. 4 Minuten braucht man, um den Islam zu ruinieren. Du musst wirklich bösartig sein, glaub es mir. Du musst ein bösartiger Mensch sein. Du musst ein bösartiger, abnormaler Mensch sein, ehrlich. Viele Muslime sagen ja, Mohammed ist der Beste. Und dann denke ich mir, nach dieser ganzen Tat und das, was er getan hat, wie kann er bitte der Beste sein? Und wenn er der Beste ist, dann ist Jesus auf jeden Fall Gott. Heftig, ne? Auf jeden Fall. Ja, das sage ich ja. Das sage ich ja ständig. Ne? Wenn ihr sagt, dass Mohammed der beste Mensch war nach dem, was er getan hat, dann muss ja Jesus Christus absolut Gott sein. Weil er nie irgendwas Schlechtes getan hat. So sieht's aus. Die Fragen nach dem Video. Ich schicke es in die Gruppe rein. Mache ich gleich. Okay. Der Herr segne euch und eure Arbeit. Der Herr beschütze euch und gebe euch alles zurück, was ihr geben tut. Und Amen. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Ich wünsche euch noch einen Gottes schönen Segen, meine liebe Gottes Segen. Mess mich los. Ich muss auch gleich los. Ja, wir machen jetzt auch jetzt gleich Schluss. 700.000 haben wir noch voll und dann ist Schluss. Das sind nur 3.000 Likes. Ja, okay. Die 700.000 machen wir noch voll und dann ist Schluss. Für heute ist gut. Wir waren gestern bis 1.30 Uhr auch wieder wach. Das ist Wahnsinn. Heftig. Ja. Ich war ja gestern noch bei Manuelsen da und so. Das war gestern Nacht oder was? Nacht war das. Ja, ja, ich wollte eigentlich gar nicht, aber die Leute haben dann gesagt, der Islam Manuelsen ist da gerade live. Da habe ich gesagt, sollen wir da hingehen? Komm, machen wir das. War ich mit dem einen Handy hier so live und mit dem anderen war ich dann dort drüben live, mit dem anderen Account. Heftig, ja. Ne? Ja. Ah, okay. So, genau, ihr Lieben, macht mal ganz kurz die 700.000 voll und dann. Ist schon voll, Wahnsinn, mit Ferrari, guck mal. Sag mal. Hammer, unglaublich schnell auf einmal. Ne? Okay, ihr Lieben, Gott segne euch alle. Ja, den Toni hören wir uns noch an. Ich möchte nur kurz was zeigen. Die ersten 10 Sekunden, was mich auf dem Fernseher angezeigt wird. 2 Sekunden. Okay. So, guck mal. Machst du mich nur 2 Sekunden groß, Amit? Natürlich. Guck mal, neben den ganzen Kinderliedern. Warte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich begrüße euch mit dieser wundervollen islamischen Begrüßung. Hi. Ja, hi, Islam, wie geht's dir? Alles gut? Gut. Manuel, wie geht's dir? Manuel reicht, Bruder. Da ist er noch gut gelaunt, die ersten Sekunden. Das Lachen vergeht ihm aber ganz schnell. Ja, was ich gerade angehört habe, das war schon sehr, sehr heftig. Ne? Du siehst doch, dass der Herr durch einen Hirten namens Mohammed die Jesaja-Rollen finden hat lassen. Ne? Du siehst, Mohammed, guck mal. Lass uns mit Respekt reden. Das ist einfach nur Respekt, das hätte ja respektlos geredet. Ehrlich doch.
Ja. Lass mal die Mädels oder so. Bitte mit Respekt reden. Ich sag dir das in aller Höflichkeit. Lass mich doch mal, du. Mach mich doch. Komm mal. Du siehst doch, dass der Herr ja, einen, die Jesaja Schrift vorhin hat finden lassen und sind heute im Jerusalemer Museum für jeden sichtbar auf 7 Meter. Nahezu lückenlos überliefert, der Text, ne? Sind die falsch? Oh. Bitte? Sind die denn falsch, diese Rollen, oder was meinst du gerade? Weiß nein, nein. Die Jesaja-Schriftrollen wurden am Toten Meer gefunden. Das sind die Schriftrollen am Qumran. Mhm. Und die wurden ironischerweise von einem Hirten namens Mohammed gefunden. Unbezahlbare Schriftstücke. Und damit hat Gott bewiesen, dass seine Bibel nicht verfälscht ist. Denn der Text ist absolut zuverlässig überliefert worden. Das kann jeder von euch nachschlagen. Guckt euch das mal bitte an. Die Qumran-Schriftrollen. Nein, absolut nicht. Keiner kann die Qumran-Rollen widerlegen, denn diese Jesaja-Schriftrollen sind im Jerusalemer Museum auf 7,14 Meter lückenlos überliefert, der Jesaja-Text. Und weißt du, was der Jesaja sagt in Jesaja 9,5? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Du siehst also, dass das Kind, das geboren wird, starker Gott, El Gibor genannt wird in Hebräischen. Das hat mich wirklich genau damit beschäftigt, Amir, ne? Und ja, damit hat man sich beschäftigt. Man hat festgestellt, dass sie erlogen und erschrumpft sind. Warum lügst du gerade die Leute hier an? Die sind doch in der Lage, das Internet zu machen. Ganz kurz, sie wurden doch erst vor knapp 20 Jahren oder so gefunden. Guck mal, wie der lügt dich, ne? Noch länger. Noch länger? Warte, was sagt ihr denn? Ich habe genau darüber gelesen, ich habe keine Videos geschaut, wo Leute geredet, ich habe richtige Texte darüber gelesen, wo Leute Berichte darüber geschrieben haben. Ich sag, wie unbeholfen der wirkt, ne? Auf jeden Fall kann sich jeder selber ein Bild machen, ne? Die Qumran-Rollen wurden... Ich habe die komplett dominiert, ne? ...nachs Mohammed. Also der Typ hieß Mohammed und hat seine Ziege in der Höhle gesucht. Und wer war der Mohammed? Ja, Mohammed hieß dieser Zehnhirte und ein Ziege ist so verloren gegangen und hat sich in die Höhle verkrochen. Und dann hat der Steine reingeworfen, damit diese Ziege wieder so rauskommt. Und dann auf einmal hat der Tonkrüge getroffen und hat die Jesaja-Schriftrollen finden lassen. Und genau diese Rollen sind es, die eindeutig beweisen, dass der Herr Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist. Amen. 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 Der Herr Jesus Christus ist der Richter. Und das die beiden. Der nichts mehr. Gekommen ist. Du, der Manuel, der ist am letzten. Ich meine, du hast ja sowieso nichts mit dem Islam zu tun. Aber dass du eine Entscheidung für den Islam getroffen hast als Afrikaner, das ist krass. Was bist du nicht bereit? Ich habe nichts mit dem Islam zu tun, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Du hast überhaupt gar nichts mit dem Islam zu tun. Guck mal, das Ding ist, guck mal, du kommst hier rein, die holen dich hoch. Ich weiß gar nicht, ich wusste ganz genau, dass das so enden wird, aber du kommst hoch und du preist mich persönlich und du hast immer nur die Verdammten an. Das, was du machst, ist nicht schön. Ich würde das nur sagen. Aber das sieht man doch, das ist doch kein Geheimnis, dass du mit dem Islam nichts zu tun hast. Ja, okay, das ist deine Auffassung. Das ist deine Auffassung. Du glaubst auch an den nächsten Tag, korrekt? Ja, richtig, genau. Ich glaube, an den lass uns darüber reden, nein. Hör auf, ich will nicht darüber reden. Dann können wir uns darüber unterhalten. Ja, aber dann geht es. Ja, okay, dann können wir uns darüber unterhalten. Wer wird denn am Tag des Jüngsten gestrichen im Islam? Ich will mit dir nicht weiter. Islam, wer wird denn im Islam am Tag des Jüngsten gestrichen? Allah oder Jesus? Ich will mit dir nicht weiter. Islam, Allah oder Jesus? Mal gesagt, er wird der Einzige sein, der richten wird, über mich und über mich. Habt ihr das gehört? Er wird der Einzige sein, der richten wird. Sein Prophet sagt, Isa ibn Maryam wird als gerechter Richter auf die Erde kommen, um zu richten. Habt ihr das gesehen? Du sprichst von Wasser. Ja, aber recht, der Allah sagt im Koran, es gibt kein gerechtes Richten als das Richten von Allah. Da hat der Richter Isa, gebe ich ihm absolut recht. Und die Hadithe sind ein einziger Witz und Widerspruch. Ich war gerade im Fahrt, schade. Entschuldige, also wer sich das anschauen will, kann sich natürlich die ganzen 17 Minuten anschauen. 17 Minuten war ich drin, okay. Ja, also ich kann das noch laufen lassen,
wenn du möchtest. Okay, die Leute können sich das in Ruhe angucken, wenn die möchten. Deswegen, mir war nur wichtig, die Stelle mit Manuel, wo er sagt, ja, dann lass uns darüber sprechen. Und dann sagt er, ich möchte nicht nur mit dir sprechen. Das war zu heftig, ja. Naja, so viel dazu. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. 100 Millionen zu null für Jesus Christus gegen den Islam. Amen. Ja, das war heftig. Das war heftig. Oh Mann. Okay, gut, dann sage ich auch Gottes Segen. Ich sage jetzt schon mal gute Nacht. Oder Reza, dir auch eine gute Nacht. Ja, danke dir auch, Armin. Toni. Oder Toni, ja, genau. Euch allen eine gute Nacht, gesegnete Nacht. Und dem Herrn Jesus anbefohlen. Amen. Bis bald, ihr Lieben. Gottes Segen. So, warte mal, ich trenne mal. So, ihr Lieben, wir beten noch alle zusammen und dann gehen wir schlafen. Komm. Wer seine Knie beugen kann, der soll seine Knie beugen. Und wer stehen bleiben möchte, bleibt stehen. Weil wer sitzen bleiben möchte, bleibt sitzen. Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich preise, lobe und ehre deinen heiligen Namen wie immer, Herr, als allererstes. Und danke dir von ganzem Herzen, dass ich hier zu dir beten darf, Herr. Und dich loben, preisen und ehren darf, Herr Jesus Christus. Du bist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Und das möchten wir immer wieder bekennen, auch vor den Leuten. Und die eine Wahrheit auch bezeugen, als die Lehre, die gesunde Lehre zu vertreten, Herr, dass du ins Fleisch gekommen bist, Herr. Und es dann deiner Gottheit nichts rumzurütteln ist, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass wir durch die Schrift erkennen dürfen, dass du der Allmächtige bist. Wir haben dich nie gesehen und dennoch glauben wir an dich, Herr, und an deine Gottheit, weil die Schrift uns das sagt, Herr, weil du, dein Wort, die Wahrheit ist, Herr Jesus Christus. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier drin ist, Herr, und der das hört, dass du ihm die Augen öffnest, Herr, dass sie sehen, dass du alle Religionen ein Ende gesetzt hast und allen Religiositäten auch ein Ende gesetzt hast, als du am Kreuz ausgerufen hast, denn es ist vollbracht, Herr Jesus. Du hast auch damit gezeigt, dass keine andere Religion da ins Spiel kommen kann, um zu behaupten, dass dein Wort verfälscht wäre. Das ist Blasphemie und das ist eine Beleidigung gegen deine Person, Herr. Denn du lässt niemals zu, dass dein Wort verfälscht wird, weil du der Allmächtige bist. Niemand ist in der Lage, dein Wort zu verfälschen. Und ich vertraue dir, Herr, dass du dein Wort durch Gezeiten durchbringst, Herr, dass wir staunen dürfen über deine Allmächtigkeit. Nicht wie ein gewisser anderer Gott, der sehr, sehr schwach ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, sein Wort zu verfälschen, Herr. An so einen Gott möchten wir niemals glauben, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr. Und wir bitten noch für sehr, sehr viele Muslime und Andersgläubige, dass sie zu dir finden, Herr. Und dein herrliches Licht sehen, Herr. Dein herrliches Licht, dieses wundervolle Evangelium, die frohe Botschaft annehmen und ihre Seelen in Sicherheit bringen, Herr Jesus. Herr, bitte löse unsere Probleme, die in unserem Leben gerade sind, Herr, und gewähre uns ja den Frieden, den wir brauchen, ne? Damit unsere Seelen, damit unsere Herzen auch Ruhe finden, Herr, und wir nicht die ganze Zeit ständig unter Angst leiden oder so, Herr. Nimm uns die Ängste, Sorgen und Probleme, Herr Jesus Christus, und führe, lenke und leite uns, Herr Jesus. Herr, wir wollen auch wie in jedem Gebet für unsere Geschwister beten, Herr, dass du ihnen Trost schenkst, dass du sie segnest, dass du ihnen beistehst, Herr Jesus, in ihren schwierigen Momenten, wo sie durch die Hand des einen oder anderen Moslems dann, ja. Herr, öffne du ihre Augen, Herr Jesus Christus. Sie wissen nicht, was sie tun, Herr. Sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, aber das tun sie, weil sie weder dich noch den Vater erkannt haben, Herr. Daher bitte ich dich, dass du auch Gnade mit den Muslimen hast und auch mit allen Andersgläubigen, Herr, und sie zu dir führst. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So. Ja. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Okay, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Ja. Und sein Angesicht über euch leuchten lassen, die Wundervollen. Danke, dass ihr immer da seid. Danke, dass ihr auch diese ganzen Streams teilt, macht, tut. Ne? Wir sind ja eine riesen Community. Und gemeinsam werden wir dann halt das Ganze nach vorne bringen. Egal, was da auf uns zukommt. Egal. Ne? Dr. Shiki Shake und sein Team. Und ich werde nie aufhören zu lachen. Die Freude kann mir keiner nehmen, ehrlich. Ist so. Diese Freude lasse ich mir von niemandem nehmen, echt. So sieht's aus. So.
Ich danke euch von ganzem Herzen. Möge der Herr euch das 10-Millionenfache zurückgeben, was ihr für mich tut, Herr, ihr Lieben. Und eure wundervollen Herzen immer beisammenhalten. Dass ihr auf Wolken auffahrt zum Allmächtigen. Ne? Dass eure Herzen wirklich vereint sind in der Liebe und dass ihr wirklich Flügel bekommt, im geistlichen Sinne, wenn ich so rede. Auf dass ihr wirklich wahrhaftig von Neuem geboren seid und wirklich Kinder Gottes seid. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch. Dass ihr im Buch des Lebens verzeichnet seid. Jeder einzelne von euch. Gottes Segen, ihr Lieben. Bis morgen, so Gott will. Ciao.